uns Christen Ich und. mache doch Spaß, ich bin kein Muslim. Du bist erstmal ein Mensch. Arimati, du bist ein Täuscher. Ich war einfach eingeweiht. Ich bin kein Muslim, kein Christ oder kein Jude. Ich akzeptiere kein einzige Bücher, von denen die vier stehen. Es tut mir leid. Oh, dann gibt es nur noch, dann gibt es nur noch eine Ausdrucksweise für dich, Käfer. Ja, ganz genau. Ich bin das ist absolut Käfer. Wie geht's euch, liebe Satan Freunde? Bin ich, Satan. Nein. Kein Alhamdulillah, Mensch. Wie Muslime, Alhamdulillah, Jesus soll dank. Jesus soll dank. Ich wollte eigentlich nicht weitermachen mit Muslimen. Ja, Mehmet, ich bin Kafir, aber ich bin so froh, ich bin Kafir und ich bin immer Mensch, andere um, weißt du, arme Menschen, wenn immer Kopf schneiden. Kafir ist es besser. Weißt du? Kafir ist Schweine besser als solche Menschen. Schweine kann man Schwein essen. Ich esse Schwein gerne. Aber Kafir kannst du nicht essen. Sein Fleisch ist verdorben. Kafir. Satan. Kafir machen, du selber. So, grüße jetzt, dich. Ich hätte mal eine Frage. Wie respektlos ist es denn von euch, dass ihr da so Karikaturen macht, zwei Stunden mit 6 Years und 53 Years, um Aufmerksamkeit von den Leuten zu kriegen? Ja, ne, man kann doch alles schön und gut ausquatschen, weißt schon, was nicht passt. Da kann man darüber reden, aber sowas macht man einfach nicht. Ich tue auch kein Bild von deiner Mutter rein und was weiß ich, schreibe das oder das rein. Weißt du, was ich meine? Eine Frage. Wenn etwas der Wahrheit entsprechen sollte, ist es dann gelogen? Ist es dann verwerflich? Ist es beschämend? Ist Wahrheit, warte. Ist es beschämend? Ist es verwerflich oder ist es eine Sünde? Beantworte mir bitte diese Frage. Jetzt frage ich dich mal etwas, okay? Ja. Wenn deine bitte. Mutter, wenn deine Mutter nackt vor mir steht, ist es die Wahrheit oder nicht? Warte, lass mich mal aussprechen. Eure Mütter. Geh mit BHs, mit Tangas in den Freibad. Das ist genauso, wie wenn sie nackt vor mir steht oder wenn sie mit mir schläft. Es ist das Gleiche, genau so provoziert er das an. Weißt du, was ich meine? Keiner hat das Recht, ein Prophet. Vielleicht geht deine Mutter sogar. Alex, kannst du mir Mund geben, bitte? Kannst du nicht Mund machen? Ja, mach einmal uns alle bitte Mund hier. Moderator machen. Ich hab den jungen Mann mal stillgestellt und mit Aram aussprechen können. Ja, danke. Super. Ich wollte ihn auch stumm schalten. Deswegen. Hör zu, junger Mann. Komm mir nicht mit irgendwelchen Wahnvorstellungen her. Ich habe dir eine ganz einfache Frage gestellt. Ist es verwerflich, wenn man die Wahrheit sagt? Ist es eine Sünde, wenn man sie präsentiert? Ist es beschämend, dass man die Wahrheit sagt? Antworte darauf. Tu nicht philosophieren, tu dir nicht irgendwelche Schweinereien ausdenken in deinem Kopf oder in deinem Herzen. Antworte einfach auf diese Frage. Falls es dich verletzt, wo ist er? Okay. Falls es dich verletzt haben sollte, tut es uns irgendwie leid, aber nichtsdestotrotz, wenn etwas der Wahrheit entspricht, sollte es euch nicht wehtun. Falls es euch doch beschämt. Weißt du, was sagt der Koran dafür? Bitte. Weißt du, was der sagt? Der sagt, solche Gehirn, was sie da haben, die haben dreckige Gehirn. Sie sollen erstmal Gehirn waschen, dann die anderen darüber denken. Hey, aber ich weil bin wieder da. Hör mal zu, jetzt rede ich. Ne? Ich wie bist denn du jetzt hier hochgekommen? Ich bin nicht hochgelassen. Ja, ich wurde raufgelassen. Ne? Du kannst danach reden. Also, diese Abdes, was sie da nennen, dein Gehirn zu waschen, mein Freund, nicht dein Körper zu waschen. Verstehst du? Dein Gehirn zu waschen. Sehr gut gesagt, ja. So, Falastrin, jetzt kannst du zu Wort kommen, aber bitte nicht beleidigen und nicht. Nein, Adam, ich beleidige nicht. Ich sag dir nur eins, mit denen brauchst du nicht diskutieren. Das habe ich gestern schon versucht. Die sind nicht Beratungsresidenz. Verstehst du? Die haben
Vor allem dieser Arifat, der nimmt das alles ins Lächerliche. Das sind so Spaßvögel hier. Ich würde mir diese Zeit sparen hier und ich bin auch schon wieder weg, weil mit solchen nichts zu tun haben. Saiti, wir kennen Aram schon länger als dich. Genau. Naja, gut, wenn ihr meint. Schwester, oh, Schwester, fünf, sechs Tage, die haben, ne, eine unserer Schwester, Eside, die haben ins eine Zimmer gepackt und zweijährige Sohn aufgenommen, ne, weggenommen und die arme fünf, sechs Tage ohne Essen, die haben gesagt, ne, sie hat gesagt, nur bring mal mein Kind, wenn ich mein Kind sehe. Die haben, ne, die haben sechste Tag, die haben Essen geholt, ne, Fleisch und Reis, ne, und die arme war Hunger und die haben gesagt, Essen und danach bringen wir deinen Sohn. Nachdem sie hat gegessen und da kommt der Isis, sagt er mal, sie hat den, ne? Du findest nicht mehr deinen Sohn, war dein Sohn Fleisch. Stell mal vor, das ist ja, ihr findet ja normal, wenn ihr Haram seht, dann geh mal Syrien, Arabistan und nicht hier in Deutschland alle Christen Kaffee sind, weil wir, ihr esst deutsche Christen, ich bin alles Jesiden. Ich bin im Leben lang Deutschland unterstützen ohne Ende. Habt ihr mich verstanden? Ja, habt ihr damals, ich war acht Jahre alt in der Türkei, wir haben Knochen von Christen gesehen, also unter der Erde. Ich war acht Jahre alt, stell mal vor. Und jetzt kommt ihr hier und dann wieder ihr sitzt kaputt und macht ihr auch kaputt. Das ist normal? So, wie spricht sie denn Deutsch? Mein Lieber, nicht jeder kann jede Sprache perfekt sprechen, aber ich habe die liebe Schwester voll und ich habe ganz gut verstanden. Also muss sie doch nicht perfekt reden, oder? Absolut. Wenn man verstehen will, dann versteht man schon. Also, my life, my right. Oder willst du sie Uni schicken? Bruder, wenn ich mal nach Deutschland gekommen, nach dem dritten Monat, ich habe angefangen gearbeitet, ne? Nach der Heirat, vielleicht bin ich über ein paar Jahre zu Hause gewesen. Und nachdem, seit 2001, meine Tochter war ein Monat alt, ich habe angefangen gearbeitet bis jetzt. Und wenn ich zu einem Land komme und dieses Land mich unterstützt, und wenn ich mal sage, ach, lieber den Staat bezahlen und das Haram, das Halal, ne? Und das ist Kafir und das ist Deutsche, ne? Und wir sind Ägypten und wir sind die Beste, wir nur glauben an Gott. Das ist Krankheit, Bruder. Das ist Krankheit. Weißt du das? Das ist pure Arroganz. Das ist pure Arroganz, Hochmütigkeit, Ignoranz. Was soll ich noch dazu sagen? Also für mich ist da Deutschland ist Al-Rahim. Absolut, lieber Al-Rahim, für mich ist das absolut, absolut. Mehr sage ich nicht. Wir sollten alle Gott dankbar sein, dass wir hierher gekommen sind und einigermaßen begriffen haben, was Freiheit, was Demokratie bedeutet, was Nächstenliebe bedeutet, also liebe Leute. Und wirklich, der Islam tut sich diesbezüglich sehr vieles anmaßen und herausnehmen, obwohl er nicht diesen Anspruch hat. Und bis dato hat der Islam nicht viel, nichts Gutes der Menschheit gebracht. Das ist nun mal ein Fakt. Wenn wir in der Geschichte herumforschen und die Geschichtsbücher aufschlagen, bis dato spricht es viele Bände gegen Andersgläubige. Und das ist leider Gottes so, leider Gottes. Es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Muslime, wo ich wirklich meinen Respekt vor denen habe, wo ich auch meinen Hut vor denen ziehe. Absolut, absolut. Liebe Leute, also nicht missverstehen. Wir wollen hier mit Sicherheit nicht gegen die Muslime hetzen, sondern der Islam ist nun mal eine gefährliche Ideologie, liebe Leute. Und befasst euch damit. Es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, weil wir sind hier alle frei und wir haben Zugang zu den Schriften. Wir können alle lesen und schreiben, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und die Schriften sind fast in jeder Sprache auch nachzulesen, liebe Leute. Lest einfach in den Schriften nach und tut uns bitte nicht missverstehen, denn aus der Geschichte muss man lernen als Mensch, damit man einigermaßen vorankommt. Und durch die Liebe unseres Herrn und Gottes
kann Frieden stattfinden zwischen den Kulturen, zwischen den Völkern, zwischen auch den Religionen natürlich, wenn man diese und jene gefährliche Sachen ausfindig machen sollte und aussortieren könnte. Ich meine, es ist wirklich nicht so schwer, wirklich nicht. Lest einfach in den Schriften nach und denkt bitte mit Verstand und Herz. Geht mit beiden Sachen den Schriften ran und dann werdet ihr definitiv die Wahrheit finden. Und die Wahrheit ist etwas ganz, ganz, ganz Schönes und Gutes für uns alle. Egal welche Konfession, egal welches Volksstamm, egal welche Ideologie. Aber dürfen wir nicht negativ lesen, ne? Wenn wir negativ lesen, sehen wir so viele Sachen. Nein, 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 absolut. Immer positiv absolut, lesen. Absolut, absolut, Aritifai, ich verstehe dich. Wie gesagt, ich wünschte mir, dass wirklich alle muslimischen Freunde wirklich in deren ihren Schriften absolut richtig lesen und forschen würden, weil so würden sehr viele definitiv vieles erkennen und da würden sich sehr, 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 sehr viele Probleme von allein sogar lösen. Das wünsche ich mir, ja, tatsächlich. Adam, ich wollte dich eigentlich was anderes fragen. Was Bitte heißt schön. Das Al-Rahim? Al-Rahim. Beim aramischen Sprache. Al-Rahim, das ist eigentlich Arabisch und ich kann leider kein Arabisch. Al-Rahim, Al-Rahman, der Al-Erbarmer und der Barmherzige, so ungefähr kann man das sehen. Es ist in der Al-Fatiha nachzulesen. Die Al-Fatiha besteht aus, glaube ich, fünf Versen. Und es ist eigentlich mehr oder weniger ein aramäisches Gebet, weil, pass mal auf, ich mache das mal schnell auf, weil ich möchte immer eigentlich nicht aus mir selbst irgendetwas zitieren. Das Beste ist, man nimmt die Schrift dazu, dann kann man eigentlich nicht. Ich dachte, du kannst Arabisch. Nein, ja, ich kann tatsächlich kein Arabisch, nein. Deswegen hast du Aram geschrieben. Aram ist Aramäisch. Aram ist Aramäisch. Die Sprache von Jesus. Richtig. Schau mal hier, mein Lieber, in Dings Al-Fatiha. Al-Fatiha, das heißt im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Erbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Also wenn wir hier tatsächlich jetzt das ein bisschen so passé laufen lassen und darüber nachdenken, das ist ein Gebet vom Aramäischen abgeschrieben, ein bisschen uminterpretiert, weil wir wissen ja, dass der Koran von Allah herabgesendet wurde und wer spricht hier? Hier müsste eigentlich Allah sprechen, okay? Also, wenn hier Allah sprechen sollte, wer sagt dann hier im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen? Das heißt im Namen Gottes eigentlich, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Also wer spricht hier? Auch nicht Mohammed, auch nicht Allah. Versteht sie, was ich meine, liebe Leute? Ich meine, wir können wirklich tatsächlich... Vielleicht spricht der Heilige Geist. Und wer ist der Heilige Geist? Jibril. Nein. Jetzt noch einmal. Dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dir allein dienen wir... Und dir allein flehen wir um Hilfe. Wer spricht hier? Jibril? Jesus? Nein. Das ist ein Gebet. Das ist tatsächlich ein aramäisches Gebet, aber das müsste ich einmal richtig vom Originalen herholen. Dann können wir das definitiv in ein paar... Ich habe schon geteilt, mein Freund. Ich habe schon geteilt. In meinen Videos kannst du doch sehen. Echt jetzt, oder? Ja. Okay, interessant. Warte mal, dann folge ich dir gleich. Du kannst auch noch Ägypten sehen, gleiche. Ach, hör auf jetzt. Nein. Okay, also ich werde mir das definitiv... Hey, lass mich dir folgen. Ich kann es nicht folgen. Ich muss aber leider raus erstmal. Aber tu mich annehmen, okay? Also ich würde wirklich... Ja, ich werde dich annehmen. Ich folge dich jeden. Hallo zusammen. Hallo, hallo, liebe Freunde. Also das ist interessant. Du hast es tatsächlich schon im Aramäischen ausfindig gemacht? Ja, Hebräisch, Aramäisch. Respekt. Aramäisch.
und ja. Ägyptisch auch noch übersetzt. Wow. Ja, bitte, bitte. Du machst ja hier einen auf Experten für Islam und so. Du bist der Christ, sagst du. Ich bin kein Experte, ich bin kein Experte, mein Lieber, aber ich versuche einigermaßen die Schriften Wort für Wort zu lesen und zu verstehen. Und ich denke mal, dass das nicht verwerflich und nichts Schlechtes oder Böses ist, weil wir haben ja auch die Gelehrten vom Islam. Das sind Tabari, Ibn Kathir, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Albani und die ganzen Gelehrten sind ja da. Ibn al-Asir, Ibn al-Hisham. Ja, genau. Ibn al-Sa'd. Ja, und wir haben den Zugriff und wir können das ja dann absolut vergleichen, und die Tafsire sind ja vorhanden. Nicht wir tun sie übersetzen oder entschlüsseln, das sind halt die Gelehrten, und wenn die Gelehrten irgendetwas entschlüsselt haben sollten, was euch nicht gefällt, dann müsst ihr euch definitiv mit euren Schriften auseinandersetzen, weil wir können nichts dafür. Es wäre natürlich etwas anderes, wenn wir die Sachen aus dem Kontext gezogen hätten und sie verdreht hätten, dann hättet ihr natürlich alle Rechte, euch aufzuregen und diesbezüglich zu demonstrieren. Ne? Genau. Bruder, ich habe letzte Woche, ne, nach dem Feierabend, da fahre ich mal los, ne, weil ich habe momentan auch ein bisschen zu tun zu Hause. Und dann mein Telefon klingelt, ich gehe mal rein, ne, und da sagt er meinen Stadtname. Ich sag, wer bist du denn? Der redet auf Deutsch. Ich bin Mohammed. Ich sag, was willst du von mir? Ich schneide dich mal deinen Kopf. Du beleidigst meine Religion. Ich schwöre auf Gott. Das ist keine 10 Tage gewesen, ne? Hat er einfach mit Freunden mit mir reden. Ich schneide deinen Kopf. Glaub mir. Mit dieser Nummer geht doch Polizei. Da schneiden sie seinen Kopf. Ich habe, da hat er so komische Filme zu mir geschickt, diesen ganzen Video und so weiter. Ich habe einfach blockiert und das war's. Ne, die drohen mich so viel in meinen Stadt drin. Ich blockiere einfach und dann sowieso gehe ich um 4, 5 Uhr arbeiten. Aber Geber, Schwester, bei so etwas solltest du definitiv zur Polizei gehen, absolut. Das ist nicht zum Spaß, und du hast Kinder, du hast Familie, und sofort hingehen, und die Polizei wird das schon regeln. Ganz genau, die schneiden ab. Ja. Sogar sowieso, also ich bin unter der Kontrolle, ne? Mein Telefonnummer, der steht ja unter der Kontrolle, weil die haben so mich gedroht ohne Ende, das kannst du nicht glauben. Die werden beschnitten, wenn die klein sind. Polizei schneidet noch ein bisschen ab. Ja. Ja. Was mich nervt, ne? Ich sag ja, ne? Wenn man ein Land Unterstützung bekommt und wenn man dieses Land, da sieht ja Kafir, was mache ich denn dieses Land? Das macht mich so nervös, unglaublich, ja. Ne? Ja. Und Deutschland, jeder hat Freiheit. Ja. Das ist ja, richtig. Ich kann das nicht tragen, glaube ich. Ja, richtig. Naja, ich werde lebenslang Deutschland und deutsche Leute, ich werde jedes Mal, ne? Auf jeden Fall, ich werde unterstützen, Umweltschutz. Ja, aber ich habe auch Angst vom Deutsch. Sag ich mal, ne, es gibt gute und schlechte Leute überall. Nein, das meine ich doch nicht. Ich habe echt Angst. Mein Ursprung ist der Ausländer. Ach so, ja. Das hast du recht. Hallo, könnte mal bitte die Frau kicken, ey? Die ist ja voll peinlich. Welche Frau, ganz kurz? Ja, die, wo die ganze Zeit redet, also mal ehrlich, die ist ja, ja, ihr fehlt irgendwas. Schmeiß doch mal bitte diesen Battle Mosvito raus, weil er macht sich an, über die anderen zu bestimmen. Schmeiß ihn bitte raus, lieber Alex, genau, danke, dankeschön. Gerne, Emma, bei mir ist es muss Respekt. Ja, also das geht nicht. Das geht nicht, das macht man nicht. Ja. Bruder Aram, die haben Angst vor der Wahrheit. Das ist ja, ich schwöre auf Gott, ich habe türkische, kurdische, arabische Freunde seit 18 Jahren. Menschen, ich sehe Menschen, aber diese Religion, das ist schrecklich. Ich kann das sowas nicht. Das kann ich sagen. Echt. Liebe Schwester, stell dir vor, ich habe hier... Beleidigt wieder meine Religion, ey, das geht doch nicht. Also schau mal, liebe Schwester, ich habe tatsächlich hier Türkisch gelernt, und ich glaube, für das, dass ich keine türkische Schule besucht habe, kann ich sogar nicht schlecht Türkisch sprechen und schreiben und lesen. Woher echt? Kommt das? Ja, natürlich. Bak canım, ben Türkçe'yi burada öğrendim. Türk arkadaşlardan. Gerçekten yani. Şimdi çok adamlar var. Çok kişiler bana geliyorlar ki, diyorlar ki, Aram sen çok radikalsın yani. Ama
yalan. Radikal olsaydım zaten Türkçe öğrenemezdim yani. Türk arkadaşlardan. Yani versteht sie, was ich meine? Wir haben absolut keinen Gräuel und keinen Hass gegen niemanden, absolut nicht. Kannst du mir ein Wort übersetzen auf Türkisch? Bitte. Kaffee ist gelaufen. Kaffir ist gelaufen? Nein, Kaffee. Kaffee ist gelaufen. Ja, auf Türkisch kannst du übersetzen. Oh, Kahve. Kahve dökündü. Kahve dökündü. Ja, dökülmüş ja, die dökündü. Ja, dökülmüş ja. Nein, da kannst du nicht laufen. Das ist noch nicht. Was heißt das laufen? Ja, du meinst jürier, aber das sagt man nicht. Ja, Kaffee ist gelaufen. Ja, aber das sagt man nicht. Arif Fatih, du hast mich hier jetzt reingelegt. Bruder Adam, glaub mir, wenn ich 3 Tage hier sein und dann alles erzähle, ne, das wird nicht so enden. Ich habe letztes Jahr, also ich war Übersetzerin, ne, und da bin ich zu einer türkischen Familie gegangen und sie brauchte Anwalt, ne, und ich habe Termin gemacht, ich habe sie abgeholt, alles geholfen, ne, weil ich bin für Frauen immer bereit, ne. Und dann gehen wir zu Rechtsanwalt und Rechtsanwältin, ne, der war auch eine Familienfrau, ne. Und da sagte sie, tut mir leid, Frau Roth, sie ist Ausländer, aber ihr Mann Deutsch. Und die sind beide türkische Namen, ne? Ich sag, was ist denn los? Ich sag, die Frau, was ist denn los? Sagte sie, weil mein Schwiegervater damals vor 50, 60 Jahren mit einer deutschen Frau geheiratet und sie hat meinen Mann bekommen, ne? Der Junge bekommen, ne? Und er wollte die arme deutsche Frau Kopftuch tragen und zu Islam konvertieren und sie hat nicht akzeptiert. Und der hat heimlich 10-jährige Sohn weggenommen und von Deutschland wieder nach Istanbul gegangen. Und der Junge hier ist groß geworden und mit dem türkische Frau geheiratet, ne? Und wieder nach Deutschland gekommen. Die sind seit 9 Jahren. Und wir sind nach dem Termin zu sie nach Hause gegangen. Wir haben nochmal Termin gemacht mit Jungen, dann musste ich mal wieder hingehen. Und der Arme, der steht immer noch seine Mutterfoto. Und nachdem der hatte der Junge weggenommen und der seine Mutter arme deutsche Frau, nach ein paar Monaten hat sie Herzinfarkt bekommen. Stell mal vor. Schade. Alex, lieber Bruder, könntest du bitte der lieben Schwester Atta Christ Mut geben? Also die ist sehr zuverlässig und ist sehr, 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 sehr fest im Glauben. Also sie kennt sich sehr gut aus. Gib ihr bitte den Mut, weil da sind sehr viele, die wo richtig beleidigen. Aber bitte die ganze Zeit eine Frage stellen, aber du lässt mich nicht aussprechen. Darf ich mal meine Frage stellen, bitte? Vip, wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet, du warst weg und kein Mensch hat dich gehört. Okay, jetzt hörst du mich hier, ja? Ja, gut. Diese Frau hier, Geva, oder wie die heißt, die erzählt ja immer viel über die Muslime, die haben so gemacht und die haben so gemacht. Aber hat die mal gefragt, ob die Muslime erstmal 5-mal am Tag beten, dass die auch sagen kann, dass das Muslime sind, weil es gibt viele, die sich Muslime ausgeben, aber die haben keine Ahnung von Religion. Jetzt mal eine andere Frage zu der Bibel. Mhm. Weil du sagtest ja, der Koran ist ein gefährlich, also der Islam ist eine gefährliche Religion. Richtig. Ich sage. Okay, was sagst du dazu? Ich lese jetzt hier aus der Bibel, so zieh nun hin und schlag Amalek. Und vollstrecke den Bann an ihm und allem, was es hat, verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Also ich bin kein Christ, ne? Ich wollte schon vorwärmen. Also jetzt mal kurz was anderes noch. Wohl den, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Ja, das kennen wir. Ja, das ist ja alles in der Bibel. Das kann jeder. Ja. Warte, Vip. Gib mir mal bitte das von Mose. Wo steht das in Mose? Das steht. Oder ist das im 1. Samuel? Ich weiß es nicht. 1. Samuel, 15. Okay. Weißt du, was das Alte Testament ist? Ja, ich weiß, was das Alte Testament ist. Bist du dir sicher? Hundertprozentig. Okay. Aber ihr glaubt alle an einen Gott. Also das Alte Testament. Ganz kurz, du hast jetzt gerade was gesagt. Ja. Du willst doch, dass wir ein bisschen miteinander kommunizieren, oder? Richtig. Also gut, dann habe ich dir eine Frage gestellt, dass du weißt, was Altes Testament heißt. Ja. Ist egal, ob es Altes Testament ist oder Neues Testament. Nein. Ganz kurz. Von einem Gott, Jesus, oder nicht? Ganz kurz. Ist der Gott des Alten Testaments auch dein Gott, ja oder nein? Vom Alten Testament?
Der Originale, ja, der gleiche Gott. Bitte? Das alte, also das originale Testament, ja, aber nicht das gefälschte, wie jetzt von... Welche ist original und welche ist gefälscht? Die Originale gibt es jetzt zurzeit nicht. Bist du dir ganz sicher? Hundertprozentig. Okay. Das ist ja von euch jetzt, von den Christen. Okay, okay. Okay, okay. Was ist, wenn ich dich sogar aus deinem Koran raustun werde, dass sogar der Koran Paulus als einen Apostel akzeptiert? Was würdest du dazu sagen? Paulus wird gar nicht in dem Koran erwähnt. Wetten wir? Was wenn doch? Nicht. Was wenn doch? Komm, zeig mir das mal. Nein, pass auf, du behauptest etwas und ich behaupte etwas. Ja, was wenn Beweise sehen. Warte, was wenn Leute, doch? Soll ich dazwischen finden? Ja, Anna, bitte. Lass den mal, weil er sagte, das steht im Koran. Leute, drin. Paulus, ich habe den Koran gelesen, Paulus die Bibel gelesen. Nicht, und er ist auch falsch. Umsonst diskutiert ihr. Okay, steht nicht. Was ist jetzt gefährlich daran jetzt? Die Bibel ist gefährlich, wo die hier mit Kinder töten, Säuglinge töten, Frauen vergewaltigen steht. Noch einmal. Ist das Alte Testament? Ja. Da ist der Gott des Alten Testaments auch dein Gott, ja oder nein? Ich habe hier eine ganz einfache. Nein, das ist ein gefälschtes Buch, das ist nicht von unser Gott, nein. Also, das heißt, du akzeptierst das nicht? Diesen Buch akzeptiere ich nicht, natürlich nicht. Also das heißt, wenn du im Grunde genommen das Alte Testament oder den Injil nicht akzeptieren solltest, dann bist du ein Kafir. Sagt der Koran. Das ist ja, ich habe dir das gerade gesagt. Paulus hat diesen Bibel geschrieben und ihr glaubt an Paulus. Mein Freund, zwei Kafir ist zu viel für TikTok. Einer muss es raus. Ich bin der einzige Big Kafir hier. Arifati, wenn du gehen willst, Gott segne dich, ja, aber immerhin, tu mir Folgen. Okay? Ich will wirklich da reinschauen, weil, weißt du, ich meine, so wie ich jetzt die Al-Fatiha gelesen habe und wenn ich ein bisschen so seit gestern darüber nachdenke, das ist ein aramäisches Gebet, das weiß ich jetzt absolut, nur sind ein paar Worte vielleicht ein bisschen umgeändert und das war's, weil dort macht es keinen Sinn, weder Allah spricht, noch der Jibril, noch Mohammed, also das ist ein christliches Gebet gewesen. Ja, aber du bist doch kein Experte, der das behaupten kann. Muss man unbedingt jetzt in jeder Hinsicht ein Experte sein? Natürlich. Oder kann man nachforschen? Oder kann man nachforschen und eins zusammenzählen? Und wenn man schon einigermaßen diesbezüglich Gebete im Christentum hat, warum soll man das nicht verstehen können und filtern können? Also, das verstehe ich nicht. Man kann das ja nachforschen, aber man geht nicht zu irgendwelchen Anfängern, die keine Ahnung haben und sagen, ja, das steht drinnen und das steht drinnen und das kannst du so. Jetzt pass auf, der liebe Arifati hat sogar, pass auf, der liebe Arifati hat sogar gesagt, wenn wir bei ihm draufgehen sollten, der hat es gepostet oder so, und es ist tatsächlich ein aramäisches, also ein christliches Gebet, und das kann man sogar bei den Aramäern vorführen und auch bei den Kopten, bei den Christen. Also, was sagst du jetzt dazu? Ne? Wer sucht, schau, Jesus sagt, ich habe sogar Hebräisch auch geteilt. Amen. Also was sagt Jesus? Aramäisch, Ägyptisch. Wer sucht, wer findet. Siehst du? Ja, aber was willst du damit sagen, ob es jetzt aramäisch ist oder jetzt muslimisch oder christlich? Was hat es damit zu tun? Was hat es damit zu tun? Dein Koran schreibt ab und dein Allah schreibt ab und dann sagst du auch noch, was hat es damit zu tun? Okay. Ist dein Allah kein Allwissender? Hat er jemanden gebraucht, dass er eben die Schriften schreibt vorher oder was? Was ist denn los? Eine Gruppe hier in Europa hat 10 Millionen Euro geboten. Ah ja, jetzt komm. Ist doch so. Ja, komm jetzt. Ich nehme an, 10 Millionen, wer bittet? Arifati, warte, wir... Lass mich doch erstmal aussprechen. Die haben Arifati, nimm nicht alles für dich alleine, mein Lieber. Schon mal 10 Millionen können für so viele... Nee, ich nehme für mich selber. Ich bin dagegen, Leute. Korrekt. Du kannst dir ja die 10 Millionen holen, indem du den Koran widerlegen kannst. Das ist schon... Ich kann widerlegen. Komm, wer gibt denn? Ich wende mich sofort. Ja, lies mal im Internet. 10 Millionen Euro. Nein. Das hat er schon längst dementiert. Diese Aussage ist schon längst dementiert worden, mein lieber Witworld. Meinst du wirklich tatsächlich, dass der Koran ohne Fehler ist? Mein Lieber, ich kann dir garantiert,
garantiert innerhalb von 30 Minuten 10, 20 Widersprüche rausholen. Hör auf. Niemals, niemals, ja. Niemals. Gar keiner, also, kein einziger Mensch. Also VIP-World, noch einmal. Was ist, wenn ich dir aus deinem Koran zeige, dass der Koran Paulus als Apostel akzeptiert? Als einen Apostel. Nicht nur ihn, sogar noch zwei andere. Das kannst du nicht zeigen. Das kannst du nicht zeigen. Einen Moment, Aram. Ich störe euch beide. Ne? Ja. VIP, hast du Koran gelesen? Meinst du mich? Ja. Ich habe Koran gelesen, die Bibel gelesen und die Tora habe ich okay. gelesen. Okay. Darf ich dich mal was fragen? Ja, sicher. Wie viel Versen gibt es auch im Koran? Meinst du, ich bin ein Experte? Ich habe den gelesen. Wie viele Versen? 114 vielleicht. Vers. Was? Vers. 114 Vers. Also 114 Suren. Wie viel Vers? Weiß ich doch nicht. Meinst du, ich zähle die Versen? Ich bin Satan, ich bin Kafir, ich weiß es doch sogar. Ja, dann hast du dich damit befasst. Ich aber nicht. Aber ich habe es gelesen. Das Wichtigste ist ja, was da drin steht und nicht wie viel. Aus welchem Sprach hast du gelesen, mein Freund? Auf Deutsch und Arabisch. Und aus Deutsch hast du verstanden? Deutsch ist ja die ungefähre Übersetzung. Das muss ja nicht unbedingt stimmen. Ja, kannst du Arabisch? Ja, ich kann Arabisch. Soll ich dir zeigen, einen Text, dass du da lesen kannst? Und was soll ich da lesen? Über Paulus? Nur die Buchstaben. Er tut schon wieder. Du kannst Arabisch, hast du gesagt. Ja, warte, ganz kurz nur. Ich kann Arabisch, kannst du mir auch gleich zeigen. Der Host hier ist doch. Gott segne, Gott segne. Der hat hier zwei Charaktere. Kannst du mich groß machen? Wusstest du, dass. Natürlich. Dass der Ustad eine dreijährige Mädchen geheiratet hat. Müssen die Leute nicht wissen, du rufst nicht an. Wer hat was? Laut mir, wer hat Ustad eine dreijährige Mädchen geheiratet? Kannst du lesen? Nein, diese Schrift kann ich nicht lesen. Ach du Scheiße. Ich dachte, du kannst Arabisch. Ja, ich kann Arabisch, aber das sind verschiedene Schriften. Warte. Sag mir doch, welche Sura ich lese das. Mache ich dir solche was? Ja, das ist gut. Ja, aber das kannst du lesen, ne? Das kann ich lesen, ja. Das ist aber kein Arabisch. Was ist das denn? Das ist nachgemachte. 1260 oder 74. Ja, und das ist aber Arabisch, kann man dann. Das ist der Arabisch, was der Prophet Mohammed bekommen hat. Ja, und? Das gibt verschiedene Schriften, ist doch nicht schlimm, aber die Bedeutung ist. Nee, der hat keine Punkte, wenn du da aufpassen würdest. Ja, das kenne ich, ohne Punkte und mit Punkte. Warum kannst du das nicht lesen, wenn du da mit Punkte lesen kannst? Das kann ich nicht lesen. Das habe ich nicht gelernt zu lesen. Aha, okay. Ich verstehe dich, dankeschön. Ja, bitteschön. Aber. Kannst du mich wieder klein machen? Bitte? Ist alles gleich. Boah, ich bin. Das kann man mit Punkten. Alex müssen, und wenn du meine Nachbarn, und wenn du nichts getan hast, und wenn ich mal sagen, der ist Kafir, wie findest du mich? Das ist ein nur Bild. Vollbild. Meinst du mich? Ja, wenn du meine Nachbarn, alles islamische Familie, ne? Nochmal, und wenn du nichts getan hast, wenn du immer für mich lebst, nett, und wenn du mir helfen, und wenn ich sehe dich immer, der ist Kafir, wie findest du mich? Was sagst du dazu? Ich habe die Frage nicht verstanden. Wenn du alles eine islamische Familie, ne? Ja. Mein Nachbarin sein, ne? Kommst du zu meinen Nachbarn sein? Also ich bin dein Nachbar angeblich, sozusagen. Ja, genau, ne? Okay. Du kommst zu meinen Nachbarn, ne? Ja. Alles Nachbarn, wenn wir leben einen Ort, sag ich mal so. Okay. Und wenn du immer mir helfen, und wenn ich mal immer dich sehen, ne? Der ist Kafir. Was sagst du dazu? Wer sagt das zu mir dann? Kaffee. Zum Beispiel, was sagst du, wenn ich dich, wenn du mir nichts getan hast, ne? Und wenn du immer mir geholfen, und wenn ich sehe, dir immer Kaffee, was würdest du dann sagen? Darf ich kurz was sagen? Wer da unten für mich schlechte Wörter sagt, oder fantasiert, oder irgendwas sagt, soll er hochkommen, gegen mit mir, egal welche Sprache, egal welches Buch,
Kanälen debattieren. Dann wird er sehen, was wir wissen, dass ich da habe, und abhauen tut. Geva. Ja. Guck mal, die Muslime, das ist egal, ob die Nachbarn haben als Christen oder Juden oder Hindu. Ich habe dir nur eine Frage gestellt. Ich hab viele muslimische Freunde, ne? Ja, ich will nur gerade antworten. Steht ins Buch, warum siehst du Christen oder Esiden, warum siehst du Kafir? Ich sehe keinen Kafir, warum sehe ich Kafir? Steht ins Buch, du selber nicht, das steht in deinem Koran. Ja, Ungläubige, das ist Ungläubige, steht drauf, richtig. Ungläubige. Ja, Kafir, was bedeutet Kafir? Kafir ist Ungläubiger. Ja, und die Christen, die glauben nicht an Gott? Die glauben an Gott, ne? Die haben Millionen Ausländer genommen. Und warum ich sehe Christen Kafir? Es gibt Christen, die glauben an Gott, und es gibt Christen, die glauben an Statuen. Nee. Natürlich. Also seit 32 Jahren, ich lebe in Deutschland und gehe nie wieder zurück. Du lebst in Deutschland. So. Warst schon mal in einer Kirche drin? Ich sag dir auch meine Stadt und ich gebe dir auch meine Nummer. Nee, und der steht im Internet. Ja. Vor 2 Jahren in meinem Stadt, der war keine 2 Kilometer gewesen von mir. So, eine türkische Frau, ne, sie hat 7-jährige Tochter und 4-jährige Sohn. Und 4-jährige Sohn, der hat immer draußen mit deutschen Kindern gespielt. Und was hat sie gemacht? Hat sie Bügeleis richtig heiß gemacht und auf der arme Junge Rücken genommen. Und sie hat zu Krankenhaus gebracht. Und vor die Polizei kommt, sie hat so verletzt, der 4-jährige eigene Sohn vom Krankenhaus genommen, abgehauen. Und da gibt's einen See, das ist ja keine 200 Meter von mir weit. Sie hat der Junge getötet und zum See geschmissen. Ja, und das ist ja normal. Was hat das aber mit Findest du normal, tun? Wenn mein jesidische Kind mit dem einen Christen spielt und der sagt, ich kaffere und ich lebe in Deutschland und wenn ich Kindergeld kriege oder wenn ich mal krank wäre, gehe ich zu Jobcenter, Geld halal. Aber wenn mein Kind mit Deutschen spielt, haram. Und findest du normal? Ja, du verstehst das doch gar nicht. Ich habe gesagt, nee, du verstehst das nicht. Was hat dieser Mörder mit Religion? Na, ganz ruhig, Leute, wir wollen uns hier nicht streiten. Nein, ist kein Streit, aber was hat das mit Religion zu tun? Gar nichts. Steht ins Buch, Bruder, ich sag die Wahrheit, das steht ins Buch. Aber ich habe alles türkisch gelesen. Menschen, guck mal, wenn du glaubst, seit 18 Jahren, ich habe arabische Freunde. 18 Jahre. Kind, Schwester, ich habe arabische Freunde. Ja, und Araber, die sind Original-Islam. Die sind original. Mit 9-jährigem Kind nicht meine Vater ins Bett gegangen, sondern Mohammed. Ich sag ja nicht alles islamische Menschen schlecht. Nie im Leben. Gibt schlecht und gute überall. Ich habe kurdischen Freunde, weißt du, im Ort, ne? Gibt auch schlechte Christen, gibt auch gute Jesiden und gibt auch schlechte Jesiden, gibt es überall. Sag ich doch, Menschen, Menschen. Ja, ich möchte gerne Gianni und Base auch willkommen heißen, sind gerade neu dazugekommen, willkommen ihr beiden. Okay, Schwester, ich gehe mal raus, weil ich muss zu Besuch. Vielen Dank, habt ihr mich so zur Zeit gebracht. Ne? Immer wieder gerne. Vielen, vielen Dank, einen schönen Tag und ich hoffe, ne? 2024, ich hoffe, wir werden alle zusammen schön leben und Freiheit. Und wie gesagt, Menschen sind wir erstmal Menschen. Dankeschön. So, einen schönen Tag für euch. Wie kann ich dir vielleicht eine Frage stellen? Ja, bitte. VIP? Ja, zwei Fragen. Kann ich dir eine Frage stellen? Ja, stell mal. Ja, gerne. Bitte schön. Hast du das David-Evangelium gelesen? David-Evangelium hat nicht gelesen, ja. Kann ich dich vielleicht fragen, wo steht, dass Rebecca 3 war? Das kannst du lesen. In der Bibel, dass sie 3 war. Da musst du. VIP World, du bist sehr, sehr leise. Wir können dich kaum verstehen. Okay, ich versuche das mal jetzt so. Da musst du in der Bibel lesen. Wann Isaac geheiratet hat, wie viele Jahre nach seiner Mutter gestorben ist, wo er geheiratet hat. Dann kannst du sehen, dass sie 3 Jahre alt war. Eine sehr dumme Ausrechnung. Nee. Das ist keine dumme Ausrechnung. Was sagst du über die Chronologie Rebekkas laut Bibel? Da steht das nicht im Wort drauf mit 3 Jahren, aber wenn du das alles berechnen willst, dann musst du gucken, wann Isaacs Mutter gestorben ist. Das steht in der Bibel drauf. Okay, berechne es mir mal.
Das muss ich aber lesen. Das heißt, ganz kurz, er ist weggezogen. Der Stammbaum kommt von den Männern, nicht von den Frauen. Das kannst du gar nicht rechnen. Ist er weggezogen und die hat eine Amme dabei gehabt. Wozu braucht man eine Amme? Eine Amme. Wip, schau mal, mein Freund. Sogar das hat ein christlicher Bruder definitiv entschlüsselt und berechnet. Chronologisch, das kannst du definitiv auch hier im TikTok anschauen. Es hat sehr viel Zeit gekostet, aber es ist belegt, die Rebecca war nie und nimmer unter 18 Jahre alt. Eher, das ist das Mindestdatum, was er rausholen konnte, laut den Schriften. Und das kann man belegen, das kannst du auch nachverfolgen. Das ist christlicher Apologet, dem kannst du dann folgen und schauen. Der hat es gepostet, mein Lieber, und der hat sich wirklich riesen Zeit genommen und Riesenarbeit steckt dahinter. Und allein durch die Schrift, die Aussagen der Schrift, kannst du das definitiv 1:1 auch herausnehmen, dass die Rebecca nie im Leben unter 15, 16, 17, 18, 20 sein dürfte, mein okay, Lieben. Meine Frage, wozu braucht eine 20-jährige Amme? Weil die, sagen wir mal, die Reichen, die großen Familien immer wieder diese Angestellten gehabt haben von Kind auf und die sind auch bis zum Schluss auch mit bei denen geblieben, mein lieber Freund. Ihr müsst euch ein bisschen mehr mit der Geschichte der Völker auseinandersetzen. Damals gab's Diener und Sklaven, das wissen wir. Ja, und warum fragst du dann nach dieser Amme? Diese Amme ist von Geburt an schon bei ihr gewesen und bei der Verheiratung ist sie auch mit ihr mitgegangen, mein Lieber. Aber normalerweise, wenn du ein Ausländer wärst, pass auf, wenn du ein Ausländer sein solltest, also diesbezüglich natürlich bist du ein Ausländer, müsstest du auch das ein bisschen nachvollziehen können, wenn eine Frau bei uns verheiratet wird, ein Mädchen, da geht die Mutter oder eine Verwandte mit ihr auch mit. Und da, ganz früher war es natürlich noch anders, weil diese Amme damals war eine Angestellte, so wie so eine, nicht Sklavin, sondern Dienerin. Und sie hat sie dann auch aufgezogen und ist dann auch so wie quasi Ersatzmutter auch mit ihr mitgegangen und ist auch bei ihr geblieben, mein lieber Freund. Also ihr müsst euch ein bisschen mehr, ihr müsst euch ein bisschen mit den Traditionen befassen, mit den Kulturen auseinandersetzen. Pass auf. Wenn ich recherchieren möchte, in der Bibel kann er genau herauskriegen, dass die höchstens entweder 3 oder 4 Jahre alt war, nicht älter. Sagst du nicht, dass der Islam der einzigste Religion ist, die das Wort Gottes angreifen, nur damit die Finster nicht aufgedeckt werden, weil der Mohammed mit 6 geheiratet hat und da sucht ja Fehler immer wieder eine Bibel und kommt dann immer mit Lügen. Wir suchen keine Fehler, wir akzeptieren alles, was im Koran steht. Die reitet sich mit einem Kamel und trinkt die ganzen Kamele, die da sind, mit Wasserkrügen. Also wie soll denn eine 3-Jährige auf den Kamel steigen und wieder absteigen und die ganzen Kamele... Nein, vom Kamel steht nichts drauf. Gianni, und wir ganz kurz, liebe Leute. Gianni, aber von Wasserkrüge, ja. Ganz kurz. Und der Kamel die Frau, die du für Isaac nehmen musst. So, Gianni. Gianni, ganz kurz, wir können, schau mal hier, ich sag's euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, pass auf, christlicher Apologet hat sich wirklich eine Riesenarbeit daraus gemacht und hat es definitiv chronologisch aufgeschlüsselt und berechnet, da kommt nicht unter 18 Jahre raus, zum ersten des, und dann lesen wir natürlich in Genesis über Rebekka, und jetzt schauen wir mal, ob tatsächlich diese Rebekka mit 3 Jahren diese und jene Sachen machen kann. So, darf ich, lieber Alex? Also, ganz kurz, mein Freund, was du da erzählst, ist absoluter Unfug. Ja, Bruder, also ja. Darüber gibt's genau genug Videos, die ganz klar berechnen, dass sie maximal 3-4 Jahre alt war. Also erzählst keinen Unfug hier. Alles gut, Bettel, du bist zu schlau. Okay, hör zu, mein Lieber, okay? Also Genesis 24 lesen wir und schauen wir mal. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich weggeholt hat aus dem Haus meines Vaters und aus meinem Heimatland, der zu mir gesagt und mir geschworen hat, deine Nachkommen gebe ich
dieses Land. Er wird seinen Engel vor dir herabsenden und so wirst du von dort eine Frau für meinen Sohn mitbringen. Wenn dir aber die Frau nicht folgen will, dann bist du von dem Eid, den du mir geleistet hast, entbunden. Meinen Sohn darfst du auf keinen Fall dorthin zurückbringen. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte seines Herrn Abraham und leistete ihm in dieser Sache den Eid. Der Knecht nahm 10 von den Kamelen seines Herrn und machte sich mit allerlei kostbaren Sachen aus dem Besitz seines Herrn auf die Reise. Er brach auf und zog nach Mesopotamien in die Stadt Nahors. Vor der Stadt ließ er die Kamele am Brunnen lagern. Es war gegen Abend um die Zeit, da die Frauen herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Er sagte, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass mich heute Glück haben und zeig meinem Herrn Abraham deine Huld. Da stehe ich an der Quelle und die Töchter der Stadtbewohner werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Das Mädchen, zu dem ich dann sage, reich mir doch deinen Krug zum Trinken, und das antwortet, trink nur, auch deine Kamele will ich trinken. Sie soll es sein. Sie soll es sein, die du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Daran will ich erkennen, dass du meinem Herrn Huld erweist. Kaum hatte er aufgehört zu sprechen, da kam auch schon aus der Stadt Rebekka mit dem Krug auf der Schulter. Sie war dem Betuel geboren worden, dem Sohn der Milka, die Frau Nahors des Bruders Abrahams war. Das Mädchen war sehr schön und sie war ledig. Noch keinen Mann hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Da ging der Knecht schnell auf sie zu und sagte, lass mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Trink nur, mein Herr, antwortete sie, ließ geschwind den Krug auf ihre Hand herab und gab ihm zu trinken. Nachdem sie ihm zu trinken gegeben hatte, sagte sie, auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie sich satt getrunken haben. Flink leerte sie ihren Krug an der Tränke und lief noch einmal an den Brunnen zum Schöpfen. So schöpfte sie für alle Kamele. Der Knecht Abrahams schaute ihr schweigend zu. Er wollte sehen, ob der Herr seine Reise gelingen ließ oder nicht. Als die Kamele mit dem Trinken fertig waren, nahm der Mann einen goldenen Nasenreif, einen halben Schekel schwer und zwei goldene Spangen für ihre Arme, 10 Goldschekel schwer, und fragte, wessen Tochter bist du? Sag mir doch, ob im Haus deines Vaters für uns Platz zum Übernachten ist. Sie antwortete ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka und des Nahor. Weiter sagte sie zu ihm, Stroh und Futter haben wir reichlich, auch Platz zum Übernachten. Da verneigte sich der Mann, warf sich vor dem Herrn nieder und sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der es meinem Herrn nicht an Huld und Treue fehlen ließ. Der Herr hat mich geradewegs zum Haus des Bruders meines Herrn geführt. So, das Mädchen lief weg und erzählte im Haus seiner Mutter alles, was vorgefallen war. Rebekka hatte einen Bruder namens Laban. Also wir sehen hier, liebe Leute, also wir sind hier gar nichts. Also ganz klar, du brauchst gar nichts erzählen. Ich weiß schon genau, worauf du hinaus willst. Das erklärt gar nichts. Wenn du A sagst, also, musst du auch B sagen. Erkläre uns auch, wo es drin ist, dass sie drei Jahre waren. Schmeiß mal diesen Battle Boss Vito. Ah ja, genau. Ich will was anderes fragen. Sorry. Mein Gott. Sind wir Lamm oder Kamel? Jetzt habe ich nicht verstanden. Also gestern habt ihr uns Lamm gemacht, jetzt heute Kamel. Die Kamele schmecken auch gut. Ich verstehe manchmal nicht. Was haben wir auf jeden Fall, danke. Bitteschön. Zu diesem Bosvito, der müsste eigentlich Böser Wicht heißen. Böser Wicht solltest du heißen. Ich meine, was gibt es hier jetzt an diesem Text nicht zu verstehen? Jeder Dumme, jeder Asoziale, jeder Analphabet, jeder Hinterwäldler wird es verstehen, dass das keine dreijährige Person sein kann. Menschenskinder, was ist denn los mit euch? Seid ihr total von allen guten Geistern verlassen worden oder was ist denn los? Ihr seid nur noch böse, wirklich satanisch. Also das gibt's ja gar nicht. Und ihr tut wirklich, wirklich immer wieder versuchen, den Mohammed zu legitimieren. Was ist denn los mit euch? Etwas, was böse ist, ist böse, fertig. Auch wenn es die Rebekka 3 gewesen wäre, meint sie, wir hätten das verteidigt oder was? Aram. Das beweist doch gar nicht, wie alt die ist, was du da vorgelesen hast. Ein dreijähriges Kind kann auch einen Wasserkrug tragen.
Ist doch nicht. Sie kann auch 10 Kamele zu Wasser schöpfen, weil jedes Kamel trinkt 100 Gramm Wasser, weißt du? Mal, man muss lesen in der Bibel, so viel ich noch mich in der Erinnerung habe, ist die Rebekka geboren, als die Mutter von Isaak gestorben ist. Nein, eben nicht. Da, eben doch, nicht. Drauf, eben nicht, Whip World. Eben nicht. Natürlich. Das ist eine dumme, schau mal her, das ist eine totale dumme, asoziale Aussage. Nein, gib mir den Vers hier. Komm. Ja, ich bin jetzt nicht gerade dabei. Ich kann das mal raussuchen in Ruhe und dann kann ich jetzt mal alles erklären. Ich glaube, das kannst du bei Tora gelesen, ne? Mein Gott. In der Bibel. Tora muss da auch stehen eigentlich. Auf jeden Fall, selbst die Juden sagen das. Welche Juden sagen das? Lügt doch nicht. Es gibt hier Videos bei YouTube, wo gelehrte Juden das sagen. Lügt nicht. Ich lüge nicht. Du lügst. Lügen. Das kann doch jeder nachgucken. Und falls es auch die sagen sollten, lügen sie auch, denn wir haben das schon berechnet, chronologisch, allein durch diesen Text, jeder behinderte Mensch weiß, dass das keine Dreijährige, noch auch Zehnjährige, auch Zwölfjährige ja. nicht auf diese Art und Weise argumentieren und handeln natürlich, kann. Hör auf. Natürlich kann man das, ein dreijähriges Kind. Hallo ihr Lieben, Gottes Segen, darf ich auch was dazu sagen, bitte? Und zwar, egal was philosophiert wird, man kann 50.000 Sachen reden, philosophieren, solange es nicht im Wort Gottes steht, kann man labern, wie viel man möchte. Alles ist so richtig. Übrigens, Tora ist auch die Bibel, nur mal zur Info. Richtig, danke. Ist auch die Bibel, ja. Sagt doch keiner was anderes. Lieber, du eben sagtest, in der Bibel, glaube ich, und der Kollege sagte, in der Tora. Aber ist ja auch in der Bibel. Ich glaube, ich habe beim Tora sowas gelesen, was ich mich erinnere. Nee, man muss ja nur da glauben. Wann ist die Rebekka geboren? Und laut Bibel ist sie geboren, als Isaak Mutter verstarb. Das sagst du jetzt. Nein, das sag ich nicht, das sagt genau. Die Bibel. Schau mal, der Unterschied ist. Darf ich das kurz mal sagen? Für uns, ja, unser Herr Jesus Christus sagt, dass wir Kinder nicht anfassen sollen generell. Also wir dürfen sowieso keine kleinen Kinder anfassen. Und nirgendwo sagt Rebekka von sich selber, ich war 3 oder jemand erzählt über sie oder irgendetwas. Das sind alles nur Philosophien, weil ihr von Aisha ablenken wollt. Aber das geht leider nicht. Bei uns gibt es sowas nicht. Man hat das nicht erfunden. Bei uns gibt es sowas nicht. Aber du nein, sagst, such lieber im Koran nach der Wahrheit. Okay, Such lieber nach der Wahrheit. Du sagst doch, in der Bibel steht, man soll keine Kinder anfassen. Aber ich habe gerade was vorgelesen, wo man Kinder töten soll in der Bibel. Soll ich das nochmal vorlesen? Pass auf, ich weiß, was du meinst. Ihr sagt ja alle immer das Gleiche. Ihr wiederholt euch. Warum immer das Gleiche? Das steht doch in der Bibel drin. Darf ich ausreden? Ich erkläre es ja gerade. Der Unterschied von der Bibel und dem Koran ist, dass unser Herr Jesus, also Gott, Yahweh, er hat gewarnt. Er hat gewarnt im Alten Testament die Menschen, weil sie oft in die Irre gegangen sind. Sie haben schlimme Dinge getan. Er hat immer wieder gewarnt und auch bestraft. Das ist richtig. Absolut. Aber im Koran gilt es Menschen, zu diffamieren, weil sie etwas anderes glauben und die zu verfolgen, weil sie nicht an Allah glauben. Das ist der Unterschied. Kannst du mir mal den Vers mal sagen, wo das steht im Koran, dass man Andersgläubige verfolgen soll? Suche 9, Vers 5, Suche 216. Warte. Das sind nur 2 von vielen. Welche Suche war das? Suche 9, Vers 5. Suche 9. Weil wir sind ja für die Muslime Ungläubige. Ich wurde übrigens schon als Götzendienerin, als dreckige Götzendienerin beschimpft, auch. Suche 9, Vers 5. Und Suche 9, Vers 29. Danke, Bruder. Darf ich mal vorlesen? Ach, mach dir keine Sorge, sie sagen mir Satan. Sehr gerne, les vor. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges zischen. Gewiss, Allah ist allvergeben und barmherzig. Ah, Moment, stopp. Also wenn wir was tun? Lass mal aussprechen. Das ist wichtig. Wenn wir bezahlen und Allah anbeten.
Richtig, ansonsten darf man uns töten. Nein, nein, hier ist schon das Antwort. Und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Es tut mir leid, es tut mir leid. Kurz darf ich mal reden, kurz. Da steht doch Götzendiener, also die Gläubigen. Nicht Ungläubigen. Kafir ist doch Ungläubigen. Ari Fati, was möchtest du sagen? Genau. Ihr versteht ja irgendwas falsch, glaube ich. Ihr müsst richtig lesen, die Texte. Da redet er vom Gläubigen, Götzendiener, nicht Ungläubigen. Kafir ist für ungläubige Leute. Aber jeder Christ ist doch ungläubig. Richtig. Ihr sagt, ja, ihr betet an Menschen an, wir sind Götzendiener. Jeder Christ ist doch für die Muslime, ist doch jeder Christ ein Ungläubiger. Also ein Kufir. Es geht doch noch weiter. Maria. Guck mal hier, wie es dann weitergeht. Da steht schon eine Antwort drin. Lies mal bitte Sure 9, Vers 29, bitte. Wie sollte es denn für die Götzendiener bei Allah und bei seinen Gesandten einen Vertrag geben, außer für diejenigen, mit denen ihr bei den geschützten Gebetsstätten einen Vertrag abgeschlossen hat. Solange sie sich euch gegenüber recht verhaltet, auch ihr euch ihnen gegenüber recht. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Siehst du, das ist schon alles. Dann Amen. Pass auf, hör zu. Darf ich mal die an Gott glauben? Damit sind doch nur die Menschen gemeint, die an Allah glauben. Wenn man die Geschichte genau darf ich kurz antworten, aber da steht doch ganz klar, wenn sie das Geld bezahlen, gehalten, Jizya einrichten und beten, dann dürfen sie quasi weiterleben. Ist doch ganz unmissverständlich. Ich bete nicht Allah an und deswegen zähle ich nicht dazu. Ganz einfach. Ja und? Man soll dich aber nicht töten. Das ging hier um einen Vortrag. Aber da, komm, du redest das schön, das kannst du ja gerne. Das ist deine Errettung, es geht um dein, um die Zukunft. Esra, lass mal bitte Ari Shadi dazu was sagen, weil er hat in der Ahnung. Leute, guck mal, im Koran gibt es doch drei Personen. Einmal Mushrik, einmal Munafiq. Und einmal Kufra. Kufra ist doch für Ungläubige genannt wird, nicht Götzendiener. Götzendiener ist doch Mushrik. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Ist das ein Unterschied? Ist das nicht alles dasselbe? Nein, ist doch nicht alles dasselbe. Ich dachte immer, das wäre alles dasselbe. Entschuldigung bitte. Es gibt sogar eine Sure, da steht, ja, kämpft gegen sie, bis sie an Allah glauben und den jüngsten Tag. Ich bitte dich. Guck mal, das sind die Kufras. Ja, Kafirun, Kafir. Ja, ich glaube nicht an Allah. Ich gehöre dazu. Was redest du denn da? Aber Esther, lass mal den Bruder Ari Fati bitte das ausführen. Lass ihn mal erklären, bitte. Guck mal, ich erkläre Ihnen. Es gibt auch Mushriks, die haben eigene Gott, was sie da beten. Verstehst du? Das nennen sie Mushriks. Also die glauben doch irgendwas. Kufar ist doch gar nichts glauben. Noch nicht mal Gott, Allah oder irgendwas glaubt. Das sind die Kufars. Verstehst du? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, aber mir wurde wirklich von vielen Muslimen schon gesagt, dass ich auch ein Kufar bin, obwohl ich Christ bin. Ja, aber die wissen selber nicht, die Muslime, was der Kufar ist. Richtig, richtig. Die machen da keinen Unterschied. Der liebe Ari Fati, wenn die Muslime die Christen töten sollten, dann wärst du normalerweise schon tot, oder nicht? Nein, wenn ihr könntet, wären wir sowieso alle schon tot. Ne? Ja, aber Gott, ja, ist aber klar, Gott, ist klar. Gott schützt, pass auf, Gott schützt auch seine wenigen auch, egal wie und wo das sind. Ne? Natürlich sind sehr viele von uns durch euch gestorben, getötet worden, das ist nun mal ein Fakt. Aber wie gesagt, Gott wirkt natürlich hier auch auf dieser Welt. Er lässt halt natürlich vieles dann auch nicht komplett zu. Das muss man schon auch festhalten, mein lieber Wip. Okay? Wo die Juden in Europa verfolgt wurden, von der ganzen Welt in Europa, von Frankreich, England, Deutschland, dann haben die Muslime die Juden aufgenommen und beschützt. Nein, ihr habt sie nicht aufgenommen. Natürlich haben wir sie aufgenommen. Das ist gelogen, das ist verlogen. Nicht freiwillig aufgenommen. Notgedrungen haben sich die in euren Ländern versteckt, aber das ist was anderes als aufgenommen. Das ist gelogen, das ist verlogen. Pass auf, Wip. Wenn du etwas begreifen willst, ich kann dir etwas erläutern, warum das auch alles passiert ist, warum mein Lieber. Schau her. Rabbiner, bei YouTube kannst du eingeben, ein gelehrter Rabbiner aus England sagt, die
die Muslime haben uns aufgenommen. Und wo wir in Europa waren, wir wurden verfolgt, wir wurden diskriminiert. Hör zu. Jetzt hör wollt ihr mir erzählen, ihr müsst wollen, was andere Leute hör zu, wenn du etwas begreifen willst, dann hör zu. Seitdem sie Jesus Christus verleugnet haben, hat er schon eine Prophezeiung über sie getätigt. Er hat gesagt, ihr werdet in alle vier Windrichtungen verstreut werden. Egal wo ihr hingehen solltet, werdet sie verfolgt und geächtet werden, weil sie ihn verleugnet haben. Er hat aber gesagt, um eurer Väter willen werde ich euch die Schönheit, den Reichtum und ja, noch etwas. Und genau. Wo kann man das nachlesen? Genau, das lag mir auch gerade auf der Zunge, aber ich wusste nicht mehr wo. Und das Wissen dieser Welt überlassen, aber egal wo ihr hinkommt, werdet ihr nicht geliebt werden, ihr werdet verachtet werden und werdet auch verfolgt werden, weil sie ihn eben verleugnet haben. Das ist eine Prophezeiung von ihm über die Israelis, weil sie ihn verleugnet haben, mein Lieber. Diese und jene Sachen passieren auch nicht umsonst. Und diese Rückkehr nach Palästina ist auch nicht einfach so passiert. Diese Sachen sind schon längst prophezeit worden in der Bibel und wir sehen, tagtäglich erfüllen sich sehr viele Prophezeiungen seit... Was du gerade gelesen hast, Aram, wo steht das nochmal? Das weiß ich jetzt nicht, müsste ich mal in den anderen Schriften reinschauen. Okay, kein Problem. Aram, das mag ja sein, was du gesagt hast, aber das ändert ja immer noch nichts daran, dass die Christen die Juden verfolgt haben in Europa. Nein, haben sie nicht. Das sind Prophezeiungen. Das verhindern nicht die Christen. Lies mal über Frankreich, über England, über Also die haben 1200, die Juden wurden ganz Europa. 1300. Wenn ihr wirklich so euch Sorgen macht um die Menschheit, Wip, wenn ihr euch so viele Sorgen um die Menschheit macht, Wip, warum tun die Moslems seit 1400 Jahren die armen Christen in ihren eigenen Ländern verfolgen, vertreiben, misshandeln, töten? Es gibt kein muslimisches Land, die Juden verfolgen oder Andersgläubige verfolgen. Nirgends. Noch einmal, warum? Erzählt mir kein Geschichten-Wip. Warum tut sie seit 1400 Jahren die armen Christen in ihren eigenen Ländern verfolgen, vertreiben, misshandeln, töten, unterdrücken, unterwerfen? Warum macht sie das seit 1400 Jahren? Und komm mir da nicht her. In welchem Land ist das? Juden ganz friedlich. In Türkei leben Juden. Einen Moment, bitte. Überall. Leute, was diskutiert ihr? Ihr habt doch alle gemacht. Die Christen haben doch anderen umgebracht, Muslime haben den umgebracht oder Juden haben doch andere umgebracht. Was wollt ihr denn da diskutieren? Waren Christen sind islamisiert worden durch das Schwert. Also bitte, der Islam kam mit dem Schwert, das weiß jeder. Und der Islam kam nicht mit dem Schwert. Ich rede vom Heiligen Buch. Unser Jesus Christus hat nicht gesagt, geht in die Welt und tötet die Menschen, die nicht an Allah glauben. Das gibt es bei uns nicht. Was haben die Kreuzzüge gemacht? Die Kreuzzüge waren die Bremsung von Islamisierung. Sonst wäre die ganze Welt islamisiert worden. Schau in der Geschichte nach. Die kennt sich wahrscheinlich nicht aus. Kreuzzüge haben sogar... Jetzt mal ganz kurz. Hallo, ich will nicht lange bleiben. Also bitte, du sagst doch nicht philosophieren und so. Lies deine Geschichte, lern deine Geschichte, Esther. Ich glaube, Esther ist das, ne? Und philosophier nicht so viel rum. Du kennst deine eigene Bibel. Es tut mir leid, dass du die Geschichte nicht kennst. Jeder weiß, dass Bruder Aram, wie ist der Islam in die Welt gekommen? Mit Blumen? Mit Rosen und Schokolade. Im 15. und 16. Jahrhundert vertrieben wurden aufgrund ihrer Gläubigkeit. Sind nicht in christliche Länder ausgewandert. Sie sind in muslimische Länder ausgewandert. Warum? Mit der Sicherheit, dass sie dort in Frieden leben können. Aber lass mal das eine andere Geschichte sein. Ganz kurz. Den 1. Korinther 7, Vers 37. Lies ihn bitte vor. 1. Korinther 7. Isa, was willst du beweisen? Dass da Muslime 7, sauber sind? 37. Ganz kurz. Lesen wir vor. Der Heisenberg heißt auch Isa übrigens. Warte mal, Aram, bitte. Was willst du beweisen? Und die wissen doch, was Isa heißt, bitte, ne? Lies ein Muslim, ich frage nur, 37. Leute, könnt ihr mal kurz hören, was willst du beweisen?
Was ich beweisen will, ist, dass ihr ja immer darüber redet, dass die Kinderehe im Islam erlaubt wäre, aber ihr selber eure eigene Geschichte nicht kennt. Das ist das Problem. Isa, alles gut. Leute, stummt euch bitte. Stummt euch. Ich lese ab 36 Vers. Wer sich gegenüber seiner Jungfrau ungehörig zu verhalten glaubt, wenn sein Verlangen nach ihr zu stark ist, der soll tun, wozu es ihn drängt. Wenn es so sein muss, er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wer aber in seinem Herzen festbleibt, weil er sich in der Gewalt hat und seinen Trieb nicht ausgeliefert ist, wer also in seinem Herzen entschlossen ist, seine Jungfrau unberührt zu lassen, der handelt richtig. Wer seine, was willst du noch? Nein, 1. Korinther 7, Vers 37. Ja, habe ich doch gerade vorgelesen. Das ist nicht der 1. Korinther 7, Vers 37. In dem 1. Korinther 7, Vers 37 ist ein ganz klarer Vers, wo drin steht, ab wann ein Mädchen die Ehe vollziehen darf. Isa Heisenberg, kannst du den vielleicht vorlesen? Ganz kurz, liebe Frau. Ich weiß schon, wo er richten will. Ganz kurz. Damit, dass Sie da Ihrem Gehirn nachdenken können, Ihrem Ware beschützen können und so weiter, wollt ihr die Geschichten erzählen? Ganz kurz. Also erzähl mir kurz. Keine Geschichte, Herr Isa. Ich kenne besser als du die Koran. Ganz kurz, was steht hier? Ich kenne schon besser als du Koran. Was steht hier? 1. Korinther, ja. Was steht hier? Vers 37. Was steht hier? 37, bitte. So, und was ist hier jetzt? Wer aber in seinem Herzen festbleibt. 37, bitte lesen. Wer aber in seinem Herzen festbleibt, weil er sich in der Gewalt hat. Aram 37, sagt er. Ja, lese ich doch vor, Menschenskinder. Aram 37. Ich sehe das nicht. Ich sehe die Dings nicht. Leist, mach das doch mal sichtbar, ne? Ja, wie sichtbar? Mit deiner Lupe. Wer aber in seinem Herzen festbleibt, weil er sich in der Gewalt hat und seinem Trieb nicht ausgeliefert ist, wer also in seinem Herzen entschlossen ist, seine Jungfrau unberührt zu lassen, der handelt richtig. So. Amen. Das ist so witzig, ne? Jeder unterscheidet sich von dem. Schau her, 1. Korinther. Sich untereinander. Pass auf jeden Fall geht es. Pass auf, Buch, Isa, du hast gerade was gesagt. Ich habe gelesen. Jetzt noch einmal. 1. Korinther, schau her. Hier ist 37 und hier kommt 8. Siehst du? Ich sag ja, es ist sehr witzig, welche Bücher ihr benutzt. Ich weiß nicht, welches Buch du benutzt. Ach so, wir haben die gefälschten Bücher und ich habe die Originale. Es geht um eine klare Aussage, dass. Ich glaube, ihr habt beide gefälschte Bücher. Jetzt pass auf. Ja, Heisenberg, warte. Heirat der Frau ab dem Zeitpunkt, warte. Hör doch auf. Warte. Ach, irgendwas zu suchen. Ganz kurz, liebe Leute. Eure eigene Religion. Esther, bitte Ruhe. Isa, du bist hier, wie du mir, so ich dir. Ja, natürlich. Alles gut. Ganz ruhig. Ist alles in Ordnung. Okay. Ist TikTok-sportlich. Okay. So, Sure 65, Vers 4. Nein, darum geht's doch gar nicht. Wir wollten doch gerade den Korinther lesen bezüglich. Ich habe den Korinther gelesen. Einer Frau. Ich habe den Korinther gelesen. Nein, das ist nicht der Vers, den du gelesen hast. 1. Korinther 7, 37 musst du lesen. Aber noch einmal. Das noch Problem einmal. Bei euch ist. Jetzt schau mal her. Was steht hier? Du musst das rausholen, bitte. Nicht das lesen, was nicht von Belangen ist, sondern das rauslesen, bitte, wo es um die Du hast mir gerade ein Kapitel genannt und ich habe den Vers rausgelesen, was du gesagt hast. Welches Buch ist das? Isa, liest du das doch raus? Liest du das? Ich muss meine eigenen Quellen rausholen. Einen Moment. Und wer hat jetzt geschrieben, diese Bibel? Jetzt kommst du mir nicht davon, mein Lieber. So. Lass ihn doch erstmal lesen, ist er nicht. Ja, soll er, kann er ja machen. Sure 65, Vers 4. Erläutere das bitte. Warum wird es nicht scharf? 1. Korinther 13, 1 bis 3 steht da. Nein. Das ist im 1. Korinther 7, Vers 37. Wir reden hier nicht über den Koran. Ihr wolltet eine Heiratsfähigkeit sehen. Die Heiratsfähigkeit ist nicht darunter vermerkt. Isa,
Alles gut. Ein Augenblick. Jetzt, ein Augenblick. Wie du mir, so das ich dir ganz Anordnung, die nein, nein, das euch ist nicht, wie du mir so. Du wolltest ein Thema haben, wo es um die Bestätigung hat. Und wer Allah fürchtet, dem tilgt er seine bösen Taten und dem gewähre er großartigen Lohn. So. Jetzt, wir lesen hier Sure 65, Vers 4, Isa Heisenberg. Ein Augenblick. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Wer sind diese Frauen, beziehungsweise diese Mädchen, die wo noch keine Monatsblutung haben? Also ich habe keine Blutung. Isa. Alle Frauen, die keine Blutung haben. Macher und Cliff und Isa, antwortet mir bitte. Wer sind diese Mädchen oder Frauen, die wo noch keine Monatsblutung haben? Einen Moment. Nein, stopp. Einen Moment bitte. Das sind die schwangeren Frauen, die kriegen keine Blutungen mehr. Ja. Oh, jetzt warte. Jetzt bin ich gespannt. Ganz kurz. Jetzt lesen wir aber weiter. Jetzt pass auf. Diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn es mit dem Niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. So. Ach du Scheiße, dann die Vers geht weiter und sagt er die Schwangeren darüber oder was? Ja, ja. Jetzt pass auf. Ach du Scheiße, der sagt aber extra, ne, die Schwangeren. Ja. So. Ach so. Jetzt wer sind jetzt derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben? Wer sind das? Vip, World, Masher und Isa Heisenberg. Ja, wer sind also das? Mein, Kinder. Meint der vielleicht, meint der ganz klar, Kinder. Ich habe keine Blutung. Adam, im Islam ist erst eine Frau heiratsfähig, wenn sie ihre Blutung bekommt. Aber hier, pass auf, hier geht es um die, schau her, das ja, ist. Da müssen wir mal einen Gelehrten fragen, nicht mich. Warte, wir werden deinen Gelehrten auch fragen. Oder was steht hier? Sure 55. Das weißt, was der größte Witz ist? Als Maria ihre Empfängnis bekommen hat, war sie 12 Jahre alt, aber das ist eine andere Geschichte. Hör zu, Isa. Auch wenn das sein sollte. Leute, soll ich ganz kurz, als Maria Jesus geboren hat, war sie 12 Jahre alt. Ganz kurz, du lügst. Erstens lügst du. Erstens lügst du. Zweitens, auch wenn es so gewesen sein sollte, sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie hat keinen Mann erkannt, mein Lieber. Jetzt pass auf. Hier steht Sure 65, Atalak, das heißt die Scheidung. Lies mal bitte den 1. Korinther, Vers 36, bitte nochmal. Gleich. Wir kommen gleich zu dem nochmal. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und ebenso. Die Wartezeit bezieht sich auf diejenigen, die schwanger sind, Junge. Was redest du da? Du vermischst komplett die Verse. Ja, ja. Es geht um Frauen, die schwanger sind. Keine Wartezeit. Lass mal alles lesen. Was, wenn sie sich scheiden lassen, von ihrem Mann scheiden lassen, damit die wissen mit Gewissheit, von wem das Kind stammt. Richtig. Aber auch eine andere Geschichte. Bitte hör auf, hier zu schwadronieren. Isa, gefällt es dir nicht? Oder bist nein, du der deutschen, Sprache nicht mächtig? Wenn du irgendeinen Schwachsinn erzählst. Bist du der deutschen Sprache mächtig, ja oder nein? Ja, ich bin dem wesentlich mächtiger, als du es jemals sagst. Alles gut. Gott sei Dank, dass du sogar mächtiger bist, wie ich in der deutschen Sprache. Natürlich, also gut. Ist auch so. Also gut. Jetzt lesen wir noch einmal. Aram, kannst du für mich bitte 33, 37 lesen? Ganz kurz zuerst lesen wir mal das durch, damit sie hier nicht flüchten können und dann können wir das andere auch machen. Nicht flüchten, es hat alle seine Regeln da. Siehst du? Ja, Vip World. Also die Frau, wenn sie sich zum Beispiel scheidet, 3 Monate muss die warten. Vip, wir lesen das. Wir lesen das Zeile für Zeile durch. Wir beachten auch die Satzzeichen, was für eine Aussage die tätigen. Also, und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. So, das sind die älteren Frauen. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Punkt. Boah, warte, drück mal aus. Ebenso. Drück mal. Aber ebenso, das heißt, erwartet genau gleich 3 Monate. Diese ebenso. Das ebenso heißt, da muss man halt diese 3 Monate warten. Genauso wie diejenigen, die wo auch Monatsblutungen haben. Also sprich die 3 Monate. Noch einmal, also, bei der Monatsblutung geht es darum, dass eine Frau, die bereits schon verheiratet war,
die mit einem Mann Geschlechtsverkehr hatte, richtig, die 3 Monate abwarten soll, damit man klarstellen kann, ob es ein Kind hat oder nicht. Darum nein, aber nein, 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 bitte nein, auf zu viel. Nein, ich kenne lüg nicht, Lisa. Lisa, Moment, als du. Moment, aber Moment, was Moment. Du lügst, ist, dass ihr wisst, Moment, dass, Moment. Lisa, warte mal, Lisa ist doch echt größte Lügner. Warum? Die wussten schon vorher, wie der im Bauch Kind entwickelt ist. Die wussten nicht, wann die Tage hat oder was. Was erzählt ihr denn Geschichten hier? Um welche, was meint der? Im Koran, sag doch, wie das Kind im Bauch entwickelt wird. Nein, das steht, da steht doch, 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 das steht doch, da steht. Embryonale Entwicklung von Menschen, von Lebewesen, ja. 3 Dunkelheiten, also brauche ich nicht diversen, die herauszusuchen. Welche 3 Dunkelheiten? Was redest du? Isa, alles gut, Dunkelheit, die ich höre, ist in deinem Verstand. Isa, wir beachten hier die Satzzeichen. Wir beachten hier die Satzzeichen. Pass auf. Heiraten dürfen, ab dem sie ihre Geschlechtsreife erreichen. Das steht im 1. Korinther 7, 36 drin. Ja, ja, das lesen wir gleich durch. Die Geschlechtsreife einer Frau ist sehr variabel. Es gibt Länder, in denen die Geschlechtsreife bei Frauen bei 8-Jährigen einsetzt. Das hatten wir in Deutschland schon. Okay. Es gibt manche, bei denen die Isa, bei 9 Jahren anfängst. Gibt manche, die bei 10 Jahren akzeptierst du? Akzeptierst die Geschlechtsreife du? Wird definitiv im Christentum erlaubt, die geschlechtliche die Ehe zu vollziehen und die geschlechtliche Liebe auszuleben. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Der Katholizismus. Was ist der Katholizismus? Wer kennt die Bibel besser? Wer kennt das Alte Testament besser als ihr? Was ist das für eine Was ist das für eine Frage? Unsere Kirchenväter kennen natürlich das Alte Testament besser als andere. Esther hat doch eben gesagt, einen Moment bitte. Esther hat doch eben gesagt, die Bibel ist vollkommen, die Bibel, das Alte Testament gehört so genauso ebenfalls zu dem Neuen Testament, richtig? Ja. Amen. Okay. So, jetzt nehmen wir mal bitte einen wirklich Wissenden. Keiner, der schwadroniert und irgendwelche Philosophien betreibt. Ganz kurz. Du nicht ausweichen. Nein. Ich lasse dich hier nicht weg. Weil ich stehe zu meiner Religion. Ich lasse dich hier nicht weg, bevor wir nicht das ausbrechen. Mich interessiert das nicht, was du über meine Religion denkst. Das ist mir völlig egal. Ich akzeptiere alles bis aufs letzte Wort, bis zum letzten Komma, bis zum letzten Punkt. So, also dann lies darum, mal bitte 33, 37. Diese Lügen werden wir jetzt mal ganz klarstellen. 33, 37 lesen bitte. Dann verstehen wir vielleicht besser. Mach mal auch. 33, 37. Vielleicht kann Herr Isa uns erklären, was meint er? Ein Moment bitte, bitte. Also Sura 33, Vers 37. Vielleicht kann er uns erklären, was meint er da, ob er sowas machen würde. Wenn er sagt, ja, dann brauche ich mit ihm gar nicht zu reden. So. Wenn nein, dann können wir reden. Also, und als du denjenigen sagtest, der zu Isaac und Rebekka. Hören wir uns einfach mal das an, was ein Rabbi sagt, der das Alte Testament wesentlich besser kennt als wir. Schmeiß mal diesen Isa raus. Lass mich das aber raus. Warum? Er zeigt doch jetzt raus. Schmeiß ihn raus. Das ist so unnötig. Was meinst du?
Den Isa Heisenberg rausschmeißen, der soll ein bisschen Luft holen. Welche meinst du? Der soll ein bisschen tief Luft holen. Nein, mach doch Duell los. Jeder soll kurz 3 Minuten reden. Schmeiß den raus. Leute, jeder darf doch reden, oder nicht? So, nein, jetzt pass auf. Duello, dass da jeder jetzt, redet. Ich denke auch, dass er jetzt zu viel geredet hat. Jetzt pass auf. Unangenehm. Mariam, mach doch Duello, dass da jeder 3 Minuten redet. Fertig aus, so wird doch nichts. Nein. Jetzt pass auf. Wie geht das? Scheiße von dir. Du hast denn jetzt pass auf. Also Duello musst du starten. Pass auf. Der soll tief Luft holen und soll nicht lügen. Pass auf. Und diejenigen, Vip, hörst du hin? Willst du das begreifen oder willst du nicht begreifen? Ey, ich schwöre jedes Mal, auch wenn ich hier reinkomme, ich schmeiß uns raus, egal was wir sagen, Hauptsache ihr habt recht. Genau, das ist es. Ich gehöre zu, erklärt. Steht tausend andere Fehler mehr als im Koran. Was sagst du mir? Ich kann alles gut, sei leise. Ich habe keinen einzigen Fehler drin, aber egal. Also, aber alles gut. Ich bin da rausgeschmissen. Weil der lügt, nicht hinhört. Also, ihr seid zu zweit. Was ist mit euch los? Kein Respekt und du auch. Der ja, Rabbiner, lass der mal den Video. Ja, wer ist ein Rabbiner? Es gibt hunderte Rabbiner, die etwas anderes sagen. Die Juden kennen doch ihre eigene Tore, oder nicht? Ja. Bist du ein Gelehrter? Warum soll er lügen, wenn das in der Bibel steht? Noch einmal. Auch wenn sie drei gewesen sein sollte, müsstest du das als deinen Gott annehmen, der wo das erlaubt hat. Ich sag dir, wenn das in der Bibel drin ist, dann das drin ist doch nicht. Hör zu. Warum leugnet ihr eure eigene Bibel? Dann sagt doch direkt die Wahrheit, das stimmt und fertig, aber ist doch nicht schlimm. Damals andere Zeiten. Junge, schau mal her. Ganz kurz. Wir tun eins nach dem anderen durcharbeiten, dann können ich wir das. Darf ich nur eine Sache sagen? Ich gehe raus. Ich gehe freiwillig raus. Nein. Warte, ich will das dir ja zeigen. Eine Sache, eine Frage stellen. Ich gehe dann wieder raus. Nein, aber warum tut sie das Lügen hier? Ich stelle doch nur eine Frage und dann gehe ich raus. Dann hast du die ganze Stream für dich. Kannst du reden, wie du willst. Okay? Ja, eine Frage. Guck mal, die sagt doch, Jesus ist Gott, ne? Ja. So, wenn Jesus Gott ist, ne? Wie geht das, dass Gott sich aus einer weibliche Mumu, ... bären lässt? Gott lässt sich selber bären. Hör zu, Mascher. Ja. Das ist eben euer größter Problem, weil ihr die Schrift nicht kennt. Es wurde alles prophezeit. Okay, pass auf, sag weiter. Du hast hier gerade eine Frage gestellt, dann hör hin. Ansonsten geh raus. Sei du mal leise und sei oder sag gar nichts. Ja, ansonsten geh raus. Wenn du eine Frage stellst, entweder ich habe eine Frage gestellt, antworte mir die Frage. Wieso antwortest du nicht? Wieso streitest du mit mir? Ich streite doch nicht mit dir. Du lässt einen nicht reden. Du bist doch ein erwachsener Mann. Antworte doch. Warte, Mascher, bitte ganz wenn kurz. Wenn du dich stummen solltest, dann kann ich nicht antworten. Alles singen, aber zusammen reden funktioniert nicht. Bitte Mariam, einer nach Mariam, dem anderen. Timer starten. Müssen wir einmal Mariam, aufrollen. Dann müssen alle einfach einmal rausgehen. Aram, ich habe noch eine Frage. Wie funktioniert das, Arifati? Kannst du mir das sagen? Ey, Aram. Wie geht also das? Wer kann mir sagen, wie das mit dem Timer funktioniert? Also da unten tippst du doch Einstellung, da ist doch Aram, Gott kann nicht aus einem Mumu rauskommen, ganz einfach mal. Ja? Wenn du startest, jeder redet 2 Minuten. Du Idiot! Oder eine Minute. Er wurde geboren, aber trotzdem mit Maria. Du bist ein erwachsener Mann und beleidigst rum. Pass auf, wenn du so dumm bist, wenn wieso, du so dumm bist, pass auf, wieso? Wenn du so wenn du so dumm bist und so eine dumme Aussage tätigen tust, dann muss ich dich auch so betiteln. Sogar ein Tommy hat geschrieben, erwachsene Mann, jeder aus, die Wahrheit sagen. Beleidigst du rum?
Also das ist dein Anstand, das ist dein Niveau, dass du... Du beleidigst hier mit deiner Fresse und du weißt nicht, was du sagst. Es ist eine Frage gestellt, so wie ihr uns in die Frage stellt. Du, schmeiß mal diesen Deppen raus, bitte. Antworte doch. Schmeiß mal diese Maschere auch raus. Wieso? Weil ich die gerade gegeben habe, ne? Ein Idiot, du bist einfach behindert. Ich habe dir gerade deine Antwort gegeben, ne? Schmeiß den bitte raus. Du Idiot, die ganze Zeit lässt du niemanden ausreden. Jetzt du Idiot, hör zu. Erstens Maria. Wer ist der Idiot hier? Bleib leise. Ich will darauf antworten, ansonsten gehst du red auch mal, raus. Red mal vernünftig mit mir. Pass auf, wenn ein Idiot die Mutter Gottes beleidigt, dann ist es ein Arschloch. Nicht nur ein Idiot, ein Hund, okay? Der hat sie gerade nicht beleidigt. Dann horch hin, was er gesagt hat, okay? Ruhe. Also, stundig jetzt. Also, ja. Dieser Idiot, ne? Sogar der Koran bestätigt die ewige Jungfräulichkeit von Maria. Erstens. Zweitens. Auch bei uns ist sie ewiglich Jungfrau geblieben. Wenn ihr das nicht verstehen tut, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt wurde und dadurch auch Jesus geboren wurde, nicht so wie dieser Hund das ausgesagt hat, dann tut es mir leid, dann habt ihr einfach Stroh im Kopf. Okay, sogar okay. Der Koran bestätigt okay. Die Jungfräulichkeit der Maria in Ewigkeit. Okay? Richtig. Ich bin bis jetzt hast du recht, denn alles, was du sagst, ich bin voll dabei bis jetzt. Den einzigsten Unterschied, okay? Wir glauben an Maria, wir glauben an Jesus Christus und wir glauben auch an den Herrn. Und das ist Allah, und bei uns Allah bedeutet Gott. Wie zum Beispiel auf meiner Sprache, Kursi ist ein Stuhl auf Deutsch. Gott bedeutet bei uns Allah. Das ist derjenige Unterschied. Gott bedeutet Allah. Das ist nur so ein Wort auf unsere Sprache und auf eurer Sprache. Aber wir glauben nicht an das, was ihr sagt mit dem Heiligen Geist, weil wir glauben nur, dass Jesus Christus ein Prophet ist. Weil Gott kann keinen Vater haben, kann keine Mutter haben, kann keine Familie haben. Tun Sie, alles gut, ruhig, dein Allah ist nicht allwissend und kann nicht alles, das ist okay, das verstehe ich, aber unser Gott, ehrlich? Pass auf. Also, Jesus ist allwissend oder was? Tun Sie, ja. Ja, ehrlich? Okay, Jesus wurde an jüngster Tag gefragt. Die wurde gefragt wegen jüngster Tag. Seine Antwort weiß ich es nicht. Nur mein Herr weiß es. Das stimmt nicht. Das stimmt doch nicht. Du musst in den Urtext gehen. Da drinnen, in dem Bibel drinnen. Hör zu. In dem Bibel drinnen steht es. Mein Gott, seid ihr anstrengend. Ihr seid so ehrlich, ihr seid so hirnverbrannt. Schau mal hier. Wie? Es steht in der Bibel, dass Jesus nichts über den jüngsten Tag weiß. Und wenn Gott allwissend ist, dann sollte Jesus das wissen. Und wenn er Jesus sagt, ich und Gott, wir sind eins. Hältst du ein bisschen deinen Mund, dass man antworten kann? Oder bist du total verblödet? Willst du hier einen Monolog durchführen? Was ist denn los? Halt mal eure Fresse, ja. Wahrheit könnt ihr nicht haben. Halt's mal. Das sickt er. Idiot. Echt. Schau mal, Cher. So ein Idiot bist du, ne? Ich hab dir die Antwort gegeben, sogar dein Koran bestätigt. Die Jungfräulichkeit auf Ewigkeit von Maria. Okay? Und seid's nicht einfach behindert und kommt so rüber, weil ihr beleidigt hier unsere Mutter Maria, ne? Das ist die Mutter von unserem Herrn Jesus Christus und Jesus Christus ist Gott. Ihr beleidigt sie und dann sagt sie, wir sollen ruhig bleiben. Ihr beleidigt unseren Gott und seine Mutter und dann sollen wir ruhig bleiben? Ihr seid einfach asozial und nichts anderes, ganz ehrlich. Also langsam habe ich so die Schnauze voll von euch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Pfui Teufel, ehrlich. So, jetzt werde ich absichtlich euch noch diesen Vers geben, diesen Tafsir von Ibn Kathir, dass ihr ein bisschen glücklicher darüber sein werdet, wie euer Prophet und euer Koran Allah diese Kinderehe erlauben tut. So, ganz einfach. Und kommt mir nicht daher, dass das gefälscht ist. Ihr könnt eure Bücher aufschlagen und danach lesen. So, ganz einfach. Das ist Tafsir Ibn Kathir. Ob es euch gefällt oder nicht, das werde ich euch jetzt auch noch raushauen. Denn wir lügen nicht und wir heucheln nicht.
Die einzigen, wo lügen und heucheln, seid ihr und genauso dieser Isa Heisenberg, niemand anders. So. Gott, der Allmächtige, erklärt die Wartezeit für die Frau, die aufgrund ihres Alters mit der Menstruation aufgehört hat. Sie beträgt 3 Monate statt 3 Menstruationszyklen für die Frau, die menstruiert, wie im Vers angegeben. Al-Baqarah und auch für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben, dass ihre Wartezeit der Wartezeit der Frau entspricht. So, wer ist hier der Lügner jetzt? Hm? Wer ist hier der Lügner? Wer ist hier jetzt der Lügner? Sure 65, Vers 4, Tafsir ibn Kathir, ne? Einen Moment, Aram, einen Moment. Eine schmeißt mich ständig runter. Mario, also, kannst du mal bitte auf mich klicken und ich hab mich Mod addieren? Ich habe keinen Mod. Nein, Bruder, Mariam ist nicht Mariam, da, Bruder. Eine Bruder, schmeißt mich ständig runter. Mariam ist nicht da, Bruder. Dein Internet geht nicht so gut nein, hier. Nein. Eine schmeißt mich ständig runter. Ich weiß nicht, von einem Mod werde ich ständig runtergeschmissen. Das hat mit Internet gar nichts zu tun. Ach so, Abu Israfil, was das heißen soll, dass ihr Kinder ab einem Monat schon heiraten dürft, verheiraten tun könnt und im Kleinkindsalter die Ehe mit denen vollziehen könnt. Das heißt damit. So, und wenn das hier etwas Göttliches ist, dann will ich mit diesem Gott 0,0 zu tun haben. Okay? So. So, wie im Vers angegeben, Al-Baqarah und auch für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben, dass ihre Wartezeit der Frau entspricht. Das ist die At-Talaq. Das ist die Scheidung, die Sure der Scheidung, At-Talaq. 65, Talaq. Vers 4. Ja, Talaq, Al-Talaq. Ja. Also, und das sind kleine Kinder, die wo schon die Ehe vollzogen wurde bei denen, und dann werden sie noch geschieden, ne? Und dann werden sie noch geschieden und der Ibn Kathir, einer der größten Gelehrten bei euch. Ah ja, ich bin der falsche Messias. Mascher, so jetzt gefällt dir das nicht, hä? Mein Gott, jetzt wer ist denn überhaupt der falsche Messias hier? Ich glaube nur ihr und sonst niemand. Denn jetzt machen wir jetzt lese ich sogar für diesen Isa, dieser Täuscher, ne? Jetzt lese ich sogar hier ab 36, wer sich gegenüber seiner Jungfrau ungehörig zu verhalten glaubt, wenn sein Verlangen nach ihm zu stark ist, der soll tun, wozu es ihn drängt. Wenn es so sein muss, er sündigt nicht, sie sollen heiraten. So, und was ist jetzt da drin? Was ist denn da drin so Verwerfliches, dass man das für verabscheuungswürdig erklären kann oder betrachten kann? Was ist da drin so falsch? Hm? So, Korinther, 1. Korinther. 7, 36. Mini-Baby-Kiwis. Möchtest du ein paar? Mein Gott, ehrlich. Mein Gott, ist es. Ihr seid so armselig und ihr seid so falsch. Mascher, ich heule nicht. Die einzigen, die heulen sollten, das seid ihr. Ihr solltet heulen. Wir heulen diesbezüglich nicht. Wir haben keine Angst vor unserer Schrift. Wir stehen zu unserer Schrift. Wir sind manns genug dafür zu stehen, auch wenn böse Sachen drinstehen sollten. Die werden legitimiert durch die Abtrünnigkeit der Menschheit im Alten Testament, im 1. Samuel, gegen die Amalekiter. Ne? So, 1. Samuel, ihr seid einfach nicht wahrhaftig genug. Ne? Der Krieg gegen die Amalekiter. Samuel sagte zu Saul, ja, aber wisst ihr warum? Ich bin nicht falsch. Die einzigen, wo falsch sind, seid ihr, mein lieber Mascher, du und deinesgleichen, aber mit Sicherheit nicht ich. Ich bin immer noch ein gesunder Mensch und ich lüge nicht. Ich hasse Lügner. Ich hasse Lügner, genauso wie ihr das seid. Die hasse ich, definitiv. Ich hasse keine Moslems. Aber Lügner, egal von welcher Rasse, von welcher Konfession, die hasse ich. Denn die kann ich nicht ausstehen. Denn die Lüge kommt und ist vom Satan entstanden und entsprungen. Okay? Und deswegen kann ich keine Lügner lieben. Ich hasse sie. Ganz einfach. So, lieber Yasin, Gott segne dich. Grüße dich. Jetzt war ich ein bisschen aufgeregt. Aber, ja. Gottes Segen alle zusammen. Gottes Segen. Jibril Ahuno, Bsheno, Bishlomo, Allahum Sa'adlo. Gottes Segen, liebe Geschwister. Ja. Und man nur noch erwacht hat, Pissen atmen. Mascher ist wieder oben. Du Lügner. Du Lügner. Mascher, wer lügt denn hier? Ich oder du?
Wer lügt hier? Ich oder du? Du. So, ich lüge. Schau dich mal in den Spiegel. Schau dich mal in den Spiegel. Marcel, ein großer Lügner der Menschheitsgeschichte war Mohammed. Er war ein Leugner von der Bibel, von Kreuzigung und so weiter. Und Leugner ist ein Kuffar, Bedeutung auch, ne? Und Mohammed war ein sehr, sehr großer Lügner. 60-jähriger Mann heute rum und beleidigt. Wir beleidigen nicht. Der Bruder hat aus deinem Koran gelesen. Wenn du sagst, das ist eine Lüge, dann sagst du, der Koran lügt. Hör auf, Mann! Aber so schlau bist du gar nicht, ne? Dass du das mal checkst. Du tust einen nur leid, ne? Du bist. Guck mal, du. Was leid? Du tust. Warum stummt ihr? Weil nur Müll rauskommt anscheinend. Du bist doch Müll! Ja, guck mal, wie du rumschreien willst. Ihr seid Lügner! Mohammed war ein Lügner, habe ich dir gerade erklärt. Also wenn der Bruder jetzt Ibn Kathir zitiert oder Koran, dann ist das eine Lüge, sagst du. Scheiß, Mann. Ja, du machst Dschihad gegen Allahs Wort, machst du Dschihad. Ihr seid doch. Ich würde auch gerne ein paar Sachen sagen, aber so ist es unmöglich. Ihr seid Kuffar seid ihr, Mann. Ihr Ungläubigen, das, was ihr seid, ist ungläubig. Ich bin nicht Satan, Mann. Die Christen sind gläubig, ihr nicht. Ihr nicht, ihr seid ungläubig. Die Christen sind gläubig. Ihr seid die Ungläubigen. Ihr ungläubige Satan. Menschen. Aber wenn Christen gläubig sind, dann ist der Islam falsch. Ne? Du sagst gerade, dass der Islam falsch ist. Ungläubig. Ihr seid die Kuffars. Du arme Seele. 60-jähriger Mann, dreht durch wie ein Zäpfchen. Willst du hier auf Mafia tun oder was? Könnt ihr ihn bitte runternehmen? Das Gespräch ist nicht mehr. Ach, warum? Weil ich die Wahrheit sage in euer Face. Ja, deswegen versteckst du deine Augen, weil du die Wahrheit sagst. Du bist einfach gestört und nichts anderes. Ihr seid doch die Unruhestifter, Mann. Guck mal, wie viele Schwarzen noch verklaut worden sind. Mann, das Muslime, das sind die Amis, die Ungläubige, so wie ihr. So wie ihr seid, wie ungläubig. Jibril, komisch, gestern warst du hier, da konntest du dich völlig gesittet und normal mit uns unterhalten. Warum funktioniert das heute nicht? Die Schwarzen waren in Amerika so lange versklavt und so und schiebt das jetzt auf Muslime. Was sind die denn? Sind das keine Ungläubige? Schmeiß da mal diesen. Ja, weil ich die Wahrheit sage. Schmeiß da mal diesen armen Idioten raus. Der hat keine IQ und kann nichts verstehen, kann nichts wiedergeben. Der hat keine Ahnung. Gott sei Dank. So ich wünsche dir einen schönen Tag, Mascher. So ein Schreihals, ehrlich. Pfui. Das funktioniert so leider nicht. Yasin, bitte. Komm du zu Wort. Genau, vielen Dank nochmal an Gottes Singern ein. Ich wollte eigentlich zwei Punkte einmal ansprechen. Einmal war das halt mit Jesus, wo er gesagt hat, Jesus sagt ja halt, er weiß nicht, wann der jüngste Tag ist, aber als Jesus wieder auferstanden ist, wusste er es doch wieder und hat doch gesagt, es ist nicht eure Sache, weil die Menschen einfach nicht wissen sollen, wann der jüngste Tag ist, weil halt den, je nachdem, sollen sie so lange sündigen, kurz bevor der jüngste Tag ist und dann bitten sie um Verzeihung. Also das wäre halt die erste Antwort. Man braucht da halt nur ein bisschen weiter zu lesen. Es hat ja auch was damit zu tun, dass Jesus Christus 100% Gott, aber 100% Mensch gewesen ist und erst als er wieder auferstanden ist, war er halt in seiner hundertprozentigen göttlichen Natur. Korrigiert mich halt, wenn ich irgendwas falsch mache. Yasin, danke lieber für deine Ausführung, aber nein, im Urtext steht es natürlich anders. Das wird nicht so gesagt, wie es hier jetzt tatsächlich niedergeschrieben wurde. Im Urtext heißt es im Griechischen Euden. Euden heißt verkündigen. Das heißt, nicht die Engel und nicht der Sohn haben das zu verkündigen, sondern der Vater. Wieso der Vater? Weil in der Tradition Warte, was hast du gesagt, was für Wort, was steht bei Euden, Euden. Euden? Euden. Ja, Euden. Das heißt verkündigen. Ja? Lies, das ist Griechisch. Ägyptisch gibt's auch. Bitte? Ägyptisch? Ja. Ja, die haben tatsächlich auch griechische Wörter in ihren Schriften früher gehabt, weil damals die Griechen natürlich auch dort geherrscht haben. Ne? Ich meine, Alexandria heißt ja sonst Alexandria nach Alexander dem Großen. Ne? Du weißt schon, dass sie da vom Ägypten geholt haben, vieles. Ja, natürlich, das weiß ich schon. Das weiß ich.
Absolut, da hast du absolut richtig das erkannt, lieber Arifati. Und deswegen heißt es, wie gesagt, nicht die Engel und nicht dem Sohn ist es zu verkündigen, sondern nur dem Vater. Wieso der Vater? Das ist die jüdische Tradition damals gewesen. Nur der Vater, auch heutzutage sogar bei uns Aramäern, tut der Vater die Hochzeit verkündigen, nicht der Sohn. Also, meinst du aber jetzt, als er wieder aufgestanden ist? Nein. Da bei seiner Aussage, wo er gefragt wurde. Ja. Nein, nicht nach der Auferstehung. Nein, absolut. Aber das ist nicht eure Sache. Nach der Auferstehung war schon richtig. Richtig, weil die Zeit soll ja auch keiner wissen. Denn wenn wir jetzt gewusst hätten, wann die Zeit angebrochen ist, dann würden wir diese und jene Vorkehrungen treffen, ne? Genau, das wollte ich einmal erwähnen. Neben Euden muss es noch ein Wort sein, Hacker. Gibt es bei euch auch? Nochmal. Neben Euden gibt es noch ein Wort, muss es sein, Hacker. Heißt. Oh, das weiß ich nicht. Ich kann kein Griechisch, tatsächlich nicht. Na, schade. Ja. Apostelgeschichte. Kannst du mir dieses Buch irgendwie senden? Welches? Diese griechische. Gut, das habe ich nicht. Das kommt erst jetzt raus und das hole ich mir dann. Das ist dann aber auch tatsächlich übersetzt im Deutschen, ne? Wortwörtlich. Also nein, sprich, ich will griechische Original. Ah, das Originale, das kann man schon, ja, das wäre überhaupt eigentlich kein Problem. Wenn du mir als Link senden würdest, würde ich mich freuen, weil ich will selber lesen. Okay, ja, alles gut. Aber kannst du griechisch? Wenn du kein Griechisch kannst, dann bringt es dir nichts, weil schau mal hier, die orthodoxen Bibel wird ja jetzt wahrscheinlich demnächst rausgebracht werden. Ich kann lesen, was die Wörter bedeuten. Okay. Ich wollte noch einmal kurz ein Vers sagen, wo Jesus selber bestätigt von Petrus, dass er alles weiß. Das war ja bei der Auferstehung, als sie beim Fischen waren und Jesus sie dann halt sagte, werf das Netz auf der rechten Seite. Dann haben die ja das Netz voller Fische gehabt. Dann kam der am Ufer und dann sagte der Jesus zu Petrus, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Da sagte er, ja, Herr. Dann sagte er das zum zweiten Mal, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Da sagt er, war etwas betrübt, sagt er, ja, Herr. Und dann sagte der ja nochmal zum dritten Mal, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Da war er sehr betrübt und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus, hüte meine Schafe da. Gürte dich selbst und hüte meine Schafe. Und da hat der Jesus auch bestätigt, dass er alles weiß, wo Petrus gesagt hat, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Richtig, weil das so schön war, lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. So, ganz einfach, ne? Wie schön die Bibel doch so ist und sie gibt alles her, aber diese Muslime, die lassen niemanden ausreden, die stellen eine Frage, dann willst du antworten, dann stellen sie noch eine Frage, dann willst du antworten, dann stellen sie noch eine Frage, dann wird man aggressiv, dann wundern sie sich, dass man aggressiv wird, ne? Aber das, was sie auch gerne nehmen, wo der sagte, niemand ist gut als nur Gott alleine, wo der dem reichen Mann dann auch sagte, guter Mann. Da sagte er, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut und das ist Gott alleine. Weil er wollte ja wissen, ob der wirklich weiß, mit wem er spricht, weil der reiche Mann wusste ja nicht, richtig, mit wem er spricht. Und selber Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Und David betet ja zum guten Hirten als mein Herr und mein Gott. Und wer ist der gute Hirte? Jesus Christus. Amen. Gott segne dich, Gianni. Sehr gut erkannt. Sehr schön. Ja, das ist das, was sie auch immer gerne nehmen. Amen. Und auch verdrehen. Richtig. Weißt du, die Frage ist nur, ich meine, ich bin mir wirklich manchmal nicht mehr so sicher, ob die wirklich tatsächlich die deutsche Sprache so richtig verstehen oder nicht verstehen wollen. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Guck mal, das ist so, Bruder. Die wollen ihren Koran rechtfertigen, weil das Wort Gottes bringt ja alles ans Licht und verdeckt ja das, was in der Finsternis ist. Und sie wollen in der Finsternis bleiben und machen die Bibel zum Lügen, zur Verfälschung, damit ihr Koran nicht in der Finsternis aufgedeckt wird, weil das Wort Gottes deckt ja alles auf, was in der Finsternis ist, wird ans Licht kommen. Und das sagt er ja auch, in der Endzeit wird alles, was verborgen ist, wird ans Licht kommen.
Und das wird alles aufgedeckt werden. Und der sitzt in der Endzeit und deshalb wird das alles jetzt aufgedeckt. Und das ist das, was die am meisten stört. Deshalb reden sie gegen die Bibel. Die reden ja nicht gegen Buddhismus oder gegen irgendeine Religion. Nein, das Wort Gottes hat keine Religion. Und deshalb reden die gegen die Wahrheit. Weil die Wahrheit, weil das die weltlichen Leute haben ja die Wahrheit ans Kreuz genagelt. Die haben den Barabbas freigelassen, ein Mörder und ein Lügner. Und so machen die das auch mit Mohammed. Ein Mörder und ein Lügner wollen sie rechtfertigen. Und die Wahrheit wollen sie ans Kreuz nageln. Wollen sie außer Gefecht setzen und als Lüge und als Finsternis herstellen. Die machen das Licht zu Finsternis und die Finsternis zum Licht. Richtig. Sehr gut, lieber Gianni. Wow. Sehr schön. Yasin, mein Lieber, du hast mich jetzt auch sehr, sehr, sehr positiv erstaunt, muss ich ehrlich sagen. Sehr schön. Er wird doch bald von euch. Vielen Dank. Ich wollte nur heute Gerechtigkeit walten lassen, weil man einfach nur ein bisschen weiterlesen soll. Und wie gesagt, das mit den Urtext wusste ich ja nicht. Aber trotzdem, wenn man ein bisschen weiterlesen würde, dann wäre es ja auch selbsterklärend ein bisschen. No. Aber wirklich sehr schön. Gott segne dich sehr, sehr schön. Ich hoffe tatsächlich, dass du auch gefestigt wirst. In jeder Hinsicht, ne? Dankeschön. Ich wollte euch noch eine Perspektive zu der Sura 65, Vers 4 nennen. Das ist, ja, in den Sunniten ist es wahrscheinlich so, wie du es gesagt hast, weil es ja auch deren Tafsir bestätigt. Aber es gibt halt auch bei den Schiiten die Option, dass damit eigentlich auch kranke Menschen gemeint werden können. Also nicht, dass es hundertprozentig nur auf Kinder gilt, sondern auch auf Menschen, die vielleicht irgendwie eine Krankheit haben und deswegen gerade ihre Periode noch nicht bekommen können. Ich habe das Thema letztens mit meinem Vater durchgekaut, deswegen. Also Blut ist wichtig, Leute. Jesus Blut haben sie auch getrunken. Also aufpassen. Arifati. Schon problematisch, auch wie man das manchmal auslegt. Zum Beispiel, es gibt ja auch einen sunnitischen Tafsir, der sagt in einer Sure, da wo die Schiiten sagen, das wäre wegen Zeit, eher sagen sie, das wegen Sklaverei, man darf eine Sklavin vergewaltigen. Also, das ist auch schon sehr, sehr problematisch, meiner Meinung nach, manche Tafsire hier. Weißt du, lieber Yasin, ich meine, das, was die Schiiten tatsächlich jetzt diesbezüglich das so interpretieren, wir müssen wirklich mit einem gesunden Menschenverstand auch an den Sachen rangehen können. Ich meine, ist es jetzt tatsächlich wirklich jetzt ein Fakt, dass, sagen wir mal, der Mohammed oder der Allah damals wirklich für 0,01% der Mädchen oder der Frauen das so vorgesehen hat? Also, ich meine, wenn wir schon die Biografie von Mohammed anschauen, der hat eine 6-Jährige geheiratet und mit 9 Jahren die Ehe bei ihr vollzogen. Janni, verstehst du, was ich meine? Das macht keinen Sinn, diese Aussage. Ja, den habe ich ja oft gesehen bei Stream, wo er debattiert und er ist ein Junge, der sucht wirklich die Wahrheit. Der sucht Ich kenne ihn. Und ist ja, sein Herz ist offen. Deshalb weiß ich, dass er auch die Wahrheit finden wird und das Wort Gottes. Soll ich Ihnen lügen? Wenn das Herz gesät ist, wenn das Wort Gottes in das Herz gesät ist, dann wird es gedeihen und er ist dafür offen. Und irgendwann wird Gott auch zu sich ziehen, wie er das bei den vielen Moslems gemacht hat, die jetzt zum Beispiel in Gaza, 200 Moslems in Gaza dann halt geträumt haben von Jesus und die haben sich alle bekehrt. Und Gott zeigt sich dann auch bei den Muslimen viele. Weil die meisten Muslime sind so offen über das Wort Gottes, dass die meisten von denen über Jesus träumen und Visionen sehen. Und das sind bei Christen sehr wenige, die das überhaupt haben. Und wir müssen auch bedenken, dass viele Muslime auch das Wort Gottes auch angreifen, wie bei der Steinigung von Jesus, dass sie sagen, der hätte normalerweise die Ehebrecherin steinigen müssen. Er hat ja gegen das Gesetz Gottes verstoßen. Nein, hat ja nicht, weil Jesus Christus kam nicht hier als Richter. Beim zweiten Kommen kommt er als Richter. Er kam das erste Mal, um die Menschen zu retten, um zu vergeben. Er kam als das Opferlamm Gottes. Und Gnade ist nicht gegen das Gesetz. Er hat ja Gnade gezeigt. Und er hat das auch nicht gemacht, weil die den Ehebrecher, den Mann, der auch dafür verantwortlich ist, zu ihm nicht gebracht haben, wie bei Moses zum Beispiel. Bei Moses war das Gesetz sehr, sehr streng, weil da musste der Messias rauskommen und die Blutlinie musste reinbleiben. Und deshalb, wo Jesus kam, war er ja von der Jungfrau Maria geboren. Er kam ja rein mit dem Heiligen Geist, ist er dann gezeugt worden und geboren.
Und da sehen wir, dass Jesus Christus da Gnade erwiesen hat, was Mohammed nicht getan hat bei der Steinigung. Obwohl er selber nur die Frau kam und er hat ja die Frau steinigen lassen. Die hatte noch die war ja noch schwanger und wo das Kind dann halt feste Nahrung nehmen musste, hat er die Mutter steinigen lassen. Und der hat ja keine Gnaden erwiesen und er selber ist ja beim Ehebruch ist er ertappt worden. Wo die Aisha erwischt hat mit der Sklavin, da hat er gesagt, dass der das nicht tut. Aber dann kam wieder ein Vers von Allah und hat erlaubt dann halt mit der Sklavin weiterhin Es tut mir leid, mein Freund, aber was du da redest, widersprichst du selbst, ne? Nein, das ist das, was geschrieben steht in den Hirnaditen. Aber damit was du da sagst, widersprichst dich selber. Was widersprichst dich? Also hast du schon mal selber gehört, was du gesagt hast? Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich sage ja das, was ich da gelesen habe. Das ist gut. Aber du musst ja sagen, was für dich ein Widerspruch ist, damit ich dir das erklären kann. Also wenn da Jesus nicht für gerechtfertigt gekommen ist, wofür wird der nächstes Mal kommen? Für das Gericht. Dann wird die Gnadentür zu sein. Also der kommt immer, Jesus kommt immer für Gerechtfertigung. Nicht für... Du hast ja gar nicht verstanden. Er kam ja als Opferlamm Gottes. Er kam ja nicht, um zu richten. Er kam ja, um die Kranken zu retten, die gesündigt haben, die ihren Geist verunreinigt haben. Der hat ja Dämonen ausgetrieben. Der hat ja die Kranken geheilt. Der hat die Toten auferweckt. Deshalb ist er gekommen. Er ist ja nicht gekommen, um zu richten. Als sie die Frau gebracht haben, die Ehebruch begangen hat, wollten sie den Jesus Christus an eine Falle stellen, um sie zu steinigen. Aber Jesus Christus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er selber sagte ja zu der Frau, sündige nicht mehr ab jetzt. Und sie hat es auch nicht getan. Da hat er Gnade erwiesen. Und die Frau hat das erkannt und ist dann auch gefolgt. Wenn der wiederkommt, dann wird er als Richter kommen. Dann wird die Gnadentür zu sein. Alle, die ihn nicht angenommen haben, alle, die in der Sünde leben, alle, die seine Gebote verworfen haben und auf ihn nicht gehört haben und nicht geglaubt haben. Weil da ist überhaupt kein Widerspruch. Was oder, also das sind die genauso die Jahre... ungefähr 125 oder 200 muss es sein, dass sie der Priesterin sagten oder die Papst derjenigen, wie du da gesagt hast, guck mal, mit der Wasser Papst sauber, oder die mit Wasser Kirche, sauber ja? zu machen. Ne? Ja, der Papst oder die römische katholische Kirche, die sehen das Gesetz Gottes. Wer waren denn die Feinde von Jesus? Das waren die Hohepriester, Kaiaphas, das war das Volk, das war das jüdische Volk, weil Gott hat das Volk auserwählt, nicht weil die besser sind als alle anderen Völker, er hätte auch alle anderen Völker auserwählen können, aber das war das Volk, was am widerspenstigsten war und deshalb hat Gott die auch auserwählt und die, von denen sollte auch das Heil kommen, von den Juden sollte das Heil kommen, das Heil ist Jesus Christus. Und was der Papst macht oder die römische katholische Kirche, die gehen gegen das Wort Gottes. Die haben ja. Da nennen sie nicht Papst, sondern da nennen sie Petrus an Romzeiten. Weißt du, wie der Papst sich nennt? Vicarius Filii Dei. Weißt du, was das heißt? Stellvertreter, Sohn Gottes. Ne? Und das ist, und Papa heißt Vater. Und was hat Jesus gesagt? Nennt niemand euer Vater. Nur einer ist euer Vater und das ist der Vater im Himmel. Und einer ist. Darf ich kurz was sagen, Bruder? Ja, ich bin schlecht. Lass dich nicht beirren. Deine Worte waren alle wahr, Bruder. Das ist, lass dich bloß nicht beirren. Du hast sehr viel, du bist gesegnet mit Wissen, ja. Und was du gesagt hast, kann ich unterschreiben. Also lass dich bitte nicht beirren. Und das, was ich weiß, ist ja das. Soll ich euch ehren? Das sind ja nicht meine Worte. Wollt ihr, dass ich das mache? Und diese Ehre ist ja nur Gott alleine. Ich nehme da keine Ehre, weil das ist ja überhaupt nichts von meinem Wort. Der Herr ist gekommen, um zu erfüllen, ja, das Gesetz. Und später, das zweite Mal, kommt er zum Richten. Genau. Ne, Bruder Arif Fatih? Also, ich mische lieber nicht rein, sonst wird ihr komplett durcheinander mit meinen Sachen, was ich da erzähle. Alles gut, man muss sich nur mit der... Kennt jemand von euch Pascha 92? Er möchte gerne hoch, ich würde gerne wissen, ob er vertrauenswürdig ist. Tatsächlich. Nicht. Hol doch hoch, schmeißt du sowieso weg, runter, fertig. Danke. Da wird mal jemand kommen, der gegen das Wort Gottes spricht. Ne? Ich muss selber prüfen, ob der Heilige Geist den schickt oder ob das der Geist des Antichristen den schickt, weil der Antichrist, der geht immer gegen das Wort Gottes. Schönen guten Hallo Pascha, Tag. Willkommen bei uns. Bitte friedlich und freundlich, ja? Schönen guten Abend zusammen. Erstmal an alle. Ich sehe hier in diesem Livestream, werden einige Punkte
besprochen und auf diese Punkte möchte ich gerne eingehen. Und zwar als erstes auf die Karikatur hier. Was soll diese Karikatur eigentlich heißen, also darstellen? Das müsste dir Alex beantworten, der ist aber gerade rauchen. Der ist gerade rauchen. Das müsste also das ist ein Liebe. Diese Karikatur signalisiert, das ist Liebe und Barmherzigkeit. Liebe und Barmherzigkeit, okay. Kommt natürlich auf die Sichtweise an. Achso, okay, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn das auf Liebe und Barmherzigkeit beruht, dann bin ich zufrieden damit. Auf die andere Ansicht, und zwar, Jesus wird kommen und richten. Kannst du mir erklären, bitte, wo in der Bibel geschrieben steht, dass Jesus kommen wird und richten? Koran, ganz kurz. Steht im Koran. Wir können es dir sogar aus dem Koran geben. Im Koran steht was anderes. Ich weiß, was im Koran geschrieben ist. Was steht denn im Koran? Im Koran steht drin, dass er kommen wird, den Antichristen töten wird und ein Schwein köpfen wird. Das wird Jesus machen. Aber vom Richten steht da nichts. Richten kann nur Gott. Das steht gar nicht im Koran, du. Natürlich steht das im Koran. Steht hier im Koran, dass da Jesus kommt? Wo wird er das Schwein töten? Es steht der Messias wird kommen. Messias? Der Messias. Und das ist Jesus. Und das ist Jesus. Isa. Isa wird aber im reden im Koran, ne? Das ist ein Hadith, den du da erwähnst. Es steht im Koran. Es steht keine Geschichten mehr. Im Koran steht niemals Messias oder irgendwelche Sachen, dass das zurückkommt. Lüg nicht. Das steht doch beim Hadith. Ich lüge nicht. Ich weiß, was im Koran steht. Ich weiß, was ich gelesen habe. Ich kann dir jetzt keine Verse aufzählen. Zeig mal die Verse. Ich kann dir keine Verse aufzählen, weil ich mir Verse nicht merke. Und das Geist Allah ist. Im Koran steht, dass Isa das Wort und der Geist Allah ist. Und das also ist, erzählt mir dann keine Geschichte. Okay, warte, wenn du mir sagst, dass das drin steht, dann musst du ja auch einen sicherlichen Vers drin haben, wo drin steht, dass Gott sagt, dass Jesus Geist Allahs ist. Das wird hier in Tag wird das gesagt. Nenn mir doch einen Vers. Ich möchte gerne einen Vers haben von dir, wo das drin steht. Ich habe den Koran gerade bei mir. Leute, schreibt mal den Vers drauf, bitte. Ganz kurz, ich zeige ihm vorher schon mal aus Bukhari. Kannst du mich bitte, liebe Schwester, groß machen? Du akzeptierst Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Aram, Bukhari. Ich bin nur wenn, neidisch, ne? Nur wenn die Hadithen authentisch sind. Alles gut. Danke. Jetzt pass auf. Schau mal her, das ist aber ein Buch. Aram, darf ich dir eins sagen? Aram, möchte ich dir gerne sagen. Nächstes Mal, du hast vorhin dein Handy genommen und man konnte sehen, wie du deinen PIN-Code eingegeben hast. Da musst du ein bisschen aufpassen, ja? Echt? Okay. Alles gut. Danke. Ganz kurz, Leute. Bitte. Warte, das wollte ich auch noch sagen. Ich bin langsam neidisch, ne? Ständig wirst du groß und zeigst sowas. Neid ist keine gute Eigenschaft, oder? Sahih Bukhari, 344. Du kannst auch immer gerne groß sein, das weißt du. Das ist absolut sahih. Schau her. Allahs Gesandter sagte bei ihm, in dessen Händen meine Seele ist, wahrlich, Jesus, der Sohn Marias, wird bald zu euch herabsteigen und die Menschheit gerecht richten als gerechter Herrscher. Amen. So, er wird das Kreuz brechen und töten die Schweine und es wird keine Jizya, das heißt Steuern, die von Nichtmuslimen eingenommen werden, geben. Geld wird im Überfluss vorhanden sein, so dass niemand das annehmen wird. Also, schau her. Warte, diesmal weiter. Ist das? Das ist doch Hadith, ne? Das ist kein Vers. Und eine einzige Niederwerfung vor Allah im Gebet wird besser sein als die ganze Welt und was auch immer, was immer darin ist. Mhm. Ja, und? Ja, also, das ist aber jetzt eine Hadith, die du mir gezeigt hast. Ich wollte aber wissen, wo das im Koran drin steht, dass Jesus der Geist Gottes ist. Das können wir dir auch geben. Ja, gib mir mal bitte den Vers. Ich habe den Koran gerade bei mir. Ja, ganz kurz. Weiß das jemand auswendig, liebe Leute? Da muss ich irgendwie so raussuchen. Also, ihr könnt das nicht finden. Leute, ich sag euch, besser als ich kennt ihr doch nicht Koran. Es gibt so ein Vers nicht, dass da Jesus kommt oder was weiß ich. Es steht im Koran. Nein, er will wissen, ob Jesus Geist Gottes ist. Ja, das möchte ich, weil vorhin war ja die Aussage gewesen, dass das drinstehen soll im Koran. Geist Gottes, sondern Wort Gottes steht da.
Aha, Wort Gottes. Er hat das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat er vollrichtet. So, und jetzt aufpassen. Ruh Allah. Genau, Ruh Allah. Ruh Allah. Ruh ist Geist, Bruder. Ruh ist Seele, nicht Geist. So, aber Moment, ganz kleiner Augenblick, damit wir mal auf die Geschichte zurückgreifen, ja? Welche Bücher hat Jesus gelesen gehabt? Wisst ihr das vielleicht? Ich glaube, das wirst du uns gleich sagen, oder? Ich weiß es, ja, ich kann es euch sagen, aber ich würde mal gerne wissen, ob ihr etwas darüber wisst. Nein, was weißt du, welche Buch? Zwei Bücher hat er in seinem Herzen getragen. In seinem Herzen hat er die. In seinem Herzen, also der hat schon beim Olivienberg 10 Gebote gesagt, dass ich so viel weiß. Mehr. Und wo stehen die 10 Gebote? Also bei Moses gleiche, dieser Baum. Aha, also in der Tora. So, und zweite Buch, welches war das zweite Buch? Das ist der Injil, mein Lieber. Aha, und wo ist das Injil? Den haben wir hier bei uns. Den Injil könnt ihr gar nicht bei euch haben. Der Injil wurde weggenommen. Ach so, Pascha, ganz kurz. Warum wurde er weggenommen? Hat Allah die Menschheit getäuscht oder hat er es nicht bewahrt? Nein, er hat sie nicht getäuscht, nur die Menschen haben das Wort Gottes nicht angenommen. Warte, hat er das nicht bewahren können? Ist er nicht mächtig oder was ist denn los mit dem? Bitte nochmal, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Ist dieser Gott, der wo diese Schriften den Menschen gegeben hat, nicht mächtig genug, seine Schriften zu bewahren, dass allein Menschen sie verfälschen und ändern können, und er tut es verstecken vor der Menschheit? Was macht das für einen Sinn? Nein, er versteckt das nicht vor der Menschheit. Doch. Und zwar, er hatte das Injil offenbart gehabt. So. Aha. Er hatte das Injil offenbart gehabt, nur die Menschen haben sich nicht dran gehalten. Aha. Woher willst du das wissen? Aus den Geschichten. Wer Vorteil, welche Geschichten aus 1001 Nacht? Ja, nee, aus 1001 Nacht garantiert nicht, aber das, was aus ihr welchen predigt, Geschichten liest du denn, mein lieber Pascha? Aus dem Koran lese ich, nichts anderes. Pascha, nach deiner Aussage hat sich Mohammed doch auch nicht an die Bibel gehalten, also was erzählst du da? Er hat sich an die Tora, an das Injil, er hat keinen Götzendienst vollbracht. Er hat keinen Götzendienst gemacht. Aha, der hat keinen Götzendienst gemacht. Nein, hat er nie gemacht gehabt. Okay. Und als er drei Vögel angebetet hat, war das nicht Schirk? Was für drei Vögel? Was erzählst du denn da? Die Töchter von Allah. Die Töchter von Allah? Mhm. Also mir ist jetzt neu, dass Allah eine Tochter hat. Leute, nicht diskutieren. Vieles Aram. Neu. Und was du bitte uns erzählst, ist auch schon. Entschuldigung, ich möchte ganz kurz unterbrechen. Ihr wollt wissen, in welcher Sure steht, dass Jesus Gottes Wort ist, richtig? Ja. Jetzt schreibt gerade in den Chat. Dass Gottes Geist mega, ist. Mega. Dass es Gottes Geist ist. Das ist Sure 3, Vers 39 und Sure 4, Vers 171. Sure 3, Anisa. So. Sure 3, welche Vers war das? Moment, ich hab das schon. Okay? Leute, Sure 3, Ali Imran. Sure 4, Al-Nisa. Ganz kurz. Lass bitte Sure 4, Moment. Sure 471. Oh, Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion, richtig, und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Al-Masih, Isa, der Sohn Mariams, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort. Und aha, also jetzt, nur warte, ein Prophet. Warte. Einfach ruhig, mein Lieber. Okay, sein Wort. Dass er Mariam entbot und Geist von ihm. Darum glaubt an Allah. Was ist jetzt, hä? Geist von ihm, hä? Das Wort und Geist von ihm. Das heißt, Masih, Jesus Christus ist und ewig, alternativ ewig. Das ist die Gottheit Jesu im Koran. Aber liebe Leute, wisst ihr, warum überhaupt diese Sachen auch im Koran stehen? Wisst ihr das? Könnt ihr das überhaupt erahnen? Weil Gott eben auch dem Täuscher die Wahrheit entboten tut. Er muss auch die Wahrheit bezeugen, egal wie viel er verfälscht. Er muss die Wahrheit sagen, egal wie er versucht es zu täuschen. Und deswegen können wir auch aus dem Koran diese Sachen entnehmen und lesen, meine lieben Freunde. Nichts anderes ist es. Okay, aber da steht ja wortwörtlich drin, er ist der Gesandte. Noch einmal. Er ist ein Gesandter. Du hast jetzt gerade nicht hingehört. Okay, Pascha.
Ich habe dir doch gerade zugehört. Da stand doch da drin. Du hast doch gesagt, ein Gesandter. Okay, okay. Hörst du mich gerade? Und das Wort Gottes. Ja, warte, hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wen hörst du? Dich. Wer? Ja, der gerade spricht. Wer ist der? Weiß ich nicht, wer gerade hier spricht. Ihr habt alle keine Bilder. Ihr habt alle. Wer redet Aram hier gerade? Wer? Ich glaube, Aram redet. Aha, das bin ich. Und wenn du mich sehen würdest, wen würdest du sehen? Einen Menschen. Wen? Welchen Menschen? Ja, ich denke mal, der sich hinter diesem Profil verbirgt. Wer ist das, laut dieser Schrift, wo du siehst? Laut welcher Schrift? Wo unten Aram steht. Aram, da hast du doch eben Aram was lesen können. Okay, du hast also Aram. Und wessen Geist ist dieser in diesem Körper von diesem Aram? Weiß ich nicht. Ist es nicht von Aram wieder? Ist es wieder nicht von Aram? Welcher Aram? Von welchem Aram redest du jetzt? Hier, wo du auf dem Bildschirm siehst, wo mit dir gerade redet, dieser Aram, ja, wo mit dir redet. Ich sehe nur irgendwie ein Handybild, sehe ich da. Also das ist ein verspiegeltes Handybild. Aber siehst du unten nicht den Namen Aram? Doch, unten sehe ich den Namen Aram. Und jetzt? Also du hörst Aram sprechen, ne? Ja, und jetzt? Also ist dieses Wort vom Aram, wo gerade mit dir redet? Ja. Und dieser Geist in diesem Körper von diesem Aram ist wessen Geist? Wieder von Aram, oder? Tja, das ist der Geist, der dir eingehaucht wurde, ja. Also ist es auch mein Geist, ist es auch Aram. Und mein Körper, wenn du mich sehen würdest, ist es auch Aram, ja oder nein? Natürlich, du bist ja dieser Mensch. Amen. Und was ist jetzt Geist und Wort Gottes? Wo Amen ist er? Ich weiß, worauf du hinaus. Wo ist jetzt nein das Wort? Amen. Pass auf, das Wort Gottes und Geist Gottes hat wer? Jesus. Wer ist jetzt Jesus? Jesus war ein Gesandter. War ein Prophet. Wenn er den Geist Gottes hat und das Wort Gottes hat, dieses Wort von Gott, wer ist das? Es ist doch Gott. Er hat nicht. Guck mal, wir können jetzt hier rumspekulieren, wie viel wir wollen, ne? Warum spekulieren? Es steht doch da schwarz noch auf weiß. Ich kann es warum könnte jemand vielleicht noch mega bitte darum, dass vielleicht noch Sure 3, 39 vorgelesen wird? Darf ich mal kurz reden? Da steht auch, dass. Darf ich mal kurz reden? Also, der Rasha war doch gegen Aram eben, ne? Wer war gegen Aram? Ja, eben gesprochen. Rasha, wenn du Koran richtig gelesen hättest, hättest du ihm antworten können. Ich werde das nicht. Ich habe nicht den richtigen Koran auf Arabisch, kann ich nicht lesen. Ich lese auch die Übersetzung. Das ist das Problem, weil ihr Koran nicht liest, könnt ihr nicht. Sure 3, 9. Nein. Ich kann die Übersetzung ist nicht derselbe Koran wie der Original-Koran. Hör mal zu. Ich wollte nur kurz was erklären. Kurz. Dann redet ihr wieder weiter, mache ich wieder mich stumm. Wenn er mir diesen Thema gekommen hätte, hätte ich ihm so viele Sachen gezeigt, darüber könnte er nicht mehr reden können. Arifati. Ja. Arifati. Müssen wir uns auseinandersetzen oder was? Also Leute, aber ich überlasse wirklich jedem, er kann glauben an was er will. Bitte keine Eifersüchte rein. Darum geht es nicht. Darum bin ich auch nicht hier reingekommen. Ich bin nur hier reingekommen. Pascha, eine Frage, Bruder. Ist Allahs Wort ewig? Ja. So. Jesus ist Allahs Wort. Er ist ewig, Bruder. Ewig. Ja, aber die Tora ist auch Allahs Wort. Ja, Rabbi. Wir reden nicht von einem Buch. Wir reden von Jesus Christus gerade. Von Isa. Natürlich reden wir reden die ganze Zeit über Bücher, weil sonst wüssten wir diese ganzen Sachen nicht, oder? Ja, aber ich sage gerade, wir reden von einem. Verstehst du nicht, worauf ich hinaus will? Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Allahs Wort steht doch im Koran, haben wir natürlich gerade gelesen. Natürlich, er hat ja das Injil gebracht. Bruder, das Wort ist ewig. Aha, und wenn du dir jetzt das Injil und den Koran vergleichst, auf wie viel Prozent Gemeinsamkeiten kommst du? Warte, sind die Propheten ewig alle? Ist Mohammed oder Moses oder irgendeiner, der für dich Prophet ist, ist der ewig, so wie Jesus? Ist er ewig? Nein, und keiner von denen hat den Geist und das Wort Gottes, keiner.
Ja, aber laut dem Koran steht ja auch nicht drin, dass Jesus gekreuzigt wurde, ne? So, dass er tot ist, also von daher. Er lebt, der Koran sagt doch, dass Allah ihn hochgeholt hat zu sich, dass er lebt. Ja, natürlich. Nein, Jibril, warte. Warte, sogar der Koran bestätigt, dass er gestorben ist. Herrgott, wo ist die Sure? Au, warum habe ich sie nicht aufgeschrieben? Ich muss einmal kurz schauen. Gott hat zu sich genommen, Leute. Ja, so kenne ich auch die Geschichte. Nein, es gibt eine Sure, wo bestätigt wird, dass er ihn getötet hat. Es gibt Vers, ich sag doch, es gibt Vers dafür. Der sagt, die Vers, dass wir Gott zu sich genommen haben, die haben falschen Jesus angekreuzt. Sagt er doch Vers. Ja, richtig, so kenne ich die Geschichte auch. Ja, aber warum sagst du dann, Jesus ist tot? Nein, das sagen ja die ganzen Evangelien, sagen das ja, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ja, nach 3 Tagen aber wieder auferstanden ist, das sagen wir. Wir sagen, er ist ja nicht gekreuzigt worden, sagt ja der richtig, Koran. Richtig, Amen. Ja, aber Bruder, guck mal, ich erkläre dir ganz kurz nochmal. Torah und Injil und Koran sind Allahs Wort. Richtig, und Allah sind sagt, identisch. Niemand kann mein Wort fälschen. Erstens das. Zweitens, ne, wir sagen, Jesus Christus wurde gekreuzigt. Ihr sagt, nein. Verstehst du? Aber wenn doch das Wort von Allah Injil sagt, er wurde gekreuzigt, warum sagt sein Wort Koran, nein, er wurde nicht gekreuzigt? Allah widerspricht sich. Weil das Neue Testament nicht von denen geschrieben wurde. Das Neue Testament wurde von irgendwelchen dahergelaufenen Idioten geschrieben. Allahs Wort. Es ist doch Allahs Wort. Du musst doch verstehen, was der Koran sagt. Es ist Allahs Wort. Ja, im Koran ja verstehe ich es, aber in der Bibel verstehe ich es nicht. Es kann nicht verfälscht werden. Nein, Injil auch. Es kann nicht verfälscht werden, Allahs Wort. Ja, aber im Injil denk ich nicht, dass das da drin stehen kann. Im richtigen Injil. Können wir ein bisschen was lesen, Jungs? Im richtigen Injil. Sure 459, Koran. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein. Weißt du, wen sie damit meinen? Schaut's mal her, ein bisschen weiter oben, Sohn Mariam. Isa. Ja. Isa ist damit gemeint. Ja, und das ist ja auch richtig. Da habe ich doch vorhin gesagt, Isa wird kommen. So. Habe ich doch vorhin die ganze Zeit gesagt gehabt. Ja. Pascha, hast du denn jetzt deine Antwort bekommen, wo im Koran drin steht, das, was du gesucht hast, was du nicht verstanden hast? Hast du die Antwort jetzt bekommen? Nein, die Antwort habe ich noch nicht richtig bekommen. Aber ich werde darüber recherchieren. Ich werde darüber jetzt recherchieren und ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, auch durch die Hadithen mal durchblättern. Weil eine Sure, wie das ist der Geist, das Gottes Geist, das vom Allah der Geist in Jesus steckt, das weiß ich ganz genau, das kann irgendwie nicht stimmen, weil ich die Geschichte ganz anders kenne. Also ich habe dir das Tipp gegeben, du musst richtig lesen und verstehen, dann kannst du antworten. Nein, ich kenne ein paar Hafisen, ich werde die fragen, die können den arabischen Koran. Ich habe dir einen Tipp gegeben, guck mal. Aber ich werde nicht sagen. Aber warum, habe ich eine Frage, warum machen die Evangelien den Islam immer so schlecht? Warum? Aus welchem Grund? Ich sage es dir, Bruder, wir müssen die Dunkelheit ans Licht bringen. Aber das wo ist der Islam dunkel? Das ist totale Dunkelheit, Bruder. Weil, guck mal, wir müssen auf jeden Fall aufklären die Menschen. Wir dürfen sie nicht in die Irre gehen lassen zu Allah, der die Hölle, seine Hölle füllen will mit Seelen. Wir dürfen die Menschen nicht zu Allah lassen, damit er die Hölle mit den Seelen füllt. Kannst du mir sagen, was Allah wortwörtlich übersetzt heißt? Allah heißt Allah, der Mondgott. Nein, es heißt nur Gott. Nein. Also Mondgott. Al ist ein arabischer Artikel und heißt der. Al. Stimmt? Nein. Stimmt nicht. La ist der arabische Artikel. Vor Allah gibt es noch ein Wort. El-Allah steht da. Ich bitte dich. Da steht nicht nur Allah, sondern El-Allah steht immer. Du musst richtig lesen. Nein, Arifati, das stimmt nicht. Nein, ich lese immer nur Allah.
Arifati, das stimmt jetzt nicht, was du gesagt hast, absolut nicht. Soll ich zeigen? Ja, kann ich gerne zeigen, aber Allah ist ein Mondgott und das wissen wir alle. Soll ich zeigen? Warum ist denn auf jeder Moschee ein Halbmond? Warum? Das ist das Warum ist denn auf muslimischen Flaggen überall ein Halbmond? Warum? Ich sag dir, weil das islamische Zeichen ist. Guck mal, warum aber? Woher kommt das islamische Zeichen? Wollt ihr hören? Aber keine Philosophie, Bruder, wir wollen Fakten. Das weiß ich nicht, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ich habe mich damit noch nicht befasst. Ja, warte mal ab. Ja, warum befasst du dich nicht mit deinem Glauben, Bruder? Ich will mit dir nicht diskutieren, jetzt mache ich Jibril fertig. Komm mal jetzt. Oh, du weißt zu viel, ne? Wir hatten das doch die letzten drei Tage. Du willst immer einen fertig. Du weißt zu viel, ne? Nein, derjenige, der das denkt, das bist du. Du stehst dort und sagst, ich könnte dir jetzt Tipps geben, ich könnte dies, ich könnte das, ich kann Griechisch, ich kann Latein. Woher das kommt? Du bist der Allwissende anscheinend hier, Arifati. Ich will doch erklären, willst du wissen, woher das kommt, dieser Halbmond? Ja, erzähl mir bitte. Vom Hubert. Okay? Von Hubert? Wer ist Hubert? Ja, vom Hubert. Von Hubal, ist richtig, ja. Er kommt vom Hubal. Der heißt Ilach, mein Freund. Ilach. Lach. Lachmitin. Hubal. Wenn du keine Ahnung hast, liest du. Ich habe viel gelesen. Also ich sag ja, ich habe mich damit noch nicht befasst, mit der Flagge oder sonst irgendwie. Diese Grundwissen habe ich mich noch nicht befasst. Bin ich auch ehrlich zu, deshalb kann ich das auch nicht erklären, woher das Teilchen kommt. Guck mal, Bruder, was ich weiß, sage ich. Was ich nicht weiß, kann ich nicht sagen. Ich gebe dir einen Tipp. Befasse dich mit den Hadithen, zumindest mit deinem Glauben. Lies den Koran und befasse dich mit den Hadithen. Guck mal, mit den Hadithen ist das immer so eine Sache. Ne? Es gibt viele authentische Hadithen, aber es gibt auch authentisch. Du sollst nur die Sahih-Dinger lesen, Bruder. Ich sage nicht, du sollst Da'if oder was weiß ich was machen, sondern lese das, was von den Gelehrten akzeptiert wird, natürlich der Koran und die Sahih-Hadithe. Das wir lesen. Mach mich groß. Bruder. Mach mich wieder groß. Endlich darf Arifati auch mal groß werden. Von allem akzeptiert sind das. Lass uns lesen. Was machen die doch, Prophet? Sollen wir lesen? Du hast Ahnung, ne? Du hast Sirat die Bücher Ibn, noch nicht mal gelesen, noch nicht Sirat mal Sirat Ibn Hisham. Arifati, welches Buch ist das? Wer hat es geschrieben? Ibn Hisham. Wann hat er geschrieben? Ibn Hisham, wann hat er geschrieben? Ja. Guck mal, wann hat er geschrieben? Tipp mal Internet. Mach doch, schlag auf, das muss doch in der ersten Seite oder zweiten Seite drin stehen. So ein Stempel Lass drin sein. Wann ist der ausgedruckt worden? Ja. Letzter Ausdruck ist der 2021. Letzte. Ausdruck. Okay, und wann war dieser Ibn Hisham? Ibn Hisham, lass uns mal tippen, gucken, wann er gelebt hat. Steht es dort nicht drin, oder? Ibn Hisham ist der Cousin von Muhammad. Steht auch. Wir müssen lesen, Leute. Also, der ist 825 gestorben. Okay, gut. Also circa 200 also, Jahre. Also, der hat schon ganze Sachen von Ibn Abbas genommen. Der erste Hadith-Sager. Mhm. Ne? Bevor, dass du da was redest. Sogar Ibn Ishaq habe ich auch noch hier. Heide, stimmt die Abartma, Oku. Was soll ich denn lesen? Ja, du wolltest doch was zeigen. Keine also Ahnung. Serie, sein, Bruder, da steht doch vor, diese vier Heiligen Krieg. Gab es 13 Kriege oder 17 muss es sein. Kriege. Wofür das da entstanden hat, steht doch bei dem Geschichtenbuch. Les mal. Da zeigen sie Prophet wie Ali Baba 40 Räubern, weißt du? Mhm. Und aber okay, wie authentisch ist denn das Buch? Arifati, aber wie authentisch ist denn dieses Buch? Dieses Buch wird doch von jedem akzeptiert, mein Freund. Ich zeig dir noch ein. Jeder Islam-Geschichtenschreiber nimmt er diese Bücher als Quelle. Ich zeig dir noch eine. Pascha, bist du was? Zeig, schau mal. Schau mal hier. Abu al-Walid
Al-Azraki, Achbarul Mekka. Guck. Achbarul Mekka. Habt ihr diese Bücher gelesen? Ich kenne diese Bücher nicht. Ich weiß noch nicht mal, was das für ein Buch ist. Ob das jetzt ein Tafsir ist oder für Hadithen. Tut mir leid, weiß ich nicht, was das für Bücher sind. Kenne ich nicht. Ibn Hisham und Ibn Ishaq sind ganz, ganz vom Anfang an schon. Ne? Also die haben auch viel über und Mohammed sein Leben hier, geschrieben. Dass wir Hadithen lesen sollen, dass wir Dings lesen. Also sozusagen die Sunna. Ja. Kann ich auch vom Buhari zeigen, 16 Bücher. Die Ungläubigen hintrefft, während sie zu... Bitte Finger weg, sonst kann ich nicht weiterlesen. Tu lieber die 12 lesen. Die Nummer 12? Also als dein Herr den Engeln eingab. Gewiss bin ich... Bin mit euch so fest. Und die Bücher habe ich eins zu eins verglichen mit arabischen Sprachen. Ja, da steht das drin. Hast du das gelesen, mein Lieber? Ja, ich habe es gelesen. Und wie findest du das? Wenn das Allah sein Gesetz ist, dann ist es sein Gesetz. Ich habe Okay, das ist okay, genauso wie hier in Deutschland. Pascha, ich verstehe dich absolut. Ich meine, ich bin wirklich absolut mit dir. Wenn du daran glaubst, dass das Allahs Gesetz ist, dann hast du dich daran zu halten. Ist richtig. Aber jetzt hier die Frage ist nur, als dein Herr den Engeln eingab, gewiss, ich bin mit euch so festig, diejenigen, die glauben, ich werde in die Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken einjagen. So schlagt ihnen auf die Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. So, jetzt müssen wir uns vor Augen halten, wer sind denn diese ganzen Ungläubigen? Das sind die Christen, die Juden, die Götzendiener, die Atheisten, die Agnostiker und die meisten von den Muslimen auch. So, jetzt frage ich mich wirklich, ich meine, das ist eine ernst gemeinte Frage, ne? Jetzt frage ich mich, was ist das für ein Gott, der wo die ganze Menschheit, so, ne, verflucht und man soll sie töten. Was ist das für ein Gott? Ja, du hast ja jetzt gesagt, ne, die Christen, Juden und was weiß ich alles, ja? Alle. Das wird jetzt aufgezählt, ne? Alle. Aber alle. Im Koran steht auch drin, diejenigen, die an Gott glauben, an den an die Propheten glauben und an die Engel glauben und ans Paradies und an das Jenseits glauben, von deren diejenigen sind davon ausgenommen. Das sind gläubige Menschen. Nein, das egal, stimmt ob er Jude, Moslem oder Christ ist. Pascha, das stimmt nicht. Pass auf. Wir nehmen jetzt alle Schriften, glauben daran und auch an die ganzen Propheten, aber an Mohammed, den nehmen wir nicht als Propheten. Sind wir jetzt Gläubige bei diesem Allah, ja oder nein? Nee, dann bist du ungläubig. Also wenn du den nicht an... Also er sagt ja an alle Propheten, ne? Nicht nur Mohammed. Siehst du, wir nehmen aber diesen Mohammed nicht an. Die ganze Menschheit nimmt ihn nicht an. So, jetzt frage ich mich wirklich, dieser Allah, dieser Gott, dieser Quasi-Gott, ne? Was macht er jetzt mit diesen, die glauben, ich werde in die Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken einjagen, so schlagt ihnen auf die Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. Was ist es dann für ein Gott, wenn er 99% der Menschheit im Unglauben lässt, ne, wegen einem Mann, wegen diesem Mohammed und alle töten lassen will? Was ist das für ein Gott? Ja, das, wenn er will, dann macht er das mit einem Fingerschnappen. Und zwar nehmen wir doch einfach mal die Geschichte von Noah. Richtig, ist richtig. Was war denn ist damit? Richtig. Da waren die Menschen auch richtig ungläubig geworden. Ist was, richtig. Was hat Gott gemacht? Er hat alle richtig. Überschwemmt. Richtig, er hat alle Fertig. Überschwemmt, richtig. Aber hier sehen wir, er tut nicht alle überschwemmen oder mit einer Naturkatastrophe vernichten, sondern er sagt, die Muslime haben dieses und jenes zu tätigen und die ganzen Andersglaubenden Nackentherapie zu verabreichen und ihnen auch die Finger, jeden Finger abzuschlagen. So. Aber guck mal, auf diesem Vers, jetzt weiß ich nicht, ob das auf die Engel tendiert ist, also dass das die Engel machen sollen oder wir Menschen machen sollen.
Das weiß ich jetzt nicht, weil da steht, guck mal, also, als dein Herr den Engeln eingab. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Schau mal hier, wir fahren ein bisschen weiter rauf. Ne? Jetzt lese mal die 17 bitte. Die 17? Ja, ich sehe gerade nicht, welche Nummer 17 ist. Nicht ihr habt sie getötet. Nicht ihr habt sie getötet. Sondern Allah hat sie getötet. Allah hat sie getötet und nicht du hast geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Und damit er die Gläubigen einer schönen Prüfung von ihm unterziehen. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. Ja, ist doch auch richtig. Alles, also das was heißt, wir, alles, was wir auf. Machen, jeder pass Atemzug. Auf. Alles gut, alles gut. Also das heißt, im Grunde genommen, so verstehe ich das, das heißt, ihr bekommt die Befehle für, von diesem Allah und ihr seid eigentlich dafür indoktriniert, vorgesehen, diese Taten zu begehen, aber ihr habt keine Schuld. Richtig? Wenn es nach der Scharia geht, ja. Aha, also, dann erklär mir doch, was das für ein liebender Gott ist. Was für ein liebender Gott das ist, ja, kann ich dir auch erklären. Und zwar, guck mal, wenn wenn der Gott sagt, wir nennen ihn jetzt einfach Gott. Ich sag jetzt weder Allah noch Jesus noch sonst irgendwie, wir nennen ihn einfach Gott, ja? So, wir sagen jetzt mal so, wenn Gott sieht, du betest für ihn, wenn Gott sieht, du machst deine Sachen richtig, du gehst einen richtigen Weg, zum Beispiel, du lügst nicht, du klaust nicht, du beleidigst keine anderen Leute, gehst deiner Ehefrau oder deiner Freundin, ja okay, nehmen wir lieber die Ehefrau, weil Freundin... Alles gut, wir sind Sünder. Pascha, wir sind alle Sünder, mein Lieber. Okay, okay, wir verstehen das. Jetzt stelle ich dir aber eine andere Frage. Was kann ein Mensch dafür, wenn dieser Allah diesen Menschen für die Hölle von Anfang an schon erschaffen hat? Was kann er dafür? Ist es ein liebender Gott, ein guter Gott oder? Gott hat keinen Menschen für die Hölle erschaffen. Bitte? Gott hat keinen Menschen für die erschaffen. Für die okay, erschaffen. Aber was ist, wenn jetzt dieser Gott die Menschen für die Hölle erschaffen würde? Würdest du den annehmen und sagen, das ist ein liebender und gerechter Gott? Guck mal, hier stellt sich schon wieder eine andere Frage. Würde, das wäre eigentlich eine Sache, zum Beispiel, was er nicht reden, wir reden hier über einen Schöpfer, wenn er Menschen schon im Vorfeld erschaffen tut, dass sie in die Hölle gehen, egal ob sie gut sind oder schlecht sind. Die werden aber trotzdem in die Hölle gehen. Ist das ein guter Gott, ein gerechter Gott oder ein Gott, den man nicht annehmen sollte? Was meinst du? Das ist deine Sache. Das möchte ich mich einfach nicht so äußern, weil ich bin ein gläubiger Mensch und von daher sage ich dazu, ich weiß schon, was der Gott von uns will und Pascha, wie wir ins Paradies Pascha, kommen. Pascha, es ist eine ganz einfache Frage. Du bist jetzt der Pascha, du bist ein guter Mensch, du bist ein gläubiger Mensch, du hast sehr gute Taten, aber was ist, wenn er dich schon von Anfang an für die Hölle erschaffen hat? Dann was hat machst er es halt dann? So gemacht, dann war das halt sein Plan und in seinem Plan kann niemand dazwischen funken. Also das heißt, du würdest auch diesen Allah oder diesen Gott akzeptieren, dass er dich in die Hölle schmeißt, obwohl du ein guter Mensch warst? Ja, wenn er sagt, dass ich ob ich ein guter Mensch war oder ein schlechter Mensch war, wenn ich für die Hölle gemacht würde, bitteschön. Er hat gerichtet, fertig, Feierabend. Okay. Aram, gibt's da Sonne im Hölle? Bitte? Gibt's Sonne im Hölle? Sonne? Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es ein Riesenfeuer und ich glaube, die Muslime oder... Wenn warm ist, alles in Ordnung. Ich gehe da ist immer Sommer. Immer Sommer. Tatsächlich, Arifati, die haben sogar Decken zum Zudecken. Dann gehe ich doch dahin. Jetzt mal ganz im Ernst, Pascha. Ist es wirklich deine Meinung, wenn Gott die Menschheit für die Hölle vorsieht, egal wie gut sie sind, dass sie trotzdem in die Hölle gehen, findest du diesen Gott gerecht? Schau mal, wenn Gott das vorgehabt hätte, dann wäre er nicht Gott, dann wäre er der Teufel. So. Und der Teufel animiert Menschen, manipuliert Menschen. Du hast gerade bezeugt, dass Allah Satan ist, Bruder. Nein. Weil Allah hat Jins und Menschen direkt für die Hölle. Nein, Jins sind was ganz anderes. Das sind ganz andere Wesen, das sind keine Menschen. Ja, nein, alles gut. Pascha, deine Antwort, du liegst nicht falsch, weil... Wir wissen, dass Gott gerecht ist, oder? Ja, natürlich wissen wir das. Also, und wir wissen auch, dass er eigentlich uns liebt. Ist ja normal, weil wir seine Schöpfung sind, oder? Ja, natürlich, sonst würden wir ja nicht beten und ihn fragen, bitte hilf mir aus dieser Scheiße heraus. Pascha. Afaram, Gott segne dich. Als ein Muslim, dein Name ist Pascha. Pascha kennt jeder, was heißt Pascha. Das ist nicht muslimischer Name, Pascha. Pascha ist das ist nicht gut. Bro, das ist einfach nur ein Name hier auf TikTok. Das hat nichts zu bedeuten. Genau, guten Pascha, willst du mich verarschen? Hallo? Ja.
So, hallo. Grüß euch alle hier. Was war das gerade mit Dings Frage, warum wenn ich schon, einer sagte von euch, habe gar nicht gemerkt, wer das gesagt hat, dass man, wie man schon vorher erschaffen für die Hölle, warum ist das so? So habe ich verstanden oder so, ne? Genau, genau. Ja. Wie kann es sein, dass ein Gott Menschen von Anfang an für die Hölle erschaffen tut? Das heißt, dieser Mensch kann nochmal so gut sein, aber der kommt in die Hölle. Ist das richtig? Ist das gerecht? Ist das ein guter Gott? Ist das ein liebender Gott? Ist das ein gerechter Gott oder ist das ein ungerechter Gott? Nein, wir sind nicht, alle Menschheit sind nicht erschaffen für die Hölle. Umgekehrt. Deswegen gab es immer Propheten, Gott schickt immer Propheten zur Erinnerung. Weißt du, dass unsere Seele, Allah hat ihn schon, wir haben schon zugegeben, dass Gott, jede Mensch, die schon vorher gestorben oder wird schon geboren und wird auch leben, das sind alle Seelen, die schon bezeugt, dass nur ein Gott gibt. Ne? Die uns Seele ist mehr alter als uns Körper ist, sag ich mal, jeder ist. Wir haben einen Vertrag unterschrieben. Alles gut, Al-Jufi, Al-Jufi, das ist okay. Nein, aber die Frage warte. Ist. Ja, warte. Ja, warte, ich bin fertig. Einmal. Ja, genau. Ich stelle dir noch einmal. Die Frage ist, wenn ein Mensch von Anfang an schon für die Hölle von Gott dafür vorgesehen ist, dass er in die Hölle geht, egal was er macht, ist das gerecht? Ist das ein gerechter Gott? Nein. Du bist nicht für die Hölle erschaffen. Deswegen. Du musst meine Frage verstehen. Ich frage ja, wenn ein Gott die Menschen von Anfang an für die Hölle erschaffen tut, dass sie in die Hölle gehen, ist das ein gerechter Gott oder ist das kein gerechter Gott? Aber Gott hat dich nicht, deswegen ich antworte auf deine Frage. Gott hat dich erschaffen, nicht, dass du in die Hölle landest, sondern im Paradies. Ich gebe dir Möglichkeit. Ich gebe dir, ich schicke dir Propheten. Ich schicke dir jetzt mal Erinnerung, das und das. Aber du willst nicht. Das ist deswegen das einzige Lebenswesen auf dieser Erde, die selber Entscheidungen trifft, ist der eine Mensch. Die Tiere können das nicht. Ayman, das verstehe ich. Ich will nur eins verstehen. Was ist, wenn Gott Menschen von Anfang an für die Hölle erschaffen tut? Das habe ich gerade geantwortet. Der hat dich nicht von Anfang an, dass du für die Hölle landest. Ayman, ich sage dir, was ist, wenn Gott, was Adam, ist, Adam, wenn Adam, Gott, Adam, ich beantworte, dann ist es kein bitte, Gott. Bitte. Dann ist es kein Gott. Dann ist es kein Gott. Gott segne dich. Ayman, noch einmal. Wenn Gott Menschen von Anfang an für die Hölle erschaffen tut, ist es ein gerechter Gott? Aber du sagst das und die Menschen sagen das nicht. Komm, Gott sagte, ich habe euch nicht für die Hölle. Und du sagst, Gott hat für uns. Also stimmt's. Beantworte mir einfach die Frage. Ist es dann, wenn überhaupt? Hast du verstanden? Wenn, das ist ein Beispiel. Fantasie. Das ist so. Okay, ach so, wenn es nur ein Wenn ist, guck mal, wenn er Gott weiß genau, was die, wenn die Menschen schon passieren. Er ist ein Gott, er kann entscheiden, was er macht. Guck mal, das ist genau wie du ein Firma. Du hast eine Firma. Und sag doch ja oder nein. Mein Gott, ist das so schwer oder was? Gott. Warum schreist du, Alter? Wer bist du, Alter? Ja. Er ist ein Gott, er kann entscheiden. Einmal. Er hat sich selber einmal erschaffen. Scheißegal. Du lässt ihn in Höhle. Punkt. Du hast ein Auto gebaut, zwei Autos, drei Autos, du wie ein Firma. Du hast jetzt eine Antwort gegeben? Ja. Okay, wir haben verstanden, ja. Mein Gott, ja. Ayman, also, das heißt, wenn Gott jemanden für die Hölle erschafft, dann ist es kein guter Gott, oder? Nein, ist ein guter Gott. Nein, warte, ich habe nicht gesagt, guck mal. Warum versucht ihr das andersrum zu verstehen? Wenn ein Gott, was er erschaffen hat, er weiß genau, was von dir passiert, was von dir werden. Scheiße Mensch, bist ein Mörder. Klar, du landest in Höhle. Punkt. Sag mal, Biden oder Tony Blair. Schrei nicht, du Meisel. Ja, du tust die ganze Zeit nur philosophieren. Ich hab dir eine scheiß Frage gestellt. Du tust rum philosophieren. Ja, habe ich dich geantwortet, aber du willst nicht hören. Nein, du hast nicht geantwortet. Hör zu. Allah oder Gott erschafft einen Menschen
für die Hölle. Und dieser Mensch ist aber ein sehr guter Mensch. Er ist ein gläubiger Mensch, er ist ein guter Mensch, hilft den Menschen, macht alles akkurat, macht alles gut, aber trotzdem schickt Gott ihn zur Hölle. Ist es ein guter Gott oder ist es ein böser Gott? Ganz einfach. Ist ein guter Gott. Ist ein guter Gott. Das ist genau. Guck mal, wenn Gott weiß genau, was er erschaffen hat. Oh mein genau, Gott, dann hast du keinen freien Willen. Ach so, du denkst, du hast einen freien Willen. Okay, sag mir, wo hast du einen freien Willen? Also das heißt, ich habe jetzt keinen freien Willen, kannst du zu sprechen, oder was? Nein, kannst, guck mal, du musst auch verstehen, was der Sinn war, dass du erschaffen hast. Warum hat dich Gott erschaffen? Frag dich selbst. Ich werde mit dir nicht länger diskutieren. Warte, ich stelle dir eine Frage, antworte ja oder nein. Hast du einen freien Willen bekommen? Warum soll ich ja oder mit nein antworten? Hast du einen freien Willen bekommen von Allah? Ja klar oder nein? Klar hat er. Nein, warte, er soll antworten. Hast du einen freien Willen? Ich habe keinen freien Willen. Wenn ich einen freien Willen, werde ich zum Beispiel Scheiße bauen. Ich werde jeden Menschen, die mich beleidigt, ich werde ihn umbringen, Beispiel. Und ich werde alles machen, was ich mir zusteht. Alles gut. Es macht keinen Sinn, mit dir weiter zu diskutieren. Es macht keinen Sinn mit euch, weil ihr seid was gerne. Gott segne dich, du hast keinen freien Willen. Du hast keinen freien Willen. Wie sagt ihr, wer bist du? Du hast keinen freien Willen. Mit dir kann ich nicht diskutieren. Fertig. Du kannst mit mir diskutieren, aber du sagst du wirst das nicht verstehen, was ich sagen würde. Du bist nur. Ich brauche das nicht zu verstehen. Du hast keinen freien Willen. Du hörst nur dich zu. Auf der Welt, Bruder, haben die einen freien Wissen, Bruder? Okay. Ayman, du hast keinen freien Willen. Ich kann nicht mit dir diskutieren. Fertig. Okay, was ist denn dein freier Willen? Was sind deine freien Willen? Guck mal, kann ich ihm das erklären? Hör mal zu. Einen freien Willen. Hör mal zu. Mhm. Allah subhanahu wa ta'ala, wie bei uns im Koran steht, hatte Engels erschaffen und hatte Ins erschaffen und hatte Djinn erschaffen. Ja. Okay? Engels, die haben keinen freien Willen. Die sind, seitdem die geboren sind, bis heute Tage sind die am Beten für Allah. Und die machen das, was Allah sagt. Also was Allah spricht, wenn die das sofort tun. Das sind die Engels. Wir Menschen, wir haben einen freien Willen. Also wir können auch Leute umbringen. Wir können das machen, das machen. Und wir haben zwei Wege. Am Ende... Dankeschön, TikTok-sportlich. Dankeschön, Bruder. Dankeschön, Tom. Entweder Hölle oder Paradies. Verstehst du, was ich meine? Da habe ich dir verstanden. Aber freien Willen, das heißt, du darfst machen, was du willst. Aber Gott sagte, du darfst nicht. Das heißt, du hast nicht freien Willen. Trotzdem kannst du entscheiden, ob du das machst. Das war genau mein Punkt. Pass mal auf. Guck mal, du darfst es nicht machen, aber du kannst es machen. Auch wenn Allah das nicht erlaubt hat, du kannst es machen, weißt du? Die Engel zum Beispiel, die können das nicht machen. Genau, das, was ich meine, Punkt. Vielleicht war ein Missverständnis, was ich erreichen will mit meinen, was ich sagen will. Missverständnis, ich rede schon seit 10 Minuten mit dir. Warte mal, Adam, guck mal, ich will auch nicht hier, wir wollen auch nicht streiten, wir diskutieren nur. Ayman, wenn jemand zu mir sagt, er hat keinen freien Willen, der braucht mit mir nicht zu diskutieren, das ist mein Recht. Guck mal, ganz kurz, dein Recht. Warte, was schreibt Anna? Was ein Quatsch, Allah hat schon am Anfang an. Ayman, ein freier Wille bedeutet, du stehst auf, und du entscheidest, ob du rechts oder links gehst. Natürlich, wie man entscheidet. Das ist freie Wille. Und du sagst gerade, du hast keinen freien Wille. Guck mal, Entscheidung. Du als Muslime, du kannst nicht machen, was du willst. Das heißt, diese freien Willen hast du nicht, weil du bist ein Muslime, du bist verbunden, du hast Vertrag mit Allah. Du darfst als nicht Muslime, warte mal, als nicht Muslime, mach was du willst. Und dann, wenn du stirbst, dann kommst du zu Allah und dann sagt dir du hast so gemacht. Wir haben als Christen auch Gebote. Warum erzählst du sowas? Wir haben auch Gebote. Also ihr seid auch nicht frei. Ich habe nicht über dich, wir müssen aber trotzdem entscheiden, was wir machen oder was wir nicht machen. Ob wir uns an die Gesetze halten oder nicht. Das ist genau wie deutsche Gesetze. Du darfst das nicht. Du hältst dich auch nicht dran. Du gehst in den Laden, überfällst den Beispiel. Aber du musst doch die Gesetze halten, sonst kannst du doch nicht Paradies, mein Freund. Du musst die Gesetze halten. Also da gibt's kein Freiwilliges. Allah hat schon alles vorher entschieden, Anna. Du verschießt ein Thema nicht.
Weißt du, ich meine, der ist derjenige, okay, sagen wir nicht Allah, damit ihn nicht alle auslacht jetzt, oh Allah, 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 wie immer, ba, ba, ba. Aber sagen wir Gott allgemein, okay, den Herr, die ihn auch an ihn glaubt. Der hat, der weiß auch, was in Zukunft passieren wird und was ist schon in der Vergangenheit alles passiert ist. Weißt du, dass die Menschen nicht machen können. Deswegen, der hat uns erschaffen, der hat diese Erde erschaffen, der hat die Himmel und die Erde erschaffen und der kann alles wissen. Wir sind nix vor dem. Genau, okay. Ganz kurz, jetzt möchte ich bitte zu meiner Frage nochmal zurückkommen. Ayman, es tut mir leid, dass ich vorhin laut war, aber du bist wirklich gut, anstrengend. Nee, das ist gut, das kann immer passieren. Ich meine das echt ernst, es war echt anstrengend, weil du hast immer wieder nicht auf die Frage geantwortet. Also, wenn Gott den Menschen speziell für die Hölle erschaffen tut und dieser Mensch in seinem Leben nur Gutes getan hat und gläubig war, na, aber trotzdem er in diese Hölle geht, ist es dann ein Gott oder ist es ein Täuscher oder ist es ein böser Gott? Antworten. Okay. Anna, ja. Warte mal, jetzt, wer ist diese, du hast gerade, aber wer ist diese Mensch, die du gerade gemeint hast? Du musst mir es ernähren, ist Busch, ein Mensch, der von ihm erschaffen wurde, ein Mensch so. Von dem. Genau, da antworte ich. Gott weiß genau, was mit diesem Mensch später passieren. Er hat ihn erschaffen, er weiß genau, wann A bis Z, was er dankt, was er macht und so. Wenn Gott weiß, dass dieser Mensch wird ein guter Mensch und wird, er weiß sowieso. Warum hat er ihn erschaffen? Also, warum hat er ihn erschaffen? Das frage ich auch mal. Warum hat Allah alles erschaffen? Aber du hast es wieder nicht verstanden. Ich habe gesagt, dieser Mensch hat sehr gut gelebt, war gläubig, ein sehr guter Mensch. Bis zum Tod hat er keine Fehler gemacht, aber trotzdem. Schickt ihn Gott in die Hölle, weil er ihn extra dafür erschaffen hat. Aber ich frage dich, also ich weiß nicht, wenn ein guter Mensch alles gut gemacht, er wird nicht in Hölle landen, er wird nicht Paradies. Punkt. Aber Ayman, ich sage dir, dieser Gott erschafft diesen Menschen speziell für die Hölle, egal wie gut er ist bis zum Tod, trotzdem geht er in die Hölle. Ist das ein Gott? Ist das ein gerechter Gott? Wo steht das? Der Tutsi, genau. Ist es ein Gott? Ist es ein guter Gott? Okay, ja, das ist ein guter Gott. Weißt du warum? Weil er weiß genau, was er macht. Ein Gott kannst du nicht sagen, ey, was machst du? Er hat alles. Er hat dich erschaffen. Wer bist du? Du bist ein Parasit. Du bist gar nichts. Ich oder du oder wir sind gar nichts wert. Er entscheidet. Er hat dich erschaffen. Ayman, das ist deine Meinung. Ist gut, alles gut. Tunzi, was meinst du darüber? Für Gott sind wir wertvoll, weil wir seine Geschöpfe sind. Wir sind wertvoll. Ganz kurz. Ja, ich weiß, wir sind wertvoll, aber Gott entscheidet warum immer. Sagst du, Ayman, alles gut. Jibril, lass ihn mal kurz. Tunzi, was ist deine Meinung über so einen Gott? Ist er gerecht? Aber wo steht das? Mit welcher Person war das denn? Schau mal her, es ist eine ganz einfache Frage. Ist es ein gerechter Gott? Ist es ein guter Gott? Ist es ein liebender Gott, der wo seine Schöpfung... Meinst du, wenn ein Mensch in der Hölle geht wegen ihm, also sein Leben lang, ohne dass er etwas Schlechtes in seines Lebens getan hat? Genau. Bruder, für mich ist das halt... Nee, Bruder. Nein. Ist er nicht. Also, was heißt das jetzt im Klartext, bitte? Hör mal, man sollte nicht sagen, ist das kein... Ayman, stumm dich bitte. Ayman, stumm dich. Weißt du, ich meine... Ayman, stumm dich. Ich habe den Tunzi nicht gehört. Ich habe dir gesagt, sowas nennt man nicht mal Gott. Okay, danke. Gott segne dich. Pascha, was sagst du darüber, bitte? Wie ist deine Meinung? Wie gesagt, ich habe vorhin meine Meinung schon gesagt. Ein Gott, also unser Gott, er ist der Barmherzige, er ist allverzeihend, egal okay. was für Fehler du machst. Wenn du Reue zeigst, verzeiht er dir. Okay. Und wir wissen ganz genau, also wir Muslime wissen unsere Pflichten, was wir tun müssen, um ins Paradies zu gelangen. Alles gut, alles gut. Um ins Paradies zu duften. Aber das, was du gerade eben gesagt hast, dieses Wort wenn gefällt mir nicht, weil das ist Fantasie, das ist Philosophieren, das ist Darstellen. Verstehst du? Pascha, muss man eigentlich gar nicht mit Religion. Pascha, es ist keine Fantasie. Es ist keine Fantasie. Ich komme dann zu der Auflösung. Also, wenn Gott einen Menschen speziell für die Hölle erschaffen hat, und dieser Mensch in seinem Leben nur Gutes getan hat und den Guten stirbt und trotzdem kommt er in die Hölle. Ist es ein guter Gott? Ist es ein gerechter Gott? Ist es ein liebender Gott? Ist es ein verzeihender Gott? Ja, aber wo steht das? Steht das im Koran? Warte, Pascha, ich will die Antwort von Pascha auch hören.
Bitte. Ich habe gesagt, also ein Gott für mich ist das garantiert nicht. Das wäre eins und einzig und allein der Teufel, der einen Menschen dazu manipuliert, Unheil zu stiften. Amen. Amen. Gott segne euch. Komm, hör mal zu, ich sag dir noch was dazu. Warte, warte, ich sag dir noch was dazu. Ja. Weißt du, Allah subhanahu wa ta'ala sagte für uns im Koran, tamam, وَمَنْ تَبَعَ دِينُكُمْ مِنَ الْتَاخِرِينَ مَقَامَهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَبَعَ الشَّيْطَانَ فَمَقَامَهُ النَّارِ. Bedeutet das, wer mit dem Teufel auf den Teufel hört, landet er in den Hölle. Und wer auf mich hört und seine Gebete macht und als Muslim Sunni bleibt, dann ist er sein Geland in den Paradies, in Ferdows, inshallah. Tamam. Semi, mein Lieber, grüße dich. Was meinst du darüber? Was ist deine Meinung darüber? Wir hören dich nicht. Über was nochmal? Über das Erschaffen von Menschen, wo Gott Menschen erschaffen tut von Anfang an, dass sie für die Hölle vorgesehen sind, egal wie gut sie sein sollten. Weiß ich nicht. Hä? Du weißt nicht? Ist es ein guter Gott, ein gerechter Gott oder ein böser Gott? So, warte, erklär mal nochmal. Also, wenn ein Gott Menschen für die Hölle von Anfang an erschaffen hat, obwohl sie gut leben oder schlecht leben, das ist egal. Also, wir gehen davon aus, da lebt dieser Typ sehr gut im Glauben, aber trotzdem ist er für die Hölle vorgesehen von Gott aus, schon von Anfang an. Ist es ein liebender Gott, ein gerechter Gott, ein guter Gott? Ein guter. Ein guter. Okay. Könnt ihr mal bitte dieses Bild hier von den Dings wegmachen? Nur so, ja, nee. Vom Respekt her im Prinzip. Das musst du mit dem Host ausmachen. Ja, okay, Host, kannst du mal bitte wegmachen? Ali, Gott segne dich. Du sagst, das ist kein Gott. Naja, okay. Und Sammy sagt, das ist ein guter Gott. Warum ist das ein guter Gott, wenn du von Anfang an von ihm für die Hölle vorgesehen bist, aber du bist ein guter Mensch und hilfst sehr vielen Menschen, Gottes Segen. Und du hilfst vielen Menschen, tust nur Gutes, aber trotzdem kommst du in die Hölle, weil du von ihm schon vorgesehen bist für die Hölle. Warum ist das ein guter Gott? Darf ich antworten? Dann ja, ist das ja weil Deutschland kalt ist, da ist warm, deswegen. Jetzt, Sammy, antworte bitte. Dann ist das ein schlechter Gott. Ja, Bruder, bitteschön, herzlich willkommen. Bitte Alex. Schön. Lieber Alex, kannst Wer du dich noch das? Mal kurz groß machen? Nee, nicht ja, groß. Ja, ja, Bruder, warum nicht? Alex. Warte kurz. Tust du mir ganz kurz einen Gefallen, bitte? So, was? Jungs, tust du mir ganz kurz einen Gefallen, bitte? Alex, er redet mit dir. Was? Sag doch. Wie bitte heißt das? Kannst du mal bitte das Bild wegmachen? Mach doch diese Esel da. Nein, das kann ich nicht. Das leider das Bild wird nicht weg. Warte, kann ich dich fragen, warum? Warum machst du solche Bilder? Das ist der Unterschied zwischen wir. Wir können nie an Jesus Foto oder an Prophetfoto da stellen. Okay, lass ihn machen, was die wollen. Jungs. Weißt du, dass in Frankreich, die haben solche Bilder gemacht. Frankreich wurde in 2 Tagen schon... ich will nicht viel reden. Jo, tun sie. Alles gut. Alles gut, Jungs. Alles gut. Jetzt schaut's mal her. Wir diskutieren jetzt fast 20 Minuten wegen dieser Frage. Jetzt okay, lesen wir auf. Ich kann nicht bleiben, wenn solche Bilder. Ganz kurz tun sie. Bitte bleib jetzt ganz kurz eine Minute. Mach das Bild weg oder geh ich raus? Oder tun schmeiß sie. Mich raus, wie du willst. Tun sie. Sure 7. Okay. Sure 7, Vers 179. Pascha, kannst du lesen, bitte? Ich glaube, ich muss. Wir haben ja schon viele von den Dschinn, den Menschen, für Hölle erschaffen. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter ab. Jene sind überhaupt die Unachtsamen. Moment, warte, wenn Allah recht leitet... Der Wahrheit recht geleitet wird. Nein, lies oben. Welche Sure ist das? Warte. Welche Sure ist das? Lies oben. Welche Sure soll das sein? Lies oben. Wie böse ist das Gleichnis der Leute? Lies.
Ja, warte, warte, jetzt, ja, warte, wie ist die Sura? Ich suche mal da hier. 779, aber lies von 177 bitte. Wie böse ist das Gleichnis? Moment. Warte, warte, wie ist die Sura? Nicht mal die Sura. 7. Das ist das Gleichnis. 7. Unsere Zeichen für Lüge erklärt und sich selbst Unrecht. Das ist schon ein kranker Vers. Okay, Sura 7. Warte, welcher Vers ist das? Hier. Wie böse ist das Gleichnis, wenn die Leute unsere Zeichen für Lüge erklärten und selbst Unrecht zu tun pflegten. Das ist für die Leute, die einfach Gott nicht annehmen wollen. Ja, ja, Pascha, lies bitte 178 und dann 179. Ja, wenn Allah Recht leitet, der ist in Wahrheit Recht geleitet. Wenn er aber in die Irre gehen lässt, das sind die Verlierer. Ist ja auch richtig so. Die Leute, die nicht an ihn glauben, die lässt er in die Irre gehen. Okay, okay. Jetzt noch einmal. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit. Wen Allah recht leitet. Nicht vergessen, mein Lieber, okay? Ja, wen Allah recht leitet. Und das sind diejenigen, die beten. Jetzt pass auf. Nein. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit. Recht geleitet. Und wen leitet der Recht an Allah? Moment, ganz kurz. Nein, bleib mal da stehen. Wer sind diese Menschen, die recht geleitet sind? Wen recht leitet er denn? Wen denn? Warte, ich habe anders verstanden. Sollen wir die Leute nicht ausschalten? Hallo, bitte nicht mein Mikro. Ganz kurz. Wen hat Allah die Menschen recht? Haram, warte. Ganz gut. Haram. Ja. Wir diskutieren über etwas sehr, sehr, also das ist dieses Thema, ich frage euch alle, keiner von euch hat was überhaupt, was ihr studiert mit Arabisch oder Koran oder Religion. Ich danke nicht, auf keinen Fall. Lass mich mal das machen. Junge, komm, bitte, lass mich doch, bitte. Die Wahrheit. Hey, also, ich weiß nicht. Das ist nicht schlimm. Aber wie seid ihr hier, um zu diskutieren, wann Wort Allah? Das ist Übersetzung, ne? Es ist okay, ihr könnt darüber reden, ist kein Problem. Aber was ich meine, wen Gott was entscheidet hat oder was er erschaffen hat, es ist doch Gott. Ja? Das ist wie ein Arbeitgeber. Er darf Leute kündigen und reinlassen, wie er möchte. Wer bist du, dass du ihm das sagst, das und das. Ayman, pass auf, mein Lieber, ich gebe dir jetzt hier eine Antwort. Wer bist du eigentlich, über mein Leben zu herrschen? Wer bist du denn? Für mich bist du nicht derjenige, der über mein Leben und mein Haus entscheiden kann, mein Lieber. Nicht einmal du, wenn ich dich erschaffen habe. Nicht dein Gott haben das Recht, über mich zu verfügen und über mich zu herrschen. Okay? Okay. Aram, ich gebe dir nur ein Beispiel, ne? Dann du brauchst nicht solche dummen Beispiele zu geben, okay? Nee. Wenn du dich damit zufrieden gibst, dann gehst du in dein Haus, geh in dein Land, dort kannst du das machen. Aber hier wirst du das nicht machen können, mein Lieber, okay? Also, Bruder, Was meinst du hier? Das habe ich nicht verstanden jetzt. Was meinst du jetzt? Meint er im Mars? Nee, er hat, geh mal raus, was er sagt. Was meinst du Mars hier? Ja, hör auf, Mann. Dann hast du hier unter den Christen eigentlich nichts zu suchen. Achso, Christen, ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ja, dann hast du hier nichts zu suchen. Nee, wenn du meinst, dass dein Allah dir diese Befehle gibt und die kannst du hier bei mir ausführen, dann hast du hier nichts zu suchen. Aram, warte. Jetzt habe ich dich verstanden, die ganzen. Du meinst jetzt, wenn Allah gute Menschen, weil im Koran steht, in Allah, in laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Das heißt, du sagst, ach so, wir Christen, weil Allah hat schon erschafft, dass wir, wenn wir nicht an Allah glauben, dass wir in Höhle landen. Weil Allah sagt ja hier, glaub nicht, glaub an mir, dann wird hier ein Paradies. Aber du bist nicht an Allah. Ey, Adam, kann ich dir einen Hadith geben, der ist perfekt zu diesem Vers? Kannst du einmal aufschlagen und vorlesen? Schreib Sahih Muslim. Nein, bleib mal auf dieser Vers. Nein, das ist ein Hadith, der bezieht sich auf diesen Vers. Kannst du recherchieren? Nein, nicht. Guck mal, warte, Anwar, ich sag nur eine Sache, da gehe ich jetzt hier runter. Warte, ich sag nur eine Sache, guck mal. Warte. Was geschah, als der Prophet Noha zu seinem Sohn sprach? Nein, nicht springen. Adam, gib bitte ein Sahih Moslem. Was hat der Prophet Noha gesagt zu seinem Sohn? Der eine war gläubig, der andere nicht. Der andere ist nicht mit aufs Schiff gegangen. Also 2, 6, 6, 2 und C.
zum Schluss ein Ziel. 2, 6, 2. Genau, und zum Schluss ein Ziel. Ihr seid so laut, ihr Jungs. Ihr seid alle reden hier. Adam, ich gehe jetzt rund. Das Problem ist, ihr wollt. Ich will das nicht mit Hadith wissen. Was hat der Prophet noch? Wir gehen gleich auf deine Fragen ein. Kein Problem, Alex. Mal ruhig, Mann. Adam. Was steht da? So, guck mal. Was steht da? Aisha, die Mutter, glaube ich, gesagt, der Gesandte Allahs berufen wurde und wurde das Trauergebet für ein Kind der Ansar zu leiten. Ich sagte, Allah, Gesandter, es gibt Glück für dieses Kind, das ein Vogel unter den Paradiesvögeln ist, denn es ist keine Sünde, denn es hat keine Sünde begangen. Noch hat das Alter erreicht, in dem man eine Sünde begehen kann. Er sagte Aisha, je nach Abenteuer kann es anders sein, weil Gott diejenigen für Paradies geschaffen hat, die dafür... Entschuldigung. Ja? Ganz kurz. Weil Allah diejenigen fürs Paradies geschaffen hat, die dafür geeignet sind. Als sie noch in den Lenden ihres Vaters waren und für die Hölle diejenigen geschaffen, die in die Hölle kommen sollen. Er erschuf sie für die Hölle, als sie noch in den Lenden ihres Vaters waren. Siehst du? Salih Moslem. Okay, und wie authentisch ist diese Überlieferung? Das ist Sahih. Das ist authentisch, das Sahih. Sahih bedeutet ja richtig. Authentisch. Sahih Muslim. 2, 6, 6. Also ich habe diese Hadith, nie gelesen. Ich kann dir sagen, ich glaube dir. Warte. Was heißt das? Nee. Hör auf, was ich gemischt auf dich. Klar, ich bin kein Prophet, Anwar, kein Gelehrter. Und Ayman, ein ganz kurz, Bruder. Allah sagt, wenn ihr bei den Ungläubigen lebt, seid ihr wahrlich wie die Kuffar, wie die Ungläubigen. Ihr habt Gemeinschaft mit den Ungläubigen, also seid ihr Ungläubige. Ihr seid schlimmer wie wir, weil ihr bei uns lebt. Wenn Schau ihr mal her, Muslime da, sein drauf, wollt, geht nach Mekka, Bruder. Geht nach Mekka und seid ihr gute Muslime. Ihr dürft keine Gemeinschaft mit dem Kuffar haben, sonst seid ihr wie die Kuffar. Nein, wir dürfen, wenn wir Nein, du darfst nicht. Du darfst keine Gemeinschaft mit dem Kuffar haben. Also 4,9. Aber wir gehen, warte. Mach so Na klar, wir gehen. Wir wissen, dass jemand rein, dass dieser Hadith nicht authentisch ist, ne? Also der blufft auf jeden Fall. Kannst du gar nachschauen. Ja, guck mal, wenn du sagst Sahih, Muslim und Sahih Bukhari, die schon Sahih heißen, diese Leute, ne? Warte. Guck mal, Jibril, was du meinst, ich sag dir die Vers, Jibril. Was du meinst, 4,59 ist richtig. Ne? Ist die Sura 4, Vers 59. Wenn ihr lesen würdet, kein einziger Muslime diesem Land leben dürfen, normalerweise. Nein, das habt ihr fast verstanden. Nein, kannst du lesen. 4,59. Warte, als Prophet hat seine, Sahaba, der hat ihn nach Habasche geschickt. Und das war christlich, 100% christlich. Die Sahaba haben unter diesen Herrscher fast, sage ich mal, 13 Jahre unter ihm gelebt in Frieden. Also wir Muslime, wenn wir sehen, dass in einem Land, wo Frieden gibt, die sind Christen. Also mein Freund, steht doch in Geschichte. Warte. Ihr seid selber kein Christen. Ihr kennt diese Religion nicht. Sag nicht Frieden. Deutschland ist hier ist das Haus des Krieges. Christliches Land. Deutschland ist kein christliches Land. Was ist mit dem Haus? Hey. Hey, Deutschland ist keine. Du hast pakistanische Dings und tust auf Araber, du bist ein Pakistani, habe ich gemerkt. Hör auf zu lügen, okay? Hör auf zu lügen. War aber Internet. Warum soll ich drauf lügen? Guck mal, beweis das. Ich sag dir, 38% sind Atheisten, 7% sind Muslime und haben Minderheit. Vielleicht 50% sind Christen und die Christen praktizieren ihre, alle Kirchen sind zu. Wir kaufen diese Kirchen. Ich habe hier 3 Kirchen, die sind zugemacht. Wir haben dies gekauft als Moscheen. Ja, und dann kriegst du mir ein Flugticket nach Pakistan. Verstehst du das? Bald seid ihr alle weg. Du bist selber, du bist auch selber Ausländer, ja?
Du bist auch Simba, Onkel. Warum gehst du nicht zurück? Die rollen sie wieder zurück. Keine Angst. Du nicht. Du gehst nach Pakistan. Nein. Wir sind alle Deutsche. Nein. Du gehst nach Islamabad. Nein. Da kannst du deine indische Akzent weitersprechen, okay? Amen, bist du wirklich Pakistaner? I speak six language. Don't tell me why I'm going. I'm just living where I want. You go to Islamabad and you have to shut up. Yeah? You have to shut up. You show me your real face, you know. You have one way. Mach sowas nicht, bitte. One way ticket. Islamabad, my friend. One way ticket. Okay? Das Problem, ich bin kein Asiate. Was soll ich machen? Was soll ich erstmal Islamabad machen? Du findest schon einen Platz, glaub mir. Weißt du, so will hassen dein Herz, so will hassen dein Herz, Mann. Afghanistan, Ayman, so will hassen dein Herz, mein Gott. Einmal, Allah hat Herz, schau mal her, dein Herz. Schau mal her, ganz kurz, Jibril, ganz kurz. Du sagst, wir haben so viel Hass in unserem Herzen. Euer Allah hasst alle Menschen. Und du tust das legitimieren und dann sagst du, wir haben Hass in unserem Herzen. Warum hast du die Juden so sag sehr? Mal, warum hast du Hass in deinem Kopf? Guck mal, Jibril, ich sag dir, ich hasse keinen Juden oder Christen. Umgekehrt, ich habe einen guten Freund jetzt. Was soll ich machen mit Edi? Dann bist du kein Muslim. Wer bist du? Jibril, wer wenn bist Allah du? Sagt, du sollst sie hassen, dann musst du sie hassen. Nein, ich bin Muslim. Allah sagte, Allah sagt den Koran. Du bist kein Muslim. Du musst uns hassen. Nein. Wenn du uns nicht hassen, nein. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Du hörst nicht auf Allah. Nein, Allah sagte, diejenigen, die euch gut machen, sollt ihr auch zu denen gut. Nein. Andere Suche widerlegt das, also hör auf zu lügen. Ey, Jibril, ich kenne meine Religion besser. Studiere deine Schrift. Okay, wenn du deine Religion gut kennst, habe ich jetzt eine Frage. Schau mal, Jibril, du bist nur ein Hasser. Du bist nur ein Hasser. Ja, ich bin nur ein Hasser. Gleich, ich frage ihn kurz was und dann. Guck mal, einmal, würde Allah wollen, dass du ein Sünder bist? Ex-Alvi, ich höre dich nicht. Du bist leiser. Muss ich so laut sein? Hört man mich nicht? So leise. Bei mir, ich höre dich. Hörst du mich jetzt besser? Natürlich, ja, ein bisschen besser, ja. Okay, so. Denkst du, Allah würde wollen, dass du Sünden begehst? Nein. Du entscheidest. Nein. Ich sag dir, wenn du selber Sünden begehst, dann bist du selber schuld. Nein. Aber würde warte, Allah wollen, dass du Sünden begehst. Du hast keinen freien Willen. Was erzählst du uns für Lügen? Du hast Jibril, warte kurz, warte mal, Bruder. Ich mach das jetzt verkaufen, der Idiot. Der widerspricht sich. Voila, du bist ein Idiot. Einmal würde er das wollen, oder nicht? Ja, genau. Einfach die Klappe. Hast du vor 10 Minuten nicht gesagt, du hast keinen freien Willen und du musst Gutes tun, was Allah will? Und jetzt sagst du, du bist selber schuld, wenn du Mist baust? Was erzählst du für Müll, Junge? Das hat er jetzt nicht verstanden. Kurz gemacht. Hör mal zu, wenn ich sage, bin ich ein Muslim geworden. Wenn du schon sagst, hör mal zu, dann weiß ich, du lügst. Rede Klartext. Nicht wie vorhin Philosophiestudium. Mach dein Philosophiestudium in Islamabad. Laber uns nicht voll, Junge. Mit deiner Scheißlüge. Ich mach dein Philosophiestudium. Du kommst nicht mit. Du kannst nicht gegen mir diskutieren. Du bist Kinder und tust einen auf Araber, Bruder. Hör auf damit. Dein Aussage ist die ganze Zeit, du lügst, du Philosophie, du lügst die ganze Zeit so. Kannst du wir geben die Quelle. Weil es so ist, Junge. Weil es so ist. Komm entgegen. Komm entgegen, Junge. Komm entgegen. Ich komm dir entgegen. Wohin? Nach ganz kurz, Ayman. Nach Pakistan. Ayman, ganz kurz, Leute. Pakistan. Allah, die werden da deinen Arsch aufpissen. Ayman. TikTok-Sport. Ayman, ja. Ayman. Sure 5, Vers 64. Schau mal her. Und die Juden sagen, Allahs Hand ist gefesselt, ihre eigenen Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. Nein, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Er gibt aus, wie er will, was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird sicherlich bei vielen von ihnen die Auflehnung und den Unglauben noch mehren. Und wir haben unter ihnen Feindschaft und Hass erregt bis zum Tag der Auferstehung. Jedes Mal, wenn sie ein Feuer zum Krieg anzünden, löscht Allah es aus.
Und sie bemühen sich auf der Erde Unheil zu stiften, aber Allah. Genau, du hast es gemerkt, siehst du? Liebt nicht die Unheilstifter. So. Ja, siehst du? Ja, ja. Mal weiter. Ja, ja. Wenn die Leute der Schrift nur glaubten und gottesfürchtig wären, würden wir ihnen wahrlich ihre bösen Taten tilgen und sie wahrlich an die Gärten der Wonne eingehen lassen. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgten, was zu ihnen als Offenbarung von ihnen, von ihrem Herrn herabgesandt wurde, richtig, würden sie für wahr von den guten Dingen über ihnen und unter ihnen, ihren Füßen essen unter ihnen und ist eine gemäßigte Gemeinschaft, aber wie böse ist bei vielen von ihnen, was sie tun. O du Gesandter, übermittle, was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist. Wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht übermittelt. Allah wird dich von den Menschen schützen. Gewiss, Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Also das ungläubige Volk wird nicht recht geleitet. Ne? Ja. Jetzt pass auf. Hier sagt er so, Jetzt lesen wir aber, pass auf, jetzt lesen wir aber im Umkehrschluss. Also deswegen die muslimischen Länder immer falsch im Weg. Arm sind die. Allah verflucht die Juden. Pass auf. Wiederum sagt er aber woanders genau das Gegenteil. Bam, 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 bam. 350, das Alte Testament. Ganz kurz hat die Eiche berichtet. Jesus wird Richter sein. Adam, guck mal. Lange Rede, kurze Sinne. Was ist dein Sinn? Was ist denn jetzt dieses Thema so? Was willst du erreichen? Du hast gerade vorhin gesagt, alles was dein Koran befiehlt, hast du zu befolgen. Und dein Koran schießt gegen uns alle und sagt, töte sie. So. Okay, Adam, weißt du, was ist ein Nasichul Mansuch? Komm mir nicht mit diesem Ausweichmanöver. Warte. Kennst du das? Ja oder nein? Ich kenne schon. Sag. Nasir, das heißt Ayan Mansucha. Das heißt, ich gebe dir nur ein Beispiel. Beim Alkohol Beispiel ist sie nicht auf einmal verboten. Wala taqrabu as-salah wa antum sukara. Das heißt, wenn du diese Ayah liest, das heißt, Alkohol ist nicht verboten. Na? Und danach kam auch ein Eier dann haben die alles, das heißt Zocken, Schweine, Khamr, das heißt Alkohol, alles verboten. Das kam danach. Das ist Beispiel, es gibt keine Eier, wo ist der Hammer Alkohol? Es gibt keine Eier, wo ich Menschen töten. Es gibt nicht. Es gibt nur, wenn es Krieg gibt. Ja? Kannst du mir sagen, du willst Frieden, ich gebe dir Frieden. Hier, Leute, mein Freund, Hammer ist Alkohol. Noch einmal? Hammer, ja, Hammer, ja. Wein. Wein. Also kannst du mir divers für ihn... Du hast gesagt, dass der Hammer Alkohol ist, oder? Nein, warte, ich sag dir, das heißt, ich erkläre dir vor alle hier, nicht für dich, ich erkläre es nur für dich hier, ich kriege nur für dich hier, für die alle hier, das heißt, Al-Khamr, das heißt Wein, Alkohol, alles, was man muskirat ist. Ja, ich werde dir erst sagen jetzt, da steht gleiche Hammer, ob du da Alkohol nennen würdest oder Wein nennen würdest. Diese Kopftuch, da steht auch genauso Hammer. Nein, steht nicht Al-Khamr. Wo ist das? Nein, steht nicht. Ja, ayyuha an-nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i al-mu'minina an yudlina bi janabihinna 'ala juyubihinna dhalika alladhi yu'raf. Wo ist das Al-Khamr? Al-Khimar heißt das arabische Wort. Al-Khimar, das ist nur ein arabischer Wort. Warte. Ich mach dir auf. Warte, Al-Khimar.
Al-Khimar, das heißt ein arabisches Wort, etwas, die dir bedeckt. Das heißt, wenn du Khamar trinkst, wie du Alkohol trinkst, warum wir nicht so viel reden? Ich kann dir, komm, was machst du auf, komm. Philosophiestudium, Bruder. Was ist das Getränk, Nabit, auf Arabisch? Shuruf. Nabit heißt Wein. So ungefähr. Ach so, in also Alkohol, Wein. Richtig? So, Alkohol, Wein, das ist in diese Richtung. Alles, was dich zum Beispiel bedeckt, zum Beispiel, wenn du jetzt zu viel Bier trinkst, was passiert mit dir? Da weißt gar nicht, was du tust, was du machst. Da lernst du, ich kenne auch viel Besoffene, wenn die zu viel trinken, die landen auf Straße, die kacken auf in die Hose, die pinken in die Hose, mein Gott, Alter. Oder die heiraten Kinder. Also ist Nabit, Wein, laut deiner Aussage, ein Rauschgetränk, richtig? Ja klar, wenn du jetzt eine Flasche... Ist das Haram oder ist das erlaubt? Ja klar, ist Haram, Bruder. Alles, was Muskirat ist, als Drogen... Okay, wieso hat das Mohammed getrunken? Eine Beweise. Such mich raus, warte. Also wir kommen jetzt zum Thema. Ne? Er hat gesagt, ich sag dir divers auch noch, das ist da nur 31. Lies mal bitte, ob da Hammer steht da. Humorina. Humor, das heißt. Humorina. Was ist Humor, das, die Wurzel? Humorina. Das ist etwas, was das dich bedeckt. Hör mal zu, das ist etwas, das bedeckt. Das muss dich bedecken. Was ist der Ursprung? Hamara. Weißt du, was das Hammer ist? Was ist der Ursprung beim Hammer? Nein, Al-Khamr, guck mal, du musst wissen. Arabische Wort besitzt 12,5 Millionen Wörter. Das Asl, das Wort Al-Khamr ist Khamara, Al-Khimar, Al-Khumr. Das sind mehrere Wörter. Du kannst nicht mehr sagen, Vater. Ha-Mim-Ra, oder nicht? Das ist aufgewogen, kann das geben. Arif-Tai, hör mal zu. Guck mal, hör mal zu. Das ist aramäisch genauso Hamro, Khamr, das ist Wein. Das ist das Gleiche. Da gibt's kein Wenn und Aber. Das kommt vom Aramäischen, 100%. Nein. Guck mal, ich rede nicht über Aramäisch, ich rede über Arabisch. Und ja, aber das aber Aramäisch ist älter als Arabisch. Das ist die älteste Sprache. Das sind drei Semitiken Sprachen. Arabisch, Hebräisch und Aramäisch. Wenn da um andere Vers geht, machen Sie doch Kopftuch. Was macht ihr denn? Harif, sprichst du überhaupt, hast du überhaupt Arabisch gelernt? Soll ich dir zeigen, was du willst? Ja, du redest mir mit mir. Mach mich groß. Ey, Adam, kannst du kurz was zeigen und dann den Kollegen groß machen? Kann, ey. Jetzt kommt der damit endlich. Mit Arabisch kann man nicht übersetzen, ne? Nein, nicht sowas. Ich meine, wenn er Arabisch studiert hat, dann hat er verstanden, was ist für Al-Khamara. Al-Wazn Fa'ala. Also wenn er das mir erklären, dann kann ich das mit dem reden. Deine arabische Sprache kommt von meiner Sprache, von unserer Sprache Aramäisch, ja? Da bist du falsch, willst, Bruder. Du willst uns was erklären jetzt? Ja, dann sprichst du Aramäisch. Okay, wie heißt Gott in Aramäisch? Yalla. Was? Alohu. Alohu. Elohim. Alohu oder wie auch immer. Nein, das ist Jüdisch. Hebräisch. Okay. Elah heißt das. So, du hast schon mal gelogen. Also worauf willst du hinaus jetzt schon wieder? Willst du uns wieder anlügen? Hast du nicht geschafft, ne? Hey, guck mal, du bist immer mit Lügen. Kannst du diese Wörter legen? Du bist der Sohn der Lüge. Dein Vater ist der Lügner, Satan. Guck mal, ja? Hey, jetzt kommst du mal. Kapier das endlich, hör auf uns anzulügen. Guck mal, du bist bestimmt einmal, ich hab den Hadith. Ich habe die Nase voll von euren Lügen, verstehst du das? Ja, dann geh runter. Ja. Adam, kannst du kurz was eingeben? Der eine soll reden, der andere soll das Mikrofon ausmachen. Das geht nicht hin und her. Der eine soll reden und der andere soll das Mikrofon ausmachen. Dann soll aber mit Respekt. Und der andere. Ist richtig so, ne? Das wird so durcheinander. Mit Respekt kann man reden, ich schwör's euch. Es ist Respekt. Respekt ist nicht nur, wenn man redet. Respekt ist, wenn er mich anlügt, dann ist das respektlos. Aber nicht sagen, dein Vater. Ja, ich lüge dich an. Dann beweist das, dass ich dich anlüge. Du beleidigst meine Intelligenz. Du bist ein. Du hast keine Intelligenz. Wer hätte Intelligenz? Siehst du was anderes? Ich bin kein Philosophiestudent wie du, ja? Ich habe studiert. Hast du was überhaupt studiert? Ja, du hast Philosophie studiert, ich weiß. Okay, was hast du studiert? Ich habe was erreicht in meinem Leben. Was hast du erreicht in deinem Leben? Nichts. Was hast du erreicht? Was? Dass du mit Boot nach Deutschland gekommen bist, hast du erreicht oder was?
Nein, ich bin nicht mit Boot, ich bin eigentlich mit IP-Flöte nach Deutschland gekommen. Natürlich, wo das Schiff dich von diesem Plastikboot geholt hat, haben die VIP-Platz für dich gemacht, ja? Na klar, Bruder, was machst du? Ja klar. Ich hab direkt 60.000 Euro bekommen auf mein Konto, weißt du? Gut, überspringt mal jetzt dieses Thema, ja? Weißt du, soll mal hier erklären, was er gemacht hat? Eine Frage. Bin ich auf sein Niveau jetzt, dieser Gibri, bin ich auf sein Niveau, dann kommen wir. Gehen wir richtig weiter. Dein Niveau ist die ganze Zeit Lügen. Dieses Niveau war ich noch gar nicht so tief, war ich noch nicht. Geh nach Hause, Junge, geh nach Hause. Zeig mir bitte. Du bist Akademiker. Was Einmal. Steht denn hier? Einmal. Du bist Akademiker, du hast studiert. Was wir kommen so, dieser Foto, wo. Du sagst mir ja. Also, sag mir ist doch Zusatz. Arifati heißt der. Arifati, ich sehe das. Arifati, hör mal zu. Das ist ein Wort, Bichomorihin. Das ist ein plurale Wort. Wenn er sagt, hör zu, dann lügt Lass er. Ihn doch erklären. Das ist ein Wort, Bichomorihin. Ey, Jibril, hör die Klappe. Ja. Also, die Hammer muss schon wieder hör zu sagen. Hammer. Nein, ist kein Hammer. Liest du nicht? Nein. Hammer steht da, Hammer. Das ist Bichumorihinna, das heißt ein plurales Wort. Ja, genau, die Herrecken, wenn du da Kommas und so weiter machst, kannst du lesen, wie du willst. Ariftai, kannst du lesen? Ich glaube, Aram hat was kannst für uns. Kannst du lesen? Ariftai, kannst du lesen? Frag mich, ob ich da lesen kann. Ja, lies mal bitte komplett dieses Wort. Memra. Nein, das ist kein Ha. Das ist Bichumorihinna. Das bedeutet was anderes. Lies ja, mal komplett. Okay, du kannst nicht lesen. Ey, Ariftai, ich schwör's dir, du kannst nicht lesen. Lies mal komplett. Lies mal, Ariftai. Ich glaube, er versteht das nicht. Guck mal, du sagst zu ihm, du kannst nicht lesen, ne, Bruder. Du sagst zu ihm, er kann nicht lesen. Da steht Arifati, du sagst die ganze Zeit Arifta. Wer kann nicht lesen? Wer? Ja, ich guck mal gar nicht auf Name, weißt du, was mir euch. Keiner von hier hab ich Name. Kannst du nicht lesen oder warum guckst du nicht auf Name? Ja, siehst du, du bist. Alex, mach mal Adam auf Gruß. Mein Gott, ja. Kannst du so Anzeichen. So, wie Avili. Er hat keine Ahnung. Avili her, siehst du? So, Nakamaro. So, ich kann den Namen nicht lesen, alles gut. So, Arifatei oder was weiß das? Das ist ein Wort mit Chmurina, das ist ein Plural. Und Fi'l Khamara, was anderes. Du kannst auch nicht lesen, Alter. Du sagst Khamar, das ist. Ja, Khamar. Ja, du kannst lesen. Wenn ich dir jetzt Hammer zeige, gleiche Wörter, dann siehst du schon. H-M, H-Mimra. Es gibt mir keine Geschichten. Ich wüsste dir, Ariftai, ich wüsste dir, du kannst nicht lesen. Du hast, was du gerade gelesen hast, ist nicht so richtig. Ayman, lies mal das, was da steht in diesen Hadith. Wir waren beim Gesandten Allahs und er bat um Wasser. Eine Person sagte, Allahs Gesandter, dürfen wir dir nicht Nabih zu trinken geben? Er, der heilige Prophet, sagte, ja, das darfst du. Er, der Erzähler, sagte, dann ging diese Person schnell hinaus und brachte einen Becher mit Nabih. Woraufhin Allahs Gesandter sagte, warum hast du ihn nicht abgedeckt, auch wenn es mit einem Holz ist? Er sagte, dass dann trank er es. So, also wir sehen hier, wer trank diesen Nabih, diesen Alkohol? Der Prophet. Das habe ich nie gehört, diese Hadith. Ja, du hörst vieles nicht. Schau mal her. Soll ich dir vom Akbaro Becker lesen? Schau mal her, du hörst vieles nicht. Aber das ex-Alibi.com, also da ist oder so alles geschrieben, was man überhaupt nicht glauben sollte. Schau mal her. Da steht noch Geiles, Akbaro Becker. Da steht noch geile Sachen. Warte, geh mal ganz komplett hoch. Ich muss das komplette Hadith sehen. Noch hoch, so. Hadana. Abi Salih an Jabin, an Abdul Qala, kunna ma Rasulullah sallam, fastaqafa qala jaru, ya Rasulullah, ala nusqika nabiyyan, qala bala, qala fakhraja ruju yas'a faja'a biqadhim min nabiyyin. Ich stecke ein bisschen langsam. Sallam, ala khamarta wala ala khamarta wala ta'rad alayhi 'udan, qala fasharin. Das, ich rechne mir, wenn das war, vielleicht das ist ein Nasikh und Mansukh, das kann sein, dass es alles verboten ist. Kann sein. Was?
Kann sein, dass kann ich kenne diese Hadith nicht, aber ich werde das recherchieren. Kann ja, sein, dass es bevor das alles verboten ist. Das heißt, bevor ich das war die Zeit der Jahiliya. Das heißt, du darf ich mal auch ganz kurz was dazu sagen? Einmal so. Der Prophet, ja. Uran hat auch gestanden, dass einmal da hat der die Emir, du bist die, ganz die drehen leise, Wörter, wie sie wollen, Leute. Ja, bitte. Die wissen nicht, was sie geschrieben haben. Einmal schreiben sie sowas, einmal was anderes. Darf ich was dazu sagen? Ich möchte auch gerne noch ein was dazu sagen. Kann ich was sagen kurz? Bitte schön, Emir, dann lass dir den Vortritt und danach rede ich. Okay, ich fasse mich kurz. Ich würde sagen, im Notfall, wenn es nichts anderes zu trinken gibt oder zu essen, dann kann man in diesem Notfall Alkohol trinken und Schweinefleisch essen. Vielleicht ist es so gemeint. Das ist nicht das, nein, das ist nicht das. Da gibt es extra was dafür. Darf okay. ich jetzt dazu was sagen? Emir, bist du fertig? Okay, ich bin fertig. Im Koran steht wortwörtlich drinnen, ich weiß jetzt nicht, in welcher Sura es war, aber ich habe es gelesen vor kurzem, da steht wortwörtlich drin, dass der Alkohol verboten ist, dass das Glücksspiel verboten ist, ja? Da steht wortwörtlich da drin. Es gibt eine Hadithe, eine Geschichte, die erklärt auch, warum der Alkohol verboten ist. So, aber ich möchte diese Hadithe jetzt nicht momentan erzählen, weil die ein bisschen lang ist und ich leider nicht so viel Zeit habe, so. Da steht da drin, um auf Emils Frage zurückzugreifen mit dem Alkohol und dem Schweinefleisch, wann es erlaubt ist zu essen. Es ist dir erlaubt, Schweinefleisch zu essen, wenn du eine gewisse Zeit, ob es jetzt 3 Tage oder 30 Tage waren, weiß ich nicht genau, aber eine gewisse Zeit nicht zu dir genommen hast und es nichts anderes, außer dass das Schweinefleisch da gibt, dann ist es dir erlaubt zu essen und in Kriegszeiten ist es dir erlaubt zu essen. Aber nur so viel, dass du dein Leben erhalten kannst. Pascha, hier ist nicht von einem Notfall die Rede gewesen. Wir kennen auch diesen Hadith mit den Notfällen auch, das stimmt schon. Aber hier ist nichts derartiges beschrieben worden. Und nee, das war ja nur, damit ich deine Frage beantwortet hatte. Okay, jetzt hier. Der Prophet sagte, keiner von euch wird Glauben haben, bis er mich mehr lebt als seinen Vater, seine Kinder und die ganze Menschheit. So. Die Frage ist, von wo hat denn dieser Prophet diesen Satz geklaut? So. Versteht ihr das? Der Prophet sagte, keiner von euch wird Glauben haben, bis er mich mehr liebt als seinen Vater, seine Kinder und die ganze Menschheit. Von wo hat er denn diesen Vers zitiert? Von wo? Ich hätte da auch noch eine Frage an dich, Aram. Hier stellt er sich Gott gleich. Darauf gehe ich gleich ein, aber ich möchte erstmal vorher eine Frage stellen. Und zwar, ich war schon in vielen solcher Livestreams von Christen, die den Islam versuchen schlecht zu machen und alles Mögliche, ja? Aber warte, immer wieder. Haben wir versucht, hier den Islam schlecht zu machen oder zitiert aus den Schriften? Nein, Moment. Ich möchte gerne dazu was sagen. Und zwar, immer wieder kommt diese Seite sunna.com und ich habe mir diese Seite angeschaut, ne? Mit dem Al-Bukhari-Buch. Stimmt das aber nicht ganz überein, was da drin steht in dieser sunna.com. Ich glaube mittlerweile, dass diese Seite sunna.com mittlerweile für Christen gemacht worden ist, genau für solche Zwecke. Genau, warte. Genau, das ist mir einmal passiert. Weil Al-Bukhari, das Buch, Al-Bukhari stehen ganz andere Sachen drin. Ist mir auch mal passiert mit einem TikTok, ein TikTok heißt auch einer, er hat mir auch eine, was in Bidayoni her, ja. Ich habe da recherchiert, diese, was mir gezeigt hat, gibt's nicht. Das sind alle Sekten, so Alex, TikTok, Giant, Alex, die sind alle, so Brian, alles Kusha, die sind alle gleiche Leute, die haben gleiche Inhalte. Was sind das so? Ayman, kannst du Sahih Bukhari aufschlagen? Sahih Bukhari 65, 24? Ich habe dieses Buch nicht hier. Weißt du, das sind Bücher. Aber wir haben es hier. Das ist alles gut. Du hast auch im Internet, machen, aber das richtige Buch, das gibt es hier in Deutschland gar nicht so oft. Jetzt pass auf. Schau das mal ist her. Meine. Wo haben die diese Leute diese der Hadith? Wenn ich jetzt da recherchiere in Google, gibt's nicht. Die Hadith auch her. Nicht. Schau her. Ich habe einmal recherchiert in Google, gibt's nicht. Diese Hadith, was Ibn Abbas berichtet. Pass auf. Der Prophet sagte, ihr werdet Allah barfuß, nackt auf Füßen gehend und unbeschnitten begegnen. Jetzt kannst du das auf Arabisch auch lesen, mein Lieber. Jetzt pass auf.
Kannst du mir sagen, okay, wer diese Seite gemacht hat? Okay, warte. Ey, man, kannst du mal Leute bitte ausreden lassen? Lass ihn doch mal beginnen und danach rede weiter. So, lies bitte auf Arabisch. Danach kannst du mich groß machen, bitte. Innakum mulaqu rabb mulaqu Allah hufatan ru'atan mushatan ghulla. Qala Sufyan hadha mimman a'uddu an ibn Sa'imana. Ja, okay, wo ist das Problem jetzt? Was ist dein Problem mit dieser Hadith? Ach so. Ja. Das ist gar kein Problem. Ja, also ja, meine Frage an euch alle hier. Was ist euer Problem mit uns Versen aus Koran oder Hadith? Wollt ihr das nicht eure Religion akzeptieren? Das ist doch scheißegal. Geh runter, ich bin über Religion. Deine Religion akzeptiert deine Religion, Beispiel, Jabri, deine Religion. Was sagt Jesus? Bringt diejenigen, die mich nicht an mir glauben, hier und schlagt mir den Kopf. Das heißt, jeder, die nicht bitte an was? Jesus glaubt, warum muss lügen du Mohammed so wieder? Warum? Warte, was? Sag mal nochmal, wiederhol dich bitte. Nur am Lügen, Junge. Bringt diejenigen, die nicht an mir glauben und schlachten den Kopf vor mir hier. Das ist, kannst du mir bitte nicht selber dazu geben aus der Bibel? Als Mohammed lügst du. Hör auf zu lügen. Immer als Mohammed lügst du. Ayman, nach deiner Aussage bist du verpflichtet, jetzt eine Quelle dazu zu geben. Immer bitte die Quelle. Hat dir das beigebracht. Alex, kannst du mich groß machen? Okay. Ich schwör's dir, könnt ihr einfach so auf YouTube. Einmal gib die Quelle. Okay, Moses 32. Nein, das, wo das Jesus Moses redet in Moses. Das ist im Neuen Testament. Kapitel 23. Wer hat da gesprochen? Jetzt alle still. Ihr sagt doch, dass es die Quellen falsch sind. Mach mich groß nochmal, Alex. Jetzt werden wir ihm zeigen, ob er lesen kann. Warten Sie mal ab. Ist das ein Buch? Alter, das ist ein Skript. Du hast ein Skript aus Internet oder was? Jetzt lies mal bitte, was hier steht. Guck er mal, kann das nicht lesen, Alter, weil da keine Satzzeichen sind. Ja, okay, mach diese groß. Mach groß. Mach hoch, also nicht komplett. Nein, du machst nur eine, komplett. So noch hoch. Ich will nur, dass du dazwischen liest. Eben hast du Hammer gelesen. Jetzt kannst du das auch noch lesen. Das ist Al-Nur. Was dieser drauf ist, Alter, mach diese Kleber weg. Mach diese Kleber weg. Hier oder was? Also mach diese Kleber. Oder was siehst du da? Lies mal diese Wort, mein Freund. Guck mal da. Das ist Al-Ru'a. Keine Ahnung, aber das ist nicht so. Mach groß. Was steht hier? Hier? Dal und Ba und Ha. Das ist doch eurem Problem, weißt du? Nein, das ist nicht mein Problem. Ihr könnt nicht lesen, guck mal, hörst du? Nein, Bruder, du hast den alten Skriptes, guck mal, das ist dieses Skriptes für die richtige Araber, die können das ohne Al-Fatha, Al-Kasra und Nukta. Er kann auch nicht lesen, glaub mir. Du Al-Bay, guck mal, mach groß, also. Ich bin groß, wie soll ich noch groß machen hier? Nein, er meint, du sollst die Kamera etwas höher machen, damit genau, er das komplett die Kamera ein bisschen höher, nee, genau. Der wird schon sehen, ne? Die Kamera ist höher, genau. Will er doch sagen. Die Kamera ist höher. Okay, mach mal, zeig mal bitte alles und er soll alles vorlesen. Ja, ich zeig alles hier. Masel. Bitte. Marra al-Mishruki bituhma qalu, noch weiter, qalu innama, weiter. Weiter. Innamal bay'u. Weiter, runter. So hoch. Innamal manaha'um. Qalu. Weiter. Bi'annahum. Qalu. Innama. Weiter. Innamal mahallallah. Weiter. Seht. Was liest du denn überhaupt? Weiter. Al bay'u wa harrama. Alles falsch, was du da liest. Doch, ich lese. Guck mal. Mach. Hier, guck mal, ich lese ganz unten. Ich lese ganz unten. Ja, Aladina Kulun al. Ja, ich weiß. Du weißt. Stabil, du weißt. Guck mal, was ihr wollt mir jetzt in eine Falle, was ihr nicht weiß, nicht jeder kann Hocharabisch, das sind alte Arabisch, die für die richtige Arabe, weil ich bin kein Arabe. Das sind richtige Arabe. Ich habe da eine Frage an dich, deine Manuskripte, den Koran, den du zu Hause hast, worauf bezieht sich dieser Koran? Das ist doch kein Koran. Nein, ich meine ein Koran, den du zum Beispiel zu Hause hast, oder die Hadithe. Gott.
Guck mal, ihr habt richtige Probleme mit Muslimen und Islam, weil ihr habt dieser Hass gegen uns, ihr versucht uns in einen Fall. Islam hat Probleme mit uns. Nein. Das nicht deine Sure 5, ja, Sure 5, 29, Sure 5, 9, Sure 5, Sure 9, 111, Sure, was weiß ich, ihr habt ein Problem mit uns. Also Leute, solche Lügner, glaubt ihr nicht. Also Jibril, ich denke, du bist entweder Kurde oder du bist Armenier. Ich habe kein Problem mit euch. Du bist entweder Kurde oder, ich bin Aramäer, Junge, Ich bin Aramäer. Ich hab kein Problem mit euch. Ich bin Aramäer. Ah, ja, genau. Amen, wir wollen nur, Leute, das Richtige. Ja, glaube, nicht irgendwelche Menschen, die Muslime nur am Töten seid. Deswegen. Wir wollen, dass so, Leute, du hast das Richtige glauben. Du kommst, Leute. Jibril, du hast dieses Thema damals mit osmanischen Sachen nicht noch eigentlich verstanden. Aber das sind eigentlich Sachen zwischen euch und Osmanen. Warum mischt die anderen Muslime da rein? Alex, musst du mich noch einmal kurz groß machen, bitte, und dann gehe ich ein bisschen Pause machen. Um Islam. Alex? Kannst du mich bitte groß machen? Ja, ja. Danke. Schau mal her, Ayman, du sagst, warum wir, ne? Ich meine, wir machen schon 1400 Jahre das durch. Pass auf, das ist Sure 2, Vers 216. Vorgeschrieben ist, euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. So, und dann sagst du, wir haben ein Problem. Ihr habt Das ist beim Qital, beim Kämpfen. Das heißt, wenn ich zum Krieg komme, es gibt Leute, die wollen abhauen. Es gibt Leute, die wollen abhauen. Was, wenn die Krieg kommt? In, sag ich mal, in Ukraine und Russland. Ist dieser Vers heute noch gültig? Ist dieser Vers aus dem Koran heute gültig oder nein? Ist dieser Vers heute gültig? So, also deine Argumentation ist für die Mülltonne. Das, was du gerade gesagt hast, nur Kriegszeit ist Müll, ist eine Lüge. Dieser Vers ist für ewig bis Yawm al-Qiyama gültig. Also lügst du uns wieder an. Siehst du, wie oft ich dich erwischt habe, jetzt innerhalb von einer Stunde? Du hast mich nie erwischt. Das ist das Problem. Das Problem ist, du kannst einfach nicht ehrlich sein. Stopp mal, Ayman. Ich bin ehrlich. Guck mal, ihr seid auch Lügner hier. Ich kann mal euch vertrauen. Wir sind jetzt Lügner. Also, guck mal. Hadithe, du sagst, wir sind Lügner, also sagst du, der Koran lügt. Bis jetzt habe ich also verleugnest du deine eigene Schrift, Jack. Ganz kurz, Leute, schaut's mal her. Okay, warum wurde so viel Arm bei? Ihr habt mir was gezeigt. Ayman, schau her. Das ist Tafsir ibn Kathir zu der Sure 2, 216, okay? Wir gehen jetzt gleich zu ihm runter. Dies ist eine Verpflichtung Gottes des Allmächtigen, den Dschihad gegen Muslime zu führen, das Böse der Feinde vom Besitz des Islam fernzuhalten. Al-Zuhri sagte, der Dschihad ist für jeden verpflichtend, egal ob im Kampf oder im Sitzen. Wenn jemand, der darauf sitzt, um Hilfe gebeten wird, soll ihm geholfen werden. Wenn er um Hilfe ruft, soll ihm geholfen werden. Wenn er gerufen wird, soll er gehen, und wenn er nicht gebraucht wird, soll er sich setzen. Ich sagte, deshalb wird es ihm Sahih bewiesen. Wer ohne Kampf stirbt und sich nichts über den Kampf sagt, stirbt eines vorislamischen Todes. Und er, Friede sei mit ihm, sagte am Tag der Eroberung. Es gibt keine. Ja, wo ist das Problem mit dieser Eier? Es doch steht da, ist doch richtig. Also, es steht, wenn du kämpfst, dann musst du kämpfen. Das ist das Problem. Also, sag ich mal so, wir haben Probleme. Natürlich haben wir Probleme mit dem Islam. Der Islam lässt ja niemanden in Ruhe. Okay, was sagt? Okay, aber du hast nur gesucht, wo diese Eier ist. Aber es gibt andere Eier. Es geht um diese Befehle hier von euch. Es geht ja schließlich um die Befehle. Seit 1400 Jahren befiehlt Mohammed und Allah die Menschen zu versklaven, zu töten, bis er ist ja auch darauf angewiesen, die ganze Menschheit zu bekämpfen. Ja, okay. Okay, das heißt, alle muslimische Länder jetzt sollen gegen christliche Länder kämpfen oder was? Was meinst du? Es gibt keine muslimische Länder, das sind alles besetzte Länder, weil der Islam diese Länder besetzt hat. Kapierst du?
selbst dein indisches Land und dein Pakistani waren keine muslimischen Länder, die sind besetzt. Das sind besetzte Länder. Du bist auch Besitz. Amen. Amen. Du bist auch Besitz. Woher Amen. Kommst du? Warte, du bist auch warte, Besitz. Ganz kurz, bitte, lass mal auch Leute ausreden. Weißt du, was in deinem Koran drin steht? Weißt du, dass in deinem Koran drin steht, dass ihr an Mönchen glaubt und an sonstigen und nicht an den wahrhaftigen El-Messia? Achso, das Sure 9, Vers 31. Weißt du, ich sag euch was. Sag mal Sure 9, Vers 31 bitte auch. Warte, ich sag euch was. Ihr könnt ja, hier weitermachen, 1000 Jahre. Es gab vor euch hier James Wager, der hat mit Ahmed die dat, debattiert. Es gab auch King Jones, James Bro, ich kann nicht mehr den Namen. Weißt du, was mit diesem Lügner passiert ist? Weißt du, was mit dem passiert ist? Weißt du, was mit diesem Lügner passiert ist? Er hat gesagt, wenn ich lüge, soll Gott meinen Mund schließen. Er war 9 Jahre stumm und ist gestorben, eine Qual oder Tod. Dieser Lügner Ahmed Didat ist euch zu Mohammed gegangen. Alle Armee, genau, weil er hat euch besiegt, alle. Du bist Armee, ich weiß genau. Deswegen hat Allah seinen Mund geschlossen, weil er uns besiegt hat. Er war krank, das ist Krankheit. Allah okay. konnte auch nicht mal sein Glück von der Ziege beschützen. Allah hat ihn 9 Jahre lang im Bett gelassen, der gute Allah, war. Weil er so viel gute Arbeit für Allah getan hat, hat er ihn 9 Jahre mit Schlaganfall im Bett gelassen. Und was interessiert dich? Was? Gar nichts. Er hat doch gesagt, Junge, kapierst du? Sollte dich interessieren. Er hat gesagt, wenn ich lüge, soll Allah oder Gott meinen Mund schließen. Und der konnte 9 Jahre. Hat er nicht gesagt? Sag mir, wo er hat das gesagt? Sag mir. Er hat das bei einer Debatte gesagt. Aber es ist ein Video, der geht über eine Stunde oder so. Sag mir, das hat er bei einer Debatte gesagt. Nur gelogen hat er. Ja, sag mir, wie die Debatte. Ja, ihr habt doch Zeit. Okay, gib mal ein. Du bist doch Fanboy von ihm. Du musst doch alles von ihm kennen. Ayman, hast du schon mal das Video gesehen, wo er im Sterbebett ist? Ach, mit dem Tisch. Hast du gesehen, wie er da Angst hatte und so gezittert hat? Was denkst du, dass ein alter Mann über fast 80 Jahre, er wird krank, Du willst mich doch verarschen, Digga. Der Typ hatte ein Dings, Herzinfarkt oder so. Schlaganfall, Bruder. Guck mal, Leute. Der Schlaganfall, genau. Zeig ihnen noch was, ne? Alex, machst du mich noch mal groß? Wie die Adam will kurz was vorlesen. Wie die Wörter gedreht haben, werde ich persönlich hier zeigen. Alex, machst du bitte noch mal groß? Ja, ich warte, Bruder, warte. Schau mal her, Sure 9, Vers 31. Schau mal her, Ayman. Sure 9, Vers 31. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah. So wie Al-Masih ibn Maryam, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Da wird nicht mal Allah erwähnt. Ja. Es gibt im Koran die Trinität, ne? Allah, Jesus und Maria sind 3 Götter im Koran. Ja, okay, und dann? Also im Endeffekt, da steht, wir haben kein... Messias ist Gott, jetzt verstehst du, oder? Ja, das sagt die ja, ja. Ola, ich sag euch was, Ola, ihr seid witzig, weil erstmal so, kommt ihr einfach so mit, dass ihr so... Ja, Bruder, du hast recht, wir sind meine Religion. Warte. Witzig, aber du bist ein Witz. Ja, weißt du, warum? Weißt du, dass ihr meine... Guck mal, ich weiß meine Religion. Guck mal. Du weißt gar nicht. Guck mal, was wir dir gezeigt haben. Du wusstest das alles nicht. Erzähl kein Müll. Einmal, wie ist Mohammed gestorben? Religion, sagst wenn du über deine Religion viel weißt. Wie ist Mohammed gestorben? Erklär mir das mal. Was interessiert? Warum interessiert dich, wer ist gestorben oder was? Du sagst doch, du bist nicht so wissend. Er weiß doch gar nichts. Dann erklär mir, wie ist Mohammed gestorben? Okay, erklär mir auch du, wer hat denn. Nein, ich kann dir gleich deine Fragen gerne beantworten, aber erst noch beantworten. Ja, darf ich jetzt ran? Erlaubt ihr mir? Wie ist Mohammed gestorben? Einmal. Okay, wer ist dein Gott? Wer ist auch dein Gott gestorben? Ey, du willst mich. Der Typ ist doch so heftig, ne? Sag einfach, du weißt es nicht und alles gut. Sei ehrlich. Der will nicht antworten. Ich weiß, aber warum soll ein Gott seinen Sohn umbringen vor die anderen? Ich hab, das gibt aber er hat das doch freiwillig gemacht. Ach so, freiwillig? Aha. Normal.
das? Guck mal, wenn du das aus Liebe hat er das gemacht. Würdest, wenn du lesen würdest oder mächtig wärst, überhaupt zu lesen, dann wüsstest du, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat und nicht genau. Jemand hat ihn umgebracht. Ach so, das heißt, wenn ich jetzt 10 Leute umbringe, ja, bevor du deinen Mund aufmachst. Also im Endeffekt Sünde ist Sünde, sogar wenn du jetzt Haribo klaust. Also wenn ich jetzt sündig, das heißt, also wenn ich jetzt ein Christ werde und habe ich viele Sünden gemacht, da wird Jesus für mich da sein oder was? Ja, aber siehst du, daran sieht man, dass du ein Jahil bist und null Ahnung hast. Du kannst ja okay. Den ganzen Tag und sagen, oh, jetzt gehe ich ins Paradies. Lass mich kurz reden, Jibri. Ja, Bruder. Guck mal, ich will nur was zeigen. Danach könnt ihr wieder weiter diskutieren. Guck mal, was steht da in arabischen Sprachen, ne? El. Einfach so einen, seinen Sohn umgebracht. Weil für die anderen, wir sind stimmt, wir für diese Mörder, für diese Vergewaltiger, für diese Kriegsverbrecher. Kannst du mal bitte still bleiben, Neumann? Bitte. Ich bitte dich. Also, Gott, El Rahman. Guck mal. Da gibt's nur eine R. Eine R. Ne? Da gibt's nicht zweite R. Jetzt geben wir neue Koran rein. Öffnen wir auf. So. Ach so, bitte. Da siehst du hier mit dem diese Komma, dass da zwei R gemacht worden ist. Hä? Wo, dieser Schidda? Das heißt Schidda. Weißt du, was Schidda ist? Das heißt, brüchst du auf der Rahman. Ar-Rahman, das heißt Schidda. Zwei R. Nein, ja. Junge, hör mal zu. Ja. Wallah, du bist witzig. Du sagst mir, das ist etwas, die haben schon die Sahaba nachher gemacht, wo diejenigen, die das nicht Arabisch sprechen, die haben Tashkil. Das heißt, diese Al-Kasra und Fatha und Damma, die haben das extra. Weil die anderen waren blöd, ne? Die haben das nicht gemacht. Zwei R könnten sie nicht schreiben. Die anderen waren blöd. Ey, Alter, was, guck mal, was sagst du mir, da ist es nur witzig. Warum sagst du überhaupt so was? Was interessiert dich oder mich? Das sind arabische Wörter, die werden mit Tashkil. Das heißt, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ja, ja. Das sind Sachen, die so Beispiel ein deswegen I machen sie doch, ein machen sie doch lächerlich, ne? Mit deinem Prophet und mit anderen, weil du da keine Ahnung hast. Was kann, guck mal, du kannst nicht meine Religion zeigen. Weißt du was? Du weißt ja nicht mal, wie Mohammed gestorben ist. Ich warte mal. Ich weiß, wie Prophet Mohammed. Dann erklär uns das mal bitte. Wie ist er gestorben? Warum soll ich? Guck mal, weil dich nicht interessiert, weil du bist keine Muslim. Ist egal, für wer es gestorben ist, oder? Weil du bist keine Mutter. Also das ist jetzt deine Aussage dazu, das ist dein Argument. Ich kenne mich besser aus mit Koran als du, glaubst mir. Mohammed wurde vergiftet, Bruder. Mohammed wurde vergiftet. Guck mal, ich meine, diese von einer Geschichte. Jugend, Digga. Er hat vergessen, sieben Doppel zu essen und Kamelobin zu trinken. Ah, du weißt. Ja, warte. Ich kenne diese Geschichte. Was? Ihr kennt nicht meine Religion. Das ist ich weiß, wer er ist gestorben. Und er ist nicht die Schiiten erzählen. Die Schiiten erzählen das so, dass Mohammed vergiftet wurde. Ach, guck mal, weißt du, bei euch. Weißt du, was Schia sagen? Die sagen einfach, Aisha hat ihn vergiftet. Weil sie eifersüchtig war. Ja, das ist scheißegal. Weißt du, was ihr euer Problem ist? Aisha, Omar und alle Muslimen. Also, den brauchst du gar nicht. Ich sterb jeden Tag, weil so viele Menschen kommen zum Islam. Ich weiß, ihr vor zwei Wochen habt zwei Stunden zum Islam. Das stimmt gar nicht. Am Tag verlassen durchschnittlich 20.000 Muslime den Islam. Aus den 100 Millionen ausgetrieben aus dem Islam. Der Islam wird nur durch Geburtenrate. Ich war auch Muslime. Zum Glück bin ich jetzt Christ. Gott sei Dank. Du warst Muslime. Niemals warst du ein Muslim. Ich bin Albaner. Aber warum sollte Aisha Mohammed vergiften? Weil er sie vergewaltigt hat, Bruder. Du ich glaube, jetzt stellen auch Ali als Ex-Muslim. Guck mal, diejenigen, die sagen, ich bin ein Ex-Muslim. Diejenigen, die sagen, ich bin ein Ex-Muslim, die haben nie Islam praktiziert. Für den Christum ist es so besser. Ich bin angeboren. Christum, die sind stolz darauf. Alkohol trinken, darfst du Sex machen, darfst du das machen, was du willst. Ja. Deswegen ist für Leute einfach eine andere Religion, weil bei euch ist Moment, immer Moment. Wie siehst du denn den Christentum? Moment. Ihr könnt immer eure Religion formulieren. Stopp, Leute, stopp. Ey, Eimer, wie siehst du den Christentum? Warte, ich bin Baptist. Im Bibelbeispiel ist es homosexuell verboten.
Guck mal, Papst Franziskus sagte, ach, die sind auch Menschen, die können auch zu uns kommen. Also ist auch erlaubt, dass die auch in Kirche gehen. Ein Mann, die Bibel ist genauso, also, genauso wie Sex vor der Ehe. Da steht auch in der Bibel, eine Frau und ein Mann müssen als Jungfrau in die Ehe gehen. Und Homosexualität ist genauso verboten wie bei uns im Koran auch. Steht in der Bibel drin, das weiß ich. Ja, Papst Franziskus meint, es ist doch okay, dass die heiraten. Also, ja, aber dieser Papst ist besessen. Der Papst ist doch der größte Illuminati, den es nicht überhaupt. Der ist doch ein Irrlehrer. Ist das nicht Papst, dass er die Grundfrage vor solche Menschen? Also ist das nicht Papst das höchste Niveau, also höchste Sache? Nein, kann man wissen, ja, aber im Endeffekt ist er das nicht. Moment, also ist es nicht. Er ist es nicht, er sagt, er ist es, aber er ist es nicht. Einmann, guck mal, der Papst, der ist Katholike, ne? Er schmeißt ja auch am 14. Februar, schmeißt er ja auch mit Kondomen um sich, durch die ganzen Vatikan. Obwohl in der Bibel drin steht, mehret euch. Mehret euch, da steht in der Bibel drin. Das heißt, wir Menschen, wenn wir heiraten, wir sollen Kinder machen, wir sollen Kinder zeugen. Unsere Kinder rechtmäßig erziehen. So. Warum schmeißt der Papst dann mit Kondom am 14. Februar um sich? Ja, siehst du? Ist nicht normal. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Das Evangelium, was Krankheiten angeht, mal drüber nachgedacht. Hat nichts mehr mit Jesus zu tun. Krankheiten schickt Gott nur, wer krank werden soll. Mit Jesus nichts zu tun. Da waren es ja Mädchen drin. Ach so, wenn ihr das ist auch Doppelmoral. Weil wenn einer Muslim jetzt was sagt, dann sagt ihr, ach guck mal, das ist eure Religion, das ist so Religion. Und wenn wir sagen, Papst sagt so, dann sagt ihr, ach, das hat mit Religion nichts zu tun. Was los mit euch? Aber der Papst ist der größte Lügner überhaupt, den ich kenne. Jibril, Ola, du bist krank, Alter. Dieser Wort Lügen hast du das so geschluckt sein ganze Zeit? Amen, so, ne? Amen. Guck mal, Eimann, Moment. Ich möchte nicht das Christentum irgendwie schlecht darstellen. Ich bin ehrlich, ne, ich fühle auf jeden Fall seine Meinung. Ich sag Eimann, euch, warte, ich gehe jetzt runter. Nein. Ich gehe selber runter. Bleib mal bitte hier nur kurz. Ich wünsche euch alles gut. Ich will dir was sagen. Ich will dir was sagen, darf ich dir was sagen? Warte. Ich habe gute Freunde, die sind auch Aramia und alle. Ich habe deswegen, ihr seid nur mit. Einmann, Jesus liebt dich, Allah rettet dich nicht, er ist ein fliegendes Schienbein. Ja, okay. ihr seid alle hier Minderheiten, das heißt, ihr präsentiert nicht alle die Menschen, die guten Menschen da draußen. Ich habe gute Freunde, ist Aramia, Idi, ich habe seinen Vater gestern getroffen. Sehr gute, ich habe auch gute Freunde. Also, wieso glaubst du nicht an das Christentum? Macht hier was. Also ich habe gute Freunde, sind Christen. Das Problem bei euch, ihr praktiziert eure Religion nicht, Jungs. Die Kirchen sind zu. Ich habe nie Jungen. Junge, die Kirche rettet uns doch gar nicht, der Glaube. Warst du Ex-Alvi? Wann warst du letztes Mal bei Kirche und hast du Gott gebetet? Wann? Schon lange. Sonntag. Ja, dann halt einfach du die Klappe. Jibril, halt einfach du die Klappe. Wenn du nicht praktiziert, dann halt einfach die Klappe. Weißt du? Ihr seid nicht hier um Religion. Was macht hier ist eigentlich für uns Vorteil, weil Leute gehen recherchieren und kommen zum Islam. Weil wenn einer von euch du glaubst an einen Mann, der Schizophrenie hatte namens Mohammed. Das ist deine Aussage. Es reicht, Digga. Er will über sein Schizophren. Mit Mohammed seine Lügen, geh. Du landest sowieso in der Hölle bei Mohammed. Wenn wir hier Wissen teilen wollen, dann mach dir bitte, aber nicht solche Diskussionen, die stundenlang Kopfschmerzen machen. Ja, ich denke, der Typ hat auch Schiss. Leute, gebt ihr mir noch 5 Minuten, dann bin ich auch raus hier, weil ich muss nämlich auch noch ein paar Sachen erledigen heute Abend. Bitte. Nicht nur 5 Minuten was sagen, bitte, ohne zu unterbrechen. Und dann bin ich auch raus hier, dann könnt ihr gerne eure...